Peter Pan von Thomas Tippner Nach Motiven von James Matthew Barry Gelesen von Matthias Ernst Holzmann Die Reise nach Nimmerland Erstes Kapitel Das Faszinierendste an Mrs. Darling war der kleine, versteckt in ihrem Mundwinkel liegende Kuss. Ein Kuss so herrlich frei, so unverbraucht und echt, dass Wendy sich manchmal fragte, wann ihre Mutter den Kuss dort versteckt hatte. Sie selbst malte es sich in ihrer übersprudelnden Fantasie immer so aus, dass ihre Mutter ihn für sich ganz alleine behalten wollte. Dass sie nicht gewillt war, diesen ersten reinen Kuss herzugeben. Sie bewahrte sich damit einen Hauch von Unschuld, der bei Erwachsenen leider immer so schnell verloren ging, wie Wendy bedauernd feststellen musste. Was ihr immer öfter auffiel, was sie erschreckte und veränderte, sie, die immer geglaubt hatte, dass das unbeschwerte, fröhliche und leichte Leben niemals mit dem Ernst ihres Vaters in Berührung kommen würde. Und doch, anders als vor ungefähr einem Jahr, als noch alles gut gewesen war, weil ihre Gedanken nichts anderes gekannt hatten, als auf Wanderschaft zu gehen und sich mit Abenteuern, Piraten, Räubern und Banditen zu beschäftigen, drangen jetzt immer merkwürdigere Ideen und Einfälle in ihren Geist. Sie erwischte sich dabei, dass sie immer öfter an dem großen Rundfenster saß, durch das das Licht der Sterne so schön in ihr Zimmer fiel, und sich selbst fragte, wie es wohl sein würde, selbst Mutter zu sein. Wie wäre es, jemanden an die Hand zu nehmen und mit ihm durch den in der Nähe ihres Hauses liegenden Hyde Park zu schlendern? Sich darüber zu unterhalten, wie die Zukunft aussehen würde. Ihr wurde ganz übel, wenn ihr auffiel, was sie gerade gedacht und gefühlt hatte. Über so etwas wollte sie nicht nachdenken. Sie wollte Abenteuer erleben und Geschichten erzählen, das Leben dort packen, wo es vor Fantasie überschäumte und sie glauben ließ, auf einer Welle der Freude dahin zu gleiten, auf ein fernes Land zu, das ihr verbot, jemals erwachsen zu werden. Weg mit allen Sorgen, hinfort mit allen Ermahnungen und dem sie in ein Korsett zwängenden Regelwerk. Sie wollte nur frei sein, niemals so enden wie ihr immer in Sorgen gefangener Vater, der nichts anderes mehr im Kopf hatte als seine Arbeit und die Hoffnung darauf, einmal so weit in der Hierarchie aufgestiegen zu sein, dass er unbeschwert leben und seiner Familie ein glückliches und ungezwungenes Leben schenken konnte. Merkte er denn nicht, dass sie dies schon alles hatten, dass sie gar nichts anderes mehr brauchten. Wendy seufzte bei solchen Gedanken und begriff dann, wie sehr sie sich dem Erwachsensein näherte, dass sie anfing, ebenfalls daran zu denken, was die Zukunft ihr außer Spiel, Spaß und Leichtigkeit bringen würde. Verfluchter Papa! murmelte sie, während sie einen Blick hinaus in den sich langsam verdunkelnden Himmel warf. Und Schritte auf der Treppe hörte. Ich will nicht so sein wie du. Liebling, erscholl plötzlich die Stimme ihrer Mutter. Willst du uns nicht noch auf Wiedersehen sagen, bevor wir gehen? Doch, Mama, liebend gerne, rief sie. Wendy erhob sich von ihrem Platz und schaute noch einmal zu dem blassen Mond am Himmel. Dort in der Ferne verlor sich ihre Fantasie. Sie sah sie als einen hellen, leuchtenden Punkt und wünschte sich nichts sehnlicher als bei ihr zu sein nur einmal ihren gedanken die hand reichen zu können mit ihnen zu reden und ihnen versprechen zu können niemals wirklich niemals so zu werden wie ihr vater dann komm her rief ihre mutter die die tür zu wendys zimmer aufgestoßen hatte und da stand wie ein weißgekleideter engel sie war die schönste frau die wendy jemals in ihrem leben gesehen hatte eine Frau von so berauschender Eleganz, dass Wendy hoffte, nur einen Hauch von dem zu bekommen, was ihre Mutter besaß. Und da war er wieder, dieser eine verlorene, aufgesparte Kuss. Dort im linken Mundwinkel ganz fein und ganz zart, einem schüchternen Kind gleich, das sich hinter dem Bein seiner Eltern versteckte, weil es Angst davor hatte, von den anderen Erwachsenen angesprochen zu werden. Langweile dich nicht, bat Wendy ihre Mutter, als sie sich in ihren Arm fallen ließ. Halte du die Jungen nicht wach. Niemals. Mrs. Darling ging nun in die Knie, lächelte das Lächeln einer wissenden Frau und strich ihrer Tochter eine rotblond schimmernde Haarlocke aus der Stirn hinter das Ohr und flüsterte: Ich liebe dich, Wendy. Ich dich auch, Mama. Sie umarmten sich gerade, als von unten der Ruf erscholl. Liebes, wir müssen jetzt los. Die Kutsche ist bereits vorgefahren. Ich sage den Kindern gerade Auf Wiedersehen, rief sie herunter. Möchtest du ihnen denn keine gute Nacht wünschen? Die Kutsche wartet doch schon. Wendy verdrehte die Augen. So war es immer. Ein Termin jagte den nächsten. Eine Aufgabe nach der anderen musste erfüllt werden, damit die Treppe, die in ihren Augen nur ein Hamsterrad war, weiter hinaufgestiegen werden konnte. Dinge, die wichtig waren, die dafür bestimmt waren, getan zu werden, um sich gut zu fühlen, waren nebensächlich. Wendy seufzte, als sie den traurigen Schatten über das Gesicht ihrer Mutter huschen sah. Sie fühlte sich verpflichtet, zu sagen: Er muss mir nicht gute Nacht sagen. Ich träume schon durch dich gut. Mit diesen Worten strich sie nun ihrerseits ihrer Mutter mit den Fingern über die Stirn und strich eine imaginäre Locke hinter ihr Ohr. Du wirst langsam zu einer Dame, sagte ihre Mutter traurig. Lass dir doch Zeit damit. Ein Bellen erklang plötzlich. Nana, der Bernhardiner und der liebste Spielgefährte der Darlingkinder, kam jetzt ins Zimmer getrottet. Die Schnauze stolz erhoben, dahinschwebend, als wäre er die personifizierte Höflichkeit. Sanft stieß er Miss Darling an und forderte sie, mit einem treuen Blick aus seinen kullerrunden braunen Augen, dazu auf, hinunterzugehen. Bis morgen früh, verabschiedete sich ihre Mutter von Wendy. Langweile dich nicht, sagte Wendy noch einmal und winkte ihrer davonschwebenden Mutter hinterher als diese ihr noch einen Blick über die Schulter zuwarf und ihr ein Lächeln schenkte. Zweites Kapitel. Der Piratenkapitän hob sein Entermesser, erzählte Wendy gerade, während ihre Brüder, John und Michael, wie verrückt über die Betten sprangen. Das Bellen von Nana ignorierten sie ebenso wie die umgeworfenen Spielzeuge, Lampen und die Kommode. Sie riefen wieder und wieder Nieder mit dem Kapitän Nieder mit dem Kapitän Nieder mit dem Kapitän. Sie wurden erst stumm, als Wendy sagte Unser Held stand nun vor seiner Angebeteten. Pfui Teufel. fluchte John, der einen Zylinder auf dem Kopf trug, den Regenschirm in der Hand, als wäre es ein Säbel, mit dem er alle Attacken der Piraten abwehren konnte. Was soll das denn? Küssen, das ist doch Mädchenkram, krähte Michael, der bereits in seinen Schlafanzug geschlüpft war und aussah wie ein viel zu groß geratenes Baby. Es soll sehr schön sein, verteidigte sich Wendy, die sich die Öllampe unter das Gesicht hielt und aus den dunklen Schatten des Zimmers auftauchte wie ein Geisterschiff aus den aufschäumenden Fluten des Meeres. Das ist ja ekelhaft. Nur Mamas Küsse schmecken. Rief Michael, der plötzlich auf die Knie gesunken war, seinen Teddy an die Brust gedrückt hatte und die Augen verklärt zum großen Rundfenster gerichtet hatte. Alles andere ist wie Schimmel auf Käse. Wie Haare auf Schimmelkäse, stimmte John mit ein. Wie nasse Haare auf Schimmelkäse, wie. Ich habe schon verstanden, antwortete Wendy kichernd, die die Öllampe ein wenig herunterdämmte und mit bedrohlich klingender Stimme fortfuhr Unser Held hatte geglaubt, den Kapitän besiegt zu haben, dieser aber hatte sich von dessen Faustschlag bereits erholt und kam nun drohend, das Entermesser über den Kopf erhoben, auf unseren Helden zu. Die Jungen starrten sie mit weit aufgerissenen Augen an. Michael, dem man immer schneller Angst einjagen konnte, als seinem zwei Jahre älteren Bruder, presste seinen Teddy immer fester an sich und schaute zwischen dessen Ohren zu seiner diabolisch grinsenden Schwester auf. John hingegen, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, erhob sich langsam von seinem Platz, den Regenschirm in der Hand, als wolle er sich ebenfalls dem Kapitän entgegenstellen. Wendy, die diese Augenblicke, wenn ihre Brüder still wurden, ihr lauschten und zuhörten, sehr genoss, blickte plötzlich verwirrt auf, Nana, die eben noch versucht hatte, die Kinder zu beruhigen, als sie über Betten und Möbel gesprungen waren, stand nun am Fenster und knurrte drohend. Was hast du? fragte Wendy. Nana knurrte weiter und legte die Pfote auf die weiß gestrichene Fensterbank, auf der ein kleines, aus Holz geschnitztes Schiff stand, dessen beide Masten längst gebrochen und im Müll gelandet waren. Ist da jemand? Wendy warf einen Blick aus dem Fenster hinunter in den Hof. Die ersten frostigen Grüße des nahenden Winters hatten sich bereits auf der Rasenfläche und auf der Hundehütte niedergelassen, in der Nana normalerweise die Nacht verbrachte. Da ist doch nichts. Nana aber knurrte noch einmal, drehte sich herum und verschwand dann schnellen Schrittes aus dem Kinderzimmer, in dem John gerade angefangen hatte, mit seinem Schatten zu kämpfen, weil es ihn nicht interessierte, was Nana hatte. Das gebe ich dir, du ruchloser Pirat, und das hier, und dies, und diesen Hieb auf den Kopf. Ha. Wendy, die sich gerade wieder hingesetzt hatte, wollte etwas sagen, als ihr bewusst wurde, dass sie sich nicht getäuscht hatte. Eben als sie am Fenster gestanden und hinunter auf den im Frost daliegenden Hof geschaut hatte, war sie der Meinung gewesen, dass sie am linken Simsrand jemanden hatte stehen sehen. Das Merkwürdige aber war, daß ihr diese Beobachtung gar keine Angst gemacht hatte. Da war jemand gewesen, ja, aber bedrohlich hatte er nicht auf sie gewirkt. Eher wie jemand, der gebannt lauschte und darum bemüht war, nicht entdeckt zu werden. Als Nana geknurrt hatte, war Wendy sich erst gar nicht sicher gewesen, ob ihre Ohren sie nicht vielleicht täuschten, dass ihre überschäumende Fantasie ihr womöglich einen Streich gespielt hatte. Aber jetzt, wo sie wieder in ihrem Sessel saß und die Öllampe anhob, um sie sich unter das Gesicht zu halten, war sie sich sicher, dass sie ein glockenhelles, unschuldiges und herzeroberndes Kichern gehört hatte. Erzähl doch endlich weiter! rief Michael plötzlich, um sie aus ihren Gedanken zu reißen. Wie wird der Kapitän besiegt? Moment! sagte sie und ging noch einmal zum Fenster. Nana war nun draußen angekommen. Sie schlich geduckt, so als würde sie sich auf der Jagd befinden. Michael, der bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte, war ebenfalls aufgestanden und zum Fenster gegangen. Der Einzige, der sich an der ganzen Sache gar nicht störte, war John. Der focht noch immer mit dem eingebildeten Piratenkapitän und schlug diesen mehr und mehr zurück. Plötzlich, als John zum finalen Stoß ansetzte, um den bösen Kerl über die Reling zu schicken, setzte Nana zu einem gewaltigen Sprung an. Sie kläffte und knurrte und bekam irgendetwas zu fassen, was Wendy aber nicht erkennen konnte. Es sah aus, als würde Nana für einen kurzen Augenblick in der Luft schweben. Etwas Schwarzes zuckte plötzlich nach vorne und ein heiserer Ruf erklang Lass mich los! Und dann riss etwas. So, als würde Stoff mit Gewalt entzweigetrennt. Drittes Kapitel. Nana! riefen die Kinder, als sie auf den Bernardiner zueilten. Dieser trottete, zufrieden mit sich und der Welt, den Schwanz wedelnd erhoben, Wendy entgegen. Er hechelte und hielt das Maul festgeschlossen, so, als würde er etwas darin festhalten. Wendys Gehirn begriff nicht sofort, was ihre Augen offenbarten. Sie musste sich konzentrieren, um zu begreifen, was Nana da im Maul hatte. Ist das etwa ein? fragte sie, ohne es aussprechen zu können. Die Angst davor, ihre Brüder könnten mitbekommen, was sie da gerade entdeckt hatte, ließ sie zurückschnellen und sich auf dem Absatz umdrehen. Jungs, befahl sie John und Michael, mit der ich lasse keine Widerrede zustimme und zeigte die Treppe hinauf, die die Jungen gerade heruntereilen wollten. Geht in eure Zimmer, ich komme gleich zu euch und decke euch zu. Du redest schon wie Mama, stieß John angewidert hervor. Was soll das denn? rief Michael und stellte sich stur, die Arme vor der Brust verschränkt. Du bist nicht Mama. Nie und nimmer. Rauf jetzt mit euch. Nana, du bleibst hier. Wendy wusste, dass ihre Brüder nur einen kurzen Sturm im Wasserglas produzieren würden. Sie hatten viel zu viel Angst davor, dass Wendy zu ihrer Mutter gehen und ihr erzählen könnte, wie sich die beiden waschechten Kerle verhalten hatten. Diese wiederum würde das ganze Mister Darling erzählen, und der kannte bei Fehlverhalten keinerlei Gnade. Nur wer anständig ist, hat es verdient, geehrt und gelobt zu werden, sagte er immer, wenn er mit seinen Kindern schimpfte, und merkte dabei gar nicht, wie sehr sie sich nach einem Wort von ihm sehnten, das ihm niemals über die Lippen kam. Niemals. So bitter es auch war, Wendy glaubte sich daran gewöhnt zu haben, dass ihr Vater niemals zu ihr ans Bett kam, während sie schon die Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen hatte und darauf wartete, von ihm ein Küsschen zu bekommen. Es schmerzte sie, das gab sie zu. Aber es brachte auch nichts deswegen zu weinen. Nicht mehr weinen, dachte sie und wollte sich nicht mehr daran erinnern, wie oft sie nachts wach gelegen und sich gefragt hatte, was sie nur falsch gemacht hatte, dass ihr Vater stets so lieblos zu ihr war. Und so wie sie sich fühlte, erging es auch ihren Brüdern. Sie wollten nicht in die kalten, vor Wut schäumenden Augen ihres Vaters blicken, wollten sich nicht daran erinnern, wie es war, wenn er auf sie niederschaute. Anschauen sollte er sie, ja. Wenigstens glanzlos, denn das tat weniger weh. Geht ihr jetzt endlich? Ja, ja, maulte John. Wenn es denn sein muss, knurrte Michael. Mit diesen Worten waren die beiden verschwunden und schafften es, dass Wendy nicht mehr länger an ihren Vater denken musste. Die Erinnerungen an die dunklen Abende, das vergebliche Warten und die Hoffnung, dass sich das Ganze irgendwann einmal bessern würde, trat plötzlich in den Hintergrund. Sie seufzte erleichtert auf, als sie sich zu Nana umdrehte. Diese hatte sich gehorsam, wie sie nun einmal war, auf die Hinterläufe gesetzt und hielt den dunklen Stofffetzen noch immer im Maul gefangen. Dieser zuckte zu Wendys Verwunderung, als wäre er ein lebendes Geschöpf. Nana aber hielt ihn eisern fest, ohne große Anstrengungen. Ihre Idee, dass Nana dem, der am Fenster gelauscht hatte, ein Stück Hosenstoff abgerissen hatte, hatte sie zuerst ganz lustig gefunden, es war eine gute Idee gewesen, das musste sie, ohne hochnäsig klingen zu wollen, zugeben. Aber jetzt, wo sie sich niederkniete und die Hand nach dem Schwarzen etwas ausstreckte, kam es ihr so vor, als würde sie in feuchten Nebel greifen. Ähnlich dem, der morgens immer über der Themse schwebte und die Welt in ein düsteres, verzerrtes Grau hüllte. So als würde er verhindern wollen, dass man die Wirklichkeit als das sah, was sie wirklich war. Was ist das? fragte sie und gab sich selbst eine erschrockene Antwort, als ihr Daumen und Zeigefinger durch die Schwärze rieben und das Geschöpf plötzlich in die Höhe schnellte und entstellte Konturen präsentierte, die Wendy einen kurzen Ruf des Schreckens entlockten. Ein Schatten! Nana, du hast jemanden den Schatten abgebissen! Viertes Kapitel. Nur wer anständig ist, hat es verdient, geehrt und gelobt zu werden, hatte Mr. Darling gesagt, als er Wendy ein Dokument unter die Nase gehalten hatte. Sie, eben noch tief in Gedanken versunken, mit einem Kohlestift eine Zeichnung auf ein Blatt malend, saß auf einem Hocker vor ihrem Sekretär und schaute hinauf zu der bedrohlich wirkenden Gestalt ihres Vaters. Und du hast weder Ehre noch Lob verdient, mein Kind. Papa? fragte sie verwirrt. Tränen standen ihr in den Augen, als sie ihren Vater so dastehen sah, den Blick voller Zorn, den Mund voller Verachtung verzogen. Liebling, rief ihre Mutter von der Kinderzimmertür hinüber zu ihrem Mann, sie ist noch ein Kind. Sie hat erwachsen zu werden und nicht so einen Mist zu verfassen, mit diesen Worten warf er ihr die Dokumente entgegen, die auseinanderstoben und wie ein ausgebreiteter Fächer auf sie zugeflogen kam. Mit einem erschreckenden Gefühl der Scham wußte sie sofort, was ihr Vater ihrer gerade wutschnaubend entgegenwarf. Aber bevor Wendy etwas sagen konnte, entgegnete Mr. Darling: Ich schäme mich so für dich. Aber Papa, entfuhr es ihr getroffen. George! Rief ihre Mutter von der Tür aus und machte einen Schritt ins Zimmer hinein. Etwas, was sie bisher niemals getan hatte. Immer war sie zurückhaltend gewesen, wenn die Kinder sich die Standpauken ihres Vaters hatten anhören müssen. Einem Engel gleich war sie nach dem Schelten zu ihren Kindern gegangen, um ihnen über den Kopf zu streicheln und ihnen zuzuflüstern: Er meint es nicht so. Er will nur euer Bestes. Jetzt stieg sie aus ihrem Himmelreich herab, ihren Kuss im Mundwinkel versteckend, um zu fragen: Was redest du denn da? Das, was Wendy unbedingt hören muss: Sie soll endlich den Kopf aus den Wolken nehmen und verstehen, worum es auf der Welt wirklich geht. Geschichten, dass ich nicht lache. Schatten, die von Nana gefangen werden und die sie anschließend in ihrer Kommode versteckt? Wer denkt sich denn so etwas Absurdes aus? Kinder, antwortete Mrs. Darling sanft. Kinder tun so etwas. Kinder sind dafür da, um irgendwann erwachsen zu werden und nicht um ewig Kinder zu bleiben. In diesem Moment, als der Schock sie so tief getroffen hatte, als habe man ihr in den Magen geschlagen, rüttelte es in ihrer Kommode. So als versuche der dort eingesperrte Schatten zu entkommen. Ihre Hand presste sich auf die Schublade. Was hast du denn da? Nichts. Ihr Vater aber ließ sich nicht beirren. Er griff nach dem Knauf, zog an ihm und riss die Schublade mit einem Ruck auf. Das ist nicht das, was du denkst, stieß Wendy hervor und suchte mit verzweifelten Blicken nach dem Schatten, der aus der Schublade gesprungen sein musste, als sie sich geöffnet hatte. Ich denke an gar nichts, schnaufte Mr. Darling und spähte in das Dunkel der Kommodenöffnung und schob sie dann energisch wieder zu. Lass das und rüttle nicht mehr an deinen Einrichtungsgegenständen. Davon gehen sie irgendwann kaputt. Und entschuldige dich gefälligst für deine Schmierereien bei deiner Lehrerin. Sie war vollkommen entsetzt, genauso wie ich. Mit diesen Worten drehte sich ihr Vater herum und verließ das Zimmer. Ihre Mutter kniete sich neben sie, nahm ihre Hand und streichelte mit dem Daumen sanft über ihren Handrücken. Es tut mir so leid, das muss es nicht. Mrs. Darling lächelte und entgegnete: Du bist ein Engel. Wendy lächelte, konnte sich aber auf die Liebe ihrer Mutter nicht konzentrieren. Ihre Aufmerksamkeit lag auf dem in der Schublade versteckten Schatten. Der Schatten, der versucht hatte, auszubrechen und nun, zusammengekrümmt wie ein kleiner schwarzer Ball, in der hintersten Ecke der Schublade versteckt war und zitterte. Als habe er Angst, entdeckt zu werden. Von einem Erwachsenen entdeckt zu werden, dachte Wendy, als sich der Schatten wieder entfaltete, nachdem Vater und Mutter den Raum verlassen hatten. Einem zornigen Erwachsenen, der keinerlei Fantasie hat. Fünftes Kapitel. Das Abendessen war unerträglich schweigsam gewesen. Alle Versuche, die Mrs. Darling unternommen hatte, um etwas heimelige Atmosphäre zu schaffen, waren fehlgeschlagen. Mr. Darling hatte sich einfach nicht erweichen lassen. Kalt hatte er nach dem Salz gefragt, abweisend auf die Bitte Wendys reagiert, als sie noch etwas Soße zu ihrem Braten haben wollte. Schließlich, als es Zeit war, um ins Bett zu gehen, hatte sie nur vom Weiten gesagt, Schlaf gut, Papa, aber keine Antwort von ihm bekommen. Er hatte weiterhin die Nase in die Zeitung gesteckt und geräuschvoll umgeblättert, als er Wendy's Stimme gehört hatte. Jetzt, wo sie im Bett lag und nicht wusste, was sie denken oder fühlen sollte, hörte sie plötzlich das leise Quietschen eines zurückgleitenden Fensterverschlusses. Wendy richtete sich auf. Könnte es sein, dass. Ihre Aufregung wischte die trüben Gedanken, denen sie die ganze Zeit hinterhergehangen hatte, zwar nicht weg, aber sie wischen sie so weit zurück, dass sie ihr vor Aufregung schlagendes Herz ganz genau hören konnte. Das Pochen und die ihr entgegenhallenden, aus den Tiefen ihrer fantasiereichen Gedankenwelt dringenden Worte Da ist er. Er kommt. Er kommt, um seinen Schatten zu holen. Das Quietschen stoppte abrupt. So, als habe der, der ins Zimmer eindringen wollte, ihre Gedanken gehört und nun abwog, ob es sich lohnte, weiterzumachen und gegebenenfalls entdeckt zu werden. Wendy hielt den Atem an, als sie das letzte, energisch klingende Quietschen hörte, gefolgt von einem Pling, als der Verschluss auf die Halterung fiel. Im gleichen Moment wurde der Schatten in ihrer verschlossenen Kommode aktiv. Er rückte und rumpelte im Inneren der Schublade hin und her und wurde dabei so wild, dass Wendy dachte, die Kommode würde gleich umfallen. Sie hielt weiter den Atem an. Und dann wurde sie ganz steif, als sie hörte, wie das Fenster langsam aufgeschoben wurde und der eisige Hauch des immer deutlicher in den Vordergrund tretenden Winters sie streifte. Psst Glöckchen. Wisperte jemand und stieß dabei einen zischenden Laut aus. Wir wollen doch niemanden wecken! Nun erklang das helle Klingeln einer Schelle, wurde lauter und dann wieder leiser, begleitet von einem immerwährenden, schimmernden Lichtschein, der die im Zimmer liegenden Schatten vertrieb. Du suchst da drüben, ich hier! Als die weiche, kindlich freche Stimme an Wendy's Ohren drang, wackelte die Kommode erneut. Da, ich habe ihn. Oh, doch nicht. Im gleichen Moment brach das pure Chaos aus. Die Kommodenschublade flog im hohen Bogen durch das Zimmer, krachte gegen die Wand und zerbrach dort. Die Kommode selbst fiel um, und der, der ins Zimmer gekommen war, stieß einen Schrei aus, der an das Krähen eines Hahnes erinnerte. Du kommst sofort hierher, rief er aufgebracht. Und nun klingelte und schellte es wieder glockenhell und riss einen ins grüne Leinen gehüllten Jungen aus der Dunkelheit, der seinem davonhuschenden Schatten nachjagte. Als wäre er ein Insekt, klebte er an der Wand und lauerte wie eine Spinne in ihrem Netz. Hab ich dich! Mit einem langen Satz sprang der Junge nach vorne und bekam seinen Schatten endlich zu packen. Der Geruch nach frischem, eine Sommerbrise in sich tragenden Windes stieg Wendy in die Nase und ließ sie den Geruch tief einatmen. Nun begann die Rangelei von neuem. Der Junge kämpfte mit seinem Schatten, musste zwei Fußtritte hinnehmen, und blieb dann aber doch als Sieger, als der Schatten versuchte ihm zu entkommen. Sie schläft noch, los! zischte der Knabe, dessen rotes Haar wild und vom Wind durchgewühlt von seinem Kopf abstand. Wir können unbemerkt gehen. Ich bin wach hörte Wendy sich selbst sagen und erntete dafür einen erschrockenen, tiefen Atemzug. Das Klingeln der Glocken wurde nun so laut, dass man meinte, Big Ben würde zum Mittag schlagen. Sechstes Kapitel Und du kommst woher? fragte Wendy schüchtern, nachdem sie es geschafft hatte, den Jungen davon abzuhalten, wegzufliegen. So verrückt es auch klang, aber er hatte wirklich vor ihr in der Luft gehangen, einem vereisten Wassertropfen gleich, den man daran hinderte, auf die Erde zu fallen. Und jetzt, wo sie sich an ihn, seinen Geruch und seinen wilden, ungezügelten Geist ein wenig gewöhnt hatte und damit angefangen hatte, seinen Schatten an seinen Fuß zu nähen, begann sie sich zu trauen, ihn auszufragen. Aus Nimmerland, antwortete der Junge. Ein herrlicher Ort voller Abenteuer und Gefahren. Er wollte aufspringen, sich spielerisch in der Luft um die eigene Hüfte drehen und seinen Dolch ziehen, der in einer kleinen hölzernen Scheide steckte, die wiederum an seinem ledernen Gürtel befestigt war. Aber Wendy hielt ihn mit einem gezischten Halt still! zurück und war überrascht, dass er ihr sofort Folge leistete. Warum bist du denn so mürrisch? wollte der Junge wissen. Weil ich erwachsen werden soll. Pfui und Spinnenspucke! rief er und schüttelte sich. Wer will denn so etwas? Ich nicht. Wie wahr! rief er. Ich kenne auch niemanden, der so etwas erleben will. Wir sind Kinder und bleiben Kinder, immer da. Wendy machte ein betrübtes Gesicht, als sie seine Rede hörte, und sagte: Leider ist das der Lauf der Dinge. Was? Dass man erwachsen wird? Nein! Erwiderte der Junge und schüttelte den Kopf. Nicht im Nimmerland. Niemand wird dort erwachsen. Nur Piraten. Wendy hob den Kopf und fragte: Piraten? Angeführt von dem schrecklichen Huck. Der Junge richtete sich auf. Tim ist nur mit dem Schwert Einhalt zu gebieten. Ha, und das tue ich. Jeden Tag. Das ist ein Spaß. Nun riss er sich doch los. Er hob sich in die Luft, zog sein kleines Messer und kämpfte mit seinem nur lose an seinem Fuß hängenden Schatten. Er hatte plötzlich wie aus dem Nichts einen langen, breiten Schlapphut auf dem schwarzen Kopf, auf dessen oberster Spitze eine Pfauenfeder saß. Beide kämpften sie wieder miteinander, und der Junge sprach mit einer dumpfen, grollenden Stimme. »Ich hasse, ich hasse, ich hasse Peter Pan!« und duckte sich dabei unter einem Hieb weg, den der Schatten gerade ausführte. Bist du das? wollte Wendy daraufhin wissen. Wer? Peter Pan. Oh ja, antwortete er und strahlte über sein mit Sommersprossen bedecktes Gesicht. Der bin ich, mit Haut und Haaren, so wie ich hier vor dir schwebe. Ich bin Wendy Darling. Ich weiß, die Mutter aller Geschichten. Ich kenne sie alle. Alle sag ich dir. Du kennst mich? Besser als du dir denken kannst, sagte Peter und schwebte auf sie zu, so dicht, daß ihre Nasenspitzen sich zu berühren drohten. Ich liebe deine Geschichten. Ich liebe alles an dir. Ich, ich, ich ja? So verrückt es auch klang und so paradox es sich auch anfühlte, aber sie hatte plötzlich das Gefühl, einen Schritt aus ihrer Kindheit hinaus und doch wieder hineinzutun. So als werfe sie einen Blick in ein vor ihr liegendes Zimmer. Ein Raum, der angereichert war mit seltsamen und fremdwirkenden Gegenständen, die doch etwas Vertrautes und Heimisches besaßen. Danke, flüsterte sie, sich nicht trauend ihren Wunsch auszusprechen, der ihr plötzlich schwer und wärmend zugleich auf dem Herzen lag. Wie kann ich mich bei dir bedanken? baute Peter ihr eine Brücke, über die sie sich aber nicht traute zu gehen. Erst als er nachschob, ich erfülle dir jeden Wunsch, nickte sie und meinte, ich hätte gerne einen Kuss. Peter verzog das Gesicht. Er schüttelte den Kopf, glitt hinauf zur Decke und blieb dort oben in der Luft stehen und blinzelte verwirrt. So bedankt man sich hier bei uns. Flüsterte Wendy. Aha. Du musst aber nicht, wenn du nicht willst. Doch, doch, das will ich. Er schwebte auf sie zu, kam ihr ganz nahe und schaute sie dann, als sie die Lippen spitzte, verwundert an. Es kam ihm plötzlich so vor, als dränge etwas in seinen von kindlichen Fantasien beherrschten Verstand und ließ ihn an Dinge denken, die eigentlich gar keinen Platz dort hatten. So schloss er die Augen, spitzte ebenfalls die Lippen und berührte beinahe die von Wendy. Diese, ihrem Herzklopfen lauschend, sehnte den Kuss herbei. Nichts anderes wollte sie mehr, bekam aber plötzlich einen Dolch gegen die Nasenspitze gepikst. Verwundert schüttelte Wendy den Kopf, als das leuchtende, wie ein Glöckchen klingende Etwas vor ihr schimpfend und meckernd auf- und abschwebte und ihr mit der freien Hand drohte. Peter lachte laut. Glöckchen, rief er. Wendy verführt mich doch nicht. Was für ein Blödsinn, erwiderte er lachend, als der helle Schein wieder klingelte und klimperte. Davon werde ich doch nicht erwachsen. Küsse gibt es immer und überall, in jeder Geschichte. Außerdem ist sie eine Freundin, eine Geschichtenerzählerin. Du liebst ihre Geschichten doch auch. Wieder klingelte und bimmelte es. Ach du schon wieder! winkte Peter ab. Klingeling, das ist eine gute Idee. Was ist eine gute Idee? Dass ich dich mitnehme. Wohin? Nach Nimmerland. Nimmerland? Gibt es hier ein Echo? Ja, nach Nimmerland! Um dann laut zu lachen. Obwohl Glöckchen das bestimmt nicht gewollt hat, als sie gemeint hat, ich solle bloß nicht auf den Gedanken kommen, dich mitzunehmen nach Nimmerland. Glöckchen, ein kleines, zartgliedriges Geschöpf mit schnell schlagenden, in den Farben des Regenbogens leuchtenden Flügeln, stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte heftigst den Kopf. Was wollte sie denn dann? Dass ich dich zur Turmuhr mitnehme und dann hinunterstoße. Lustig, oder? Als ob ich so etwas mit meiner Wendy tun würde. Siebtes Kapitel Du brauchst nur einen wunderbaren Gedanken und schon fliegst du, erklärte ihr Peter, nachdem er Wendy mit Feenstaub besprenkelt hatte. Hoch und höher, deinen Träumen entgegen, hui! Mit diesen Worten drehte Peter zwei Runden unter der Decke, bevor er sich, die Hände in die Hüfte stemmend, breitbeinig dastehend, am offenen Fenster positionierte und dann laut lachte. Komm, brechen wir auf. Meine Brüder, warf Wendy mit einem heißen Schrecken im Bauch ein, der sie glauben ließ, sich gleich übergeben zu müssen. Was ist mit ihnen? Die können wir doch nicht einfach hier lassen. Das geht doch nicht. Sie würden viel zu schnell erwachsen werden. Dann nehmen Sie mit, sagte Peter und lachte wieder. In Immerland ist für jeden genügend Platz. Warte, ich wecke Sie auf. Tu das. Peter schwebte jetzt auf Wendy zu und begrüßte den gähnenden John und den sich regelnden Michael. Beide blinzelten verwirrt gegen ihre Müdigkeit an und waren dann, nachdem Wendy ihnen erklärt hatte, wohin ihre Reise gehen sollte, sofort Feuer und Flamme für das Abenteuer. Auf, auf! rief Peter, nachdem er auch die beiden Jungen mit Feenstaub besprüht hatte. Wo müssen wir denn hin? Immer dem Abenteuer nach. Siehst du die Sterne? Den hell leuchtenden, den müssen wir erreichen und dann nach links abbiegen. Klingelingeling. Peter freute sich. Stimmt, Glöckchen, immer der Nase nach dorthin, wo es besser als in einer Bäckerei riecht, dorthin, wo man den riesigen Kompass im Meer sieht und dorthin, wo Huck sein hässliches Schiff in die Bucht von Nimmerland gelenkt hat. Achtes Kapitel Huck schlief, unruhig wie immer, aber er schlief und bei jedem Schritt, den Smee auf die fein polierten und glatt gehobelten Bohlen setzte, zuckte der fein gezwirbelte Bart des Piratenkapitäns. »Captain!« wisperte der erste Mat und wackelte auf seinen kurzen Beinchen dichter an das weich aufgeschlagene Bett heran, in dem Huck förmlich zu versinken drohte. Federkissen, Federbettdecken, einen Baldachin, der sein Bett wie bei einem König überspannte, ließ Mie manchmal denken, es mit einem Märchenprinzen zu tun zu haben. „Sie müssen aufstehen“, das muss ich nicht, Smi. Doch, doch, das müssen Sie. Sag mir, du Produkt einer Naturkatastrophe, wieso ich das sollte. Man hat ihn gesehen. Ihn? fragte Huck, noch immer die Augen geschlossen, um den immer verkniffenen Mund einen neugierigen Zug. Ja, er fliegt gerade hierher. Er? Ja, Kapitän. Peter Pan ist wieder in Nimmerland. Was sollen wir jetzt tun? Ihn töten! Schrie Hook außer sich. Ihr sollt ihn töten! Packte Smee am Kragen seines gestreiften Hemdes und zog ihn dicht an sich heran. Ich will, dass ihr die dicke Bertha auf ihn richtet und ihn vom Himmel postet. Neuntes Kapitel. Wendy war noch nie so frei gewesen in ihrem Leben. Ihre Gedanken schienen plötzlich Flügel zu besitzen. Ihre Fantasie überschlug sich, und alle Hoffnungen, die sie sich einmal gemacht hatte, waren nun in Erfüllung gegangen. Das unter ihr im nächtlichen Schimmer einiger flackernder und blinkender Petroleumlampen liegende Städtchen verschwamm mehr und mehr. Hatte sie, als sie losgeflogen war, noch Nana bellen und die Nachbarn streiten gehört, so gab es jetzt nur noch das weiche Summen des sich in ihr Gesicht schneidenden Windes. Nicht kalt, nicht so wie es war, wenn man bei Temperaturen im Minusbereich vor die Tür trat und von einer eisigen Hand eine Ohrfeige bekam. Nein, hier kam es ihr so vor, als mischten sich Wärme, Zuneigung und bedingungslose Liebe miteinander, um sie wohlig in ihren Schoß zu nehmen. Neben ihr, ebenso begeistert und übermütig, flogen ihre Brüder. Sie stießen jubelnde Schreie aus, flogen Bögen und machten Loopings. Es schien so, als löste sich alle Anspannung von ihnen. Sie ertappte sich gerade dabei, dass sie John ermahnen wollte, nicht zu dicht an Peter heranzufliegen, weil er ihn sonst vielleicht störte. Aber dann, als sie ihren Mund öffnen wollte, kam ihr ein befreiender, sie kurz schüttelnder Gedanke, der ihr zuflüsterte: Wofür soll ich mich an Regeln halten? Lass ihn doch einfach fliegen. Peter wird schon etwas sagen, wenn es ihn stört. Sei doch einmal Kind, kleine Wendy, nur einmal! Sie nickte sich selbst zu. Ja, das wollte sie. Selbst übermütig, sich selbst noch einmal wie ein kleines Mädchen darüber freuen, in Pfützen zu springen und dem nach allen Seiten wegspritzenden Wasser lachend hinterherzurufen: Gute Reise! So flog sie an John vorbei. Stupste ihn mit dem Ellenbogen an und mußte darüber lachen, wie dieser daraufhin aus der Bahn geriet, drudelte und sich den Zylinder fest auf den Kopf presste. Hey! rief er empört. Das macht man aber nicht. Manchmal muß man eben über seinen Schatten springen, rief Wendy lachend. So will ich dich hören, spornte Peter sie an und krähte wieder wie ein Hahn, als er sah, wie Wendy auf Michael zuflog und ihn mit dem Hintern anstieß und in eine dicke Wolke voller Schnee schubste. Dieser flog mit einem lauten Ruf auf den Lippen in die Wolke hinein und stieß auf der anderen Seite, wie ein Schneemann aussehend, wieder aus ihr heraus. Er zitterte am ganzen Leib. Wendy lachte. Das ist nicht lustig, jammerte Michael. Glöckchen wischte ihm Wendy einen finsteren Blick zuwerfend, den Schnee von den Schultern und aus dem Gesicht. Na, warte! hörte Wendy Michael knurren, als dieser sich straffte und ihr dann hinterherjagte. So begann ein wildes Spiel, das Peter lachend verfolgte und manchmal sogar selbst mitspielte. Dann, als Wendy ihm hinterherjagte und ihn fast am Saum seines grünen Hemdes gepackt bekommen hätte, spürte sie, wie ein Windstoß von der Seite kam und sie an der Schulter traf. Sie rief ein erschrockenes Au! aus und verlor das Gleichgewicht. Nicht nur das Gleichgewicht, wie sie erschrocken feststellte, sondern auch ihre Konzentration. Der schöne Gedanke, der Kuss im Mundwinkel ihrer Mutter, zerfaserte auf einmal und wurde von einer Furcht bestimmt abstürzen zu können, hinabzufallen auf die Kilometer unter ihr liegende Welt, um dort zu zerschellen und als matschiger Menschenbrei irgendwo in den Bergen verloren zu gehen. Der Feenstaub hielt plötzlich nicht mehr. Sie fiel. Sie stürzte zu Boden. Panik machte sich in ihr breit. Denk an etwas Schönes, rief Peter ihr hinterher. Verliere deinen herrlichen Gedanken nicht. Halte dich an ihm fest. Wendy versuchte es ja. Wieder und wieder, aber es gelang ihr einfach nicht. Der unangenehme Schmerz in ihrer Schulter, die Angst vor dem Zerschellen auf der Erde, das Wissen, wenn sie tot wäre, niemals wieder in den Armen ihrer Mutter liegen zu können, nahm sie so sehr in Beschlag, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte. Da war nur eine dunkle, ihre Gedanken in Schatten hüllende Furcht, dass sie nicht mehr dazu in der Lage wäre, die Arme auszubreiten, um wieder mit dem Fliegen zu beginnen. Das Merkwürdige aber war, und daran erinnerte sich Wendy später immer wieder, dass sie begriff, dass sie weder in die Stadt fiel noch in die Berge. Sie sah das im Nebel daliegende Meer unter sich auftauchen. Wellen, hoch wie Häuser, schienen gierig nach ihr zu greifen, um sie in die Tiefen der Fluten zu ziehen. Sie wusste später noch, dass sie blinzelte und dass sie dachte, das Wasser wird bestimmt schrecklich kalt sein. Ich werde wie ein Stein ins Wasser fallen und dann von eisigen Händen umfasst werden, die mich niemals wieder loslassen werden. Niemals wieder werde ich auch nur eine Sekunde atmen können, nur das langsam zerfasernde Licht des Mondes aus meinen sich langsam schließenden Augen sehen. Schon hörte sie das Rauschen der aufschäumenden See. Sie konnte sogar das Brechen der Wellen hören, das Schäumen der aus den Tiefen an die Oberfläche des Meeres steigenden Luftblasen. In dem Moment, wo sie bereits mit dem Leben abschloss und John und Michael viel Spaß in Nimmerland wünschte, Wurde sie gepackt und in rasender Geschwindigkeit wieder in die Höhe getragen? Das Anklagende, Schöne Gedanken solltest du dir machen!, tönte ihr ebenso in die Ohren, wie das Erleichterte, Aber jetzt habe ich dich ja. Niemand wird dir etwas Böses tun, solange ich hier bin. Und in der Ferne, da war sie sich ganz sicher, sah sie einen hellen kleinen Lichtschein, aus dem eine wütende Faust hervorschoß und bedauernd in die ausgestreckte Handfläche schlug, so als wäre jemand traurig darüber, dass sie nicht ins Meer gestürzt war. Zehntes Kapitel Wendy atmete erleichtert aus. Peter hatte sie jetzt auf einer Wolke abgesetzt und winkte die anderen herbei, damit sie ebenfalls eine kurze Pause einlegen konnten. Johns, geht's dir gut? Rang wie aus weiter Ferne an ihre Ohren, und Michaels leises Wimmern ließ sie bedrückt hochsehen und ihren vorhin gefassten Gedanken, sie könne doch auch mal wieder aus sich herauskommen, in den Hintergrund schieben. Auch wenn es ihr nicht gut ging, der Schrecken, der sie noch immer am ganzen Körper zittern ließ, war nicht so groß wie ihre Sorge, Michael könnte weinen. Sie erhob sich und stand zu ihrer Verwunderung plötzlich auf der Wolke. Michael, rief sie und breitete die Arme aus. Komm her, alles ist gut, nichts ist geschehen. Du bist abgestürzt, wimmerte der kleine Junge, dessen Teddy er nur am linken Bein festhielt. Du hast deinen schönsten Gedanken verloren, du darfst Mami aber nicht vergessen, Wendy, niemals. Mami liebt uns doch. Eltern wollen einen doch immer nur bevormunden, warf Peter ein und winkte mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck ab wollen bestimmen, wohin es mit einem geht. Sie planen das Leben und vergessen dabei immer, dass man noch ein Kind ist. So merkwürdig es auch klang, Wendy verstand, was Peter damit meinte. Dieser hatte sich, im Schneidersitz, neben sie auf die Wolke gesetzt und trug ein finsteres Gesicht zur Schau. Er redete von sich, das wusste sie, traf dabei aber auch bei ihr einen Nerv. War ihr Vater nicht ganz genauso? Hatte er nicht auch angefangen, ihr Leben zu planen und zu ordnen? Geriet er nicht in Wut, wenn sie sich kindlichen Phantasien hingab? Wendy nickte sich selbst zu, während sie sich diese Frage stellte, und schnaufte, als sie zu Michael schaute und ihm sagte, Manchmal muss man auch loslassen können. Aber was ist denn das da unten? rief John plötzlich. Er hatte den Kopf durch die Wolke hindurchgesteckt, und hinunter auf den riesigen Kompass geschaut, dessen lange spitze Nadel geradewegs auf ein sich unter ihnen abzeichnendes Eiland zeigte. Das ist Nimmerland, rief Peter stolz. Da werdet ihr für immer glücklich sein. Wow, stieß John hervor und zeigte dann auf einen sanft auf den weichen Wellen schaukelnden Dreimaster, der am frühen Morgen noch ganz mit Eis bedeckt war. Ach das meinte Peter und winkte ab. Das ist nur die alte Schaluppe vom Ollenhook. Die schlafen aber bestimmt noch alle da unten. Ich finde, es sieht aus, als wären da Ameisen am Herumwuseln, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich? fragte Peter erstaunt. Er rutschte zu John heran, schaute ebenfalls durch die Wolken und kicherte dann. Die tanzen. Wirklich? Sieh doch, meinte Peter und zeigte auf den Dreimaster, wo sich die nur kaum zu erkennenden Umrisse der Piraten wie schwarze Punkte zeigten. Sie führen so ein seltsames Piratenritual auf. Die beten ihren Mastern oder so etwas, damit sie ordentlich Wind bekommen, um weitersegeln zu können. Mir sieht das eher nach Ärger aus, was die da unten treiben. Apropos Ärger, sagte Peter und senkte die Stimme während er über die Schulter hinweg zu Glöckchen schaute, die sich neben Michael auf die Wolkenkante gesetzt hatte, ihre kleinen schlanken Beine übereinander geschlagen, die Arme vor der Brust verschränkt. Hatte sie bis eben noch gemault, weiteten sich ihre großen, runden Augen jetzt erschrocken, als sie Peters Blicke bemerkte. Klingel. Tu nicht so unschuldig, meinte Peter, den Dolch in der Hand, die Spitze auf Glöckchen gerichtet, ich habe genau gesehen, was du getan hast. Kling. Pah, das war nicht aus Versehen. Kling, kling. Niemand flunkert so gut wie Feen, schimpfte Peter und zeigte auf Wendy, die den Kopf gedreht hatte und zu der kleinen Fee schaute, die ihre glitzernden Flügel nun schuldbewusst hängen ließ. Und du bist ein wahrer Meister im Flunkern, Glöckchen. Ich glaube eher meinen Augen als deinen Worten. Gib schon zu, was du getan hast. Los, gib es zu, oder, oder. Kling, klang. Das meinst du, aber ich werde es wahr machen. Ich verbanne dich, wenn du noch einmal so einen Unsinn machst. Wendy ist eine Freundin, und Freunde behandelt man gut. Kling. Schäm dich. Klang. Noch einmal, und du bist nicht mehr meine Freundin, Glöckchen. In diesem Moment krachte es unten beim Dreimaster. Aber keiner der auf den Wolken sitzenden Kinder konnte mit dem Geräusch etwas anfangen. Natürlich, sie hatten es irgendwann einmal in ihrer Fantasie gehört, es sich in unzähligen selbsterdachten Schlachten erzählt, aber es jetzt echt und hautnah zu hören, war tausendmal beeindruckender. Was war das? wollte Michael aufgeregt wissen. Zur Seite! rief Peter und packte John beim Kragen und Michael am Bein. Die dicke Berta! In diesem Augenblick zerstob die Wolke, auf der sie saßen, von einer Kanonenkugel auseinandergerissen. Schöne Gedanken, befahl Peter, als sie alle plötzlich in der Luft hingen. Schöne Gedanken. Wir greifen sie an, rief John aufgeregt, den Regenschirm vor sich gestreckt, in der Luft schwebend, als wäre er der älteste aller Nimmerlandskinder, und freute sich unglaublich. Das ist mein schöner Gedanke. Michael tat es ihm gleich und stieß einen Schrei aus, der entfernt an Peters Hahnenruf erinnerte, aber irgendwie eine Mischung aus Muhen und Jodeln war. Was Michael aber egal war. Er wirbelte seinen Teddy über den Kopf und machte dabei ein grimmiges Gesicht. Peter hingegen rief über die Schulter. »Glöckchen, bring Wendy zu den verlorenen Jungs, schnell! Sie muss in Sicherheit gebracht werden. Wir Jungs lenken in der Zeit Huck und die dicke Bertha ab.« Erneut krachte die Kanone, und wieder sauste die Kugel auf die Kinder zu, schoss durch ihre Mitte und riss John einige Meter mit sich, bevor dieser sich fing, seinen Zylinder auf den Kopf pressend. Michael drehte sich mehrmals um sich selbst, ihm war noch später ganz schwindelig davon, aber die Aussicht auf einen Kampf mit echten Piraten ließ ihn wieder muhen und jodeln. Kling, kling, klang. Folge ihr, befahl Peter, und hielt wieder seinen Dolch in der Hand. Dann richtete er ihn auf den Dreimaster und rief Auf sie! Mit Gebrüll! Elftes Kapitel Aber Wendy wollte gar nicht wegfliegen. Sie wollte viel lieber bei den Jungs bleiben. Aber als Glöckchen sie am Ärmel zupfte und sie mit sich zog, als die dritte Kanonenkugel auf sie abgeschossen wurde, sah sie ein, dass sie den Jungs nicht helfen konnte. Sie war noch nie als ausgesprochen gute Kämpferin in Erscheinung getreten. Das hatten bisher immer ihre Brüder erledigt. Außerdem musste sie zugeben, dass sie sich ausgesprochen unwohl bei dem Gedanken fühlte, einen Säbel, ein Messer oder gar eine Pistole in den Händen zu halten. Ihre Stärke waren eher ihre Worte und die mit ihnen in Verbindung gebrachten Phantasien. Deshalb entschied sie sich dazu, dass es besser war, hinunter auf die Insel zu fliegen. Außerdem fühlte sie sich nach ihrem beinahe Absturz noch immer ausgesprochen erschöpft und müde. Das wurde ihr erst jetzt bewusst, als sie der auf nimmerland zufliegenden Fee kaum noch folgen konnte. So sehr Wendy sich auch anstrengte, sie konnte einfach nicht mit Glöckchen mithalten. Na gut, dachte sie, ihren Flug verlangsamend lieber ruhig und gemächlich ans Ziel kommen, als gehetzt und am Ende meiner Kräfte. Wer weiß, was mich noch alles erwartet. Während ihre Gedanken durch ihren Kopf kreisten, das Grün des vor ihr liegenden Waldes immer deutlicher zum Vorschein kam und der goldene Schein, der Glöckchen umgab, allmählich zwischen den Baumwipfeln verschwand, fühlte sie sich schon viel wohler mit ihrem Rückzug. Natürlich machte sie sich Sorgen und hoffte, dass ihren Brüdern, und Peter, nichts geschah. Andererseits konnte sie sich einfach nicht vorstellen, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren würde. Schließlich war das hier Nimmerland. Und mir kann auch nichts passieren, dachte sie, als sie einen langen, krummgeschnitzten Holzstock auf sich zufliegen sah, der geradewegs aus dem Baumwipfel geflogen kam, in dem Glöckchen verschwunden war. Zwölftes Kapitel Nips war der Anführer. Er gab die Befehle. Niemand durfte sich ihm widersetzen. Niemand. Nicht einmal seine Freunde. Sie mussten stramm stehen, wenn er es wollte. Und wenn er Lust darauf hatte, dass sie Liegestütze machten, sagte er es ihnen, äh, dann taten sie es nicht. Na gut, dann hatten sie eben keine Lust. Trotzdem war er ihr Chef, ihr Boss, ihr Zampano. Sie mussten tun, was er wollte. Du spielst dich ja nur auf, weil Peter nicht hier ist, sagte Tutels verärgert, der die Arme vor der Brust verschränkte und sein dickes, rundliches Kinn vorschob, als wollte er Snips anbieten, damit dieser mit der Faust darauf schlagen konnte. Ich bin der Befehlshaber und du hast zu tun, was ich dir sage. Ich springe aber nicht in das Schlammloch. Ich befehle es dir aber. Niemals! Das ist echt ein ganz blöder Befehl, maulte auch Slightly, der auf dem Ast neben Nips saß, das linke Bein baumeln ließ und mit seinen Fingern zwischen den Zähnen herumspielte. Das bringt doch gar nichts. Spring doch hinterher. Warum sollte ich das? Weil ich es dir befehle. Curly, der jüngste der verlorenen Jungen und der, der immer am stillsten von allen war, Bedachte Nips mit einem durchdringenden Blick. Er schaffte es, wie auch immer er das tat, Nips unsicher werden zu lassen. Obwohl Nips eigentlich nichts und niemand Angst machen konnte, der kleine Curly schaffte es ohne Weiteres. Ob es an seinen Augen lag, dem starren Blick oder den immer fest aufeinander gepressten und nie zu einem Lächeln verzogenen Lippen, konnte der rothaarige, ungekämmte und über und über mit Dreck und Schmutz bedeckte Nips nicht sagen. Er wusste nur, dass er ganz froh war, wenn Curly mit etwas anderem als mit Starren und Beobachten beschäftigt war. »Na gut, na gut, Tuttle's muss nicht ins Schlammloch springen. Dafür aber in das Astloch greifen und schauen, ob die Bienen genügend Honig gesammelt haben. Ich habe nämlich einen Bärenhunger. Die stechen mich doch. Befehl ist Befehl. Das ist ein blöder Befehl. Widersetzt du dich mir etwa? Braucht er gar nicht, rief einer der Zwillinge, die gar nicht wie Zwillinge aussahen und doch wie welche auftraten. Beide trugen das gleiche Hemd, die gleiche Hose, beide hatten sie eine Leopardenmütze auf dem Kopf und waren doch unterschiedlich wie Tag und Nacht. War der eine dunkelhäutig und hatte schwarze lockige Haare, war der andere mehr als einen Kopf kleiner, hellhäutig und hatte rotes, glattes Haar. Trotzdem waren sie unzertrennlich. Und so merkwürdig es auch war, sie waren Zwillinge. Irgendwie zumindest. Nips hatte das nie ganz verstanden, fand aber, dass ihr Zwischenruf jetzt gerade ungeheuer störte und überhaupt nicht zielgerichtet war. Weshalb er schnaubend meinte, Nicht jetzt. Aber wir haben etwas erfunden, damit niemand mehr von Bienen gestochen wird. Was für ein Glück, rief Tutels und klatschte vor Freude in die Hände. Dann muss ich mich nicht stechen und quälen lassen. Wunderbar, knurrte Nips, der nur zu gerne gesehen hätte, wie Tutels sich gegen die Bienen zur Wehr gesetzt hätte. Nicht dass irgendjemand hier plötzlich dachte, dass die verlorenen Jungs grausam waren, verschlagen oder hinterhältig. Nein, das waren sie ganz bestimmt nicht. Sie probierten einfach nur gerne Sachen aus. Oder besser gesagt, sie ließen sie ausprobieren. Unsere Erfindung geht so, sagte der hochgewachsene, dunkelhäutige Zwilling. Man steckt seine Hand hier in den Baumstumpf und... In diesem Moment kam Glöckchen auf sie zugeflogen. Sie wedelte aufgeregt mit ihren Flügeln, fuchtelte mit den Händen und klimperte in so einem herzzerreißenden Ton, dass die Jungen allesamt ein betrübtes Gesicht machten. Ein hässlicher Wendy-Vogel, sagst du? fragte Tootles. Und er verfolgt dich? wollte Slightly wissen. Er zieht kreisende Bahnen am Himmel? fragte der kleine hellhäutige Zwilling. Du willst, dass wir etwas unternehmen? Curly klang alles andere als begeistert. Nips aber konnte Glöckchens Einwände durchaus verstehen, schließlich waren große, gefährliche, und noch dazu hässliche und absolut brutale Vögel, ein Hindernis für Peter. Was, überlegte er sich, wenn Peter gerade auf dem Rückweg zu uns ist, schwer mit Beute beladen. Dann kann er sich nicht wehren, und der Wendy-Vogel kann ihn packen und verschleppen. Der Wendy-Vogel würde ihn mit sich nehmen, in seinen Horst und niemals wieder rauslassen. Nein, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Deshalb straffte Nips seine Brust, gab seiner Stimme einen energischen Klang, oder besser gesagt, ließ sie so klingen, wie er glaubte, dass sie klingen musste, wenn man energisch war, und sagte: Reicht mir Pfeil und Bogen! Was hast du denn vor? fragte Tutels ehrfürchtig. Wir werden uns alle vor einem schrecklichen Ungeheuer bewahren, also, wo ist der Pfeil? Dort! Der Zwilling reichte ihn hinüber. Und der Bogen? Hier! Slightly gab ihn Nips. Nun seht, was für ein wunderbarer Anführer und Bogenschütze ich bin. Ich ziele ganz genau, murmelte er, als er seinen Kopf aus dem Wipfel der Bäume streckte und den gar nicht so hässlich und gefährlich am Himmel entlangfliegenden, einen bogenschlagenden Wendy Vogel sah. Er zuckte mit den Schultern. Auftrag war Auftrag, und Peter Pan musste um alles auf der Welt beschützt werden. Deshalb legte er den Pfeil auf die Sehne, spannte sie, kniff das rechte Auge zu und fixierte den wirklich harmlos aussehenden Wendy-Vogel. Der Pfeil schoss geradewegs auf sein Ziel zu und traf. 13. Kapitel »Ich hasse dich, Peter Pan!« rief Huck dem laut lachenden, am Himmel fliegenden Peter hinterher, Während er seinen Haken schwang und einen Fluch nach dem anderen ausstieß. Peter aber kümmerte das nicht. Er hatte mit Michael und John das erreicht, was er erreichen wollte. Die dicke Bertha kam erst einmal nicht mehr zum Einsatz. Wie auch, denn er hatte sie mit John zusammen von ihrem Halteseil getrennt und mit einem wuchtigen Stoß in Bewegung gesetzt, sodass die Piraten sie nicht mehr aufhalten konnten. Krachend und berstend war sie durch die Reling gebrochen, und hinab in das Wasser gestürzt. Wenn ich dich an meinen Haken bekomme, rief Huck und verstummte plötzlich. War da nicht ein Ticken gewesen? Ein ekelhaftes, Angstschweiß auf die Stirn treibendes Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Smee! jammerte er daraufhin, schaute unter seinem Schlapphut zu dem dicken, immer herumhopsenden Mann und vergaß dabei Peter Pan. Captain. Tick tack, tick tack, rief Huck und legte den Arm mit dem Haken auf die Reling und später auf das langsam in Aufruhr geratene Wasser. Oh, erwiderte Smee, das klingt überhaupt nicht gut, überhaupt nicht. In diesem Moment stob es aus dem Wasser. Ein grünes mit Schuppen bedecktes Ungetüm, das mit einem weit aufgerissenen Maul versuchte, an der Bordwand hinaufzuspringen. Huck stieß einen erschrockenen Schrei aus. Da ist es! Erneut brüllte das Monstrum, und wieder schnappte es nach dem vor Angst bibbernden Kapitän, der er sonst vor nichts und niemandem Angst hatte, der nicht einmal den Teufel der Hölle fürchtete, wenn er ihn heimzusuchen versuchte, um seine Seele in die Abgründe des Fegefeuers zu zerren. Aber das, was da gerade aus dem Wasser sprang und mit seinen krallenbesetzten Pfoten Halt an dem nassen Holz des Dreimasters suchte, war in Hucks Augen das personifizierte Böse. Das Krokodil. Es hatte einst seine Hand verschluckt, nachdem Peter Pan sie ihm abgeschlagen hatte, und seitdem machte es Jagd auf Huck. Es wollte ihn fressen. Weil das Böse so verlockend ist, hat es Mie einmal gewagt zu sagen. Und seine Äußerung nur deshalb nicht mit dem Leben bezahlt, weil Huck in diesem Moment nicht schnell genug an seine Pistole herangekommen war. Diese hatte eine Handbreit neben ihm auf dem Schreibtisch gelegen, auseinandergebaut, weil er das Schießrohr gereinigt hatte. Zwar hatte der Kapitän die Pistole erhoben und ohne mit der Wimper zu zucken abgedrückt, aber zum Glück nichts Schlimmes damit angerichtet. Nun, als das Krokodil die Bordwand hinaufsprang und damit die kalte Gischt auf das Deck spülte, Tazmi das Einzige, was er gut konnte. Huck beruhigen. Habt keine Angst, Kapitän. Macht ganz ruhig. Das Krokodil kann nicht hier hinaufkommen. Das tut es doch nie. Sehen Sie es doch einmal aus dieser Warte. Was hätten die Kinder denn davon, wenn sie jetzt schon gefressen werden würden? Dann wäre die Geschichte doch sehr kurz, und das will doch keiner, oder? Das will keiner, stammelte auch Huck. Deshalb sollten sie einfach ruhig bleiben. Wir müssen doch die verlorenen Jungs jagen, vielleicht Tigerlilly gefangen nehmen und sie hinüberbringen zur Felsenhöhle, dort wo sie erst letzte Woche zwei Piraten an die nassen glitschigen Felsen fesseln ließen, weil sie meinten, sie würden beim Kartenspiel betrügen. Da sind das keine tröstenden Aussichten. Tick, tak, tick, tick. Noch immer umkreiste das Krokodil den Dreimaster, und noch immer sehnte es einen weiteren Bissen von dem von Bosheit durchzogenen Fleisch herbei. Aber das bekam es nicht. Huck zeigte sich nicht mehr an Deck. Er grübelte schon wieder über einen neuen Plan nach. Einen Plan, der es endgültig schaffen sollte, den lästigen, krähenden und durch die Luft fliegenden Peter Pan zu besiegen. Und so grinste er, als ihm bewusst wurde, daß er endlich den richtigen Weg gefunden hatte. Tigerlilly! murmelt er. Was für ein guter Einfall von mir! Und dann kicherte er. Er kicherte so böse, daß Smee misstrauisch die Augenbrauen zusammenzog und genau wusste, daß das alles nichts Gutes bedeuten konnte. Vierzehntes Kapitel. Wendy, Wendy! rief John während er durch das Blätterdach geschossen kam, wie von einer Zwille abgefeuert. Wir haben es den Piraten richtig gezeigt. Du glaubst gar nicht, was für ein hervorragender Kämpfer ich. Er verstummte. Auch Michael, der neben ihm hergeflogen war und dessen Augen vor Aufregung und Freude leuchteten, hörte sofort auf zu plappern. Er hatte Peter wieder und wieder erzählt, wie er den dicken Piraten erst eine links, dann eine rechts verpasst und ihm schließlich einen Schlag mitten auf die Nase gegeben hatte. Er hielt ebenso inne wie sein Bruder. Was habt ihr getan? hörte John Peter wie aus weiter Ferne rufen. Hat etwa jemand auf Wendy geschossen? Der böse Wendy-Vogel wollte dich aus der Luft ergreifen und dich in tausend Stücke reißen. Sagt wer? wollte Peter wissen. Er schwebte langsam, beinahe ängstlich auf die regungslos am Boden liegende Wendy zu, als habe er Angst davor, etwas zu sehen zu bekommen, das er um alles auf der Welt verhindern wollte. Peter setzte schließlich auf den Boden auf und schaute dann auf Glöckchen, die auf einem Blütenblatt saß, das sich unter ihrem Gewicht bog. Du, grollte Peter. Du schon wieder. Kling, kling, klang, kling. Was hast du dir schon wieder ausgedacht? fuhr Peter auf. Wendy ist doch nicht gefährlich, weder für dich noch für die Jungen, und schon gar nicht für jemanden wie Peter Pan. Klingeling. Das will ich gar nicht hören, rief er aufgebracht. Gar nichts will ich mehr von dir hören. Ich beende hiermit unsere Freundschaft. Aus, vorbei, für immer gestorben. Mach, dass du wegkommst, du bitterböses Biest. Glöckchen war nun von ihrem Platz aufgesprungen. Sie flog in hektischen Bahnen, Feenstaub hinter sich herziehend, der herrlich golden funkelte im aufgehenden Sonnenlicht, genau auf Peter zu. Sie fasste ihn flehend an der Hand und schluchzte bitterlich, als sie zurückgezogen wurde. Da geht es lang, schimpfte Peter. Da gehen die Feinde von Peter Pan hin. Glöckchen ließ traurig die Flügel hängen. Verstand er denn gar nicht, warum sie getan hatte, was sie getan hatte? War es ihm denn nicht möglich, das Ganze zu begreifen? John, der eine dumpfe Ahnung in sich aufsteigen fühlte, erinnerte sich auf einmal an einen Spruch, den seine Tante einmal gesagt hatte, als sie darüber berichtet hatte, wie die Ehe eines befreundeten Pärchens zerbrochen war. Einer gekränkten Frau muss man alles zutrauen. War Glöckchen gekränkt worden? als Peter Wendy mit ins Nimmerland genommen hatte. Hatte sie geglaubt, dass sie nun von einer anderen Frau ausgetauscht wurde? Andererseits durfte man nie, egal wie eifersüchtig oder verletzt man war, einem anderen ein Leid zufügen. Das hatte Glöckchen aber getan, wohlwissend und absichtlich. Ist sie... Ist, ist sie tot? fragte Michael wimmernd hinter John. Ich glaube ja, schluchzte John. Oh nein! Das ist alles nur meine Schuld, rief Nips, der ja den Pfeil abgeschossen und damit das Leid über die Gruppe gebracht hatte. Hätte ich doch nur auf meinen Verstand anstatt auf Glöckchen gehört. Für deine Einsicht ist es jetzt zu spät, bemerkte Peter traurig. Dann richte mich hin, hier und jetzt bat Nips ihm die blanke Brust an, nachdem er in die Knie gegangen und sein verlaustes und schmutziges Hemd aufgerissen hatte, um Peter die Stelle zu zeigen, wohin dieser seinen Dolch stoßen sollte. Peter nahm den Dolch tatsächlich in die Hand und ging mit finsterer Miene auf Nips zu, zum Zustoßen bereit. 15. Kapitel: Der Kampf gegen die Piraten. Hucks Angst war jetzt verflogen. Nun, wo das unangenehme Tick-Tack-Tick-Tack tick, tack nicht mehr zu hören war und sich das ekelhafte Krokodil maulend, brummend und übel gelaunt zurückgezogen hatte, straffte er sich wieder. Seine Haltung wurde nun würdevoll, sein Blick herablassend. Und um seinen Mundwinkel herum zeigte sich ein gönnerhaftes, niederträchtiges Lächeln, das daher rührte, weil in seinem eben noch vor Furcht erstarrten Gehirn ein Plan Gestalt angenommen hatte. So war es immer bei ihm. In einem hohen Grad menschlicher Erregung hielt ein klitzekleiner Funke Verstand die Balance und arbeitete fieberhaft an dem, was die übliche Gefühlswelt in Huck vernachlässigte. Und jetzt, wo er genau wusste, was er wollte und was er schaffen musste, rief er laut Smee. Ja, Kapitän. Sein persönlicher Gehilfe kam in die Kajüte gestürmt, seine Mütze schief auf dem Kopf. Ich habe einen Plan. Oh. Smee machte große Augen. Welchen denn? Was glaubst du denn? Nun ja, da es noch kein Frühstück gegeben hat, hoffe ich natürlich, dass ihr euch überlegt habt, dass die Mannschaft mal wieder Rührei, Speck und Toast serviert bekommt. Du bist ein Nichtsnutz, Smee, brummte Huck. Aber ein Hungriger. Wohin sind die Kinder geflogen, als sie dachten, uns besiegt zu haben? Hinüber zur Insel, wieso fragt ihr? Huck stand, seinen kleinen Schnurrbart streichelnd, am Fenster seiner Kapitänskajüte und ließ seinen Blick über das weiße, blaue Meer streifen, auf dessen oberen Wellenkämmen weiße kleine Luftblasen tanzten. Weil wir sie finden werden. Wen? Smee hatte ordentlich Probleme beim Denken. Was wohl daran lag, dass sein persönlicher Gehilfe unfassbaren Hunger hatte und sich deshalb auf nichts anderes mal konzentrieren konnte, als auf seinen knurrenden Magen. Die Kinder! Wir haben Peter Pan und dessen Versteck doch schon so oft vergeblich gesucht, dass ich nicht glaube, dass. Huck wirbelte herum. Er packte Smee mit seinem Haken am Kragen, von seinem speckigen und ausgefransten gestreiften Shirt und zog ihn dicht an sich heran. So dicht, dass er dessen Furcht riechen konnte. Nicht diese Kinder! Nicht diese? Smee zitterte am ganzen Leib. W welche denn dann? Ist dir denn nicht aufgefallen, dass es neue Freunde waren, die Peter begleitet haben? Äh, neue Freunde? Smee schüttelte den Kopf. Oh ja, meinte Huck grinsend, Smee wieder absetzend. Zwei Jungen, unbändig und ungestüm, darauf aus, Abenteuer zu erleben, von nichts und niemandem zu zügeln und zu halten. Wahljungen gleich, übermütig und frei, Smee. Ja? Die Jungs werden Nimmerland erkunden, es erforschen, und da kommen wir ins Spiel. Weil wir es auch erkunden und erforschen werden? Weil wir eine Falle bauen und diese zuschnappen lassen, Smee. Sechzehntes Kapitel. Noch nie zuvor hatte John sich so alleine gefühlt wie in dem Moment, als er begriff, dass seine Schwester, von einem Pfeil niedergestreckt, tot vor ihm auf dem Boden lag. Es kam ihm so vor, als wären alle Ängste, die er jemals in seinem Leben erfahren hatte, mit einem Schlag wie weggewischt. So albern es im ersten Moment auch klang, aber so fühlte er sich. Es war wirklich so, als ob alle Befürchtungen, Zweifel, alle selbsterdachten und ausgemalten Schreckensszenarien plötzlich ihre Wirkung verloren und einem neuen, bisher unbekannten Gefühl Platz gemacht hätten. Verlust. In seinem bisher so wohlgeordneten und von strikten Regeln bestimmten Leben hatte es viele Dinge gegeben, die ihn ängstigten. Wenn seine Lehrerin die Hausaufgaben kontrollierte, zum Beispiel, die strengen Blicke seines Vaters, wenn John mal wieder zu sehr Kind gewesen war und sich erdreistet hatte, laut zu lachen oder sich vorzustellen, ein Ritter in strahlender Rüstung zu sein, der mit einer Lanze auf einen Drachen zugaloppierte, um aus dessen Klauen die Schwester zu befreien. Das alles war für ihn irgendwie normal geworden. Was er aber hier zu sehen bekam, ließ ihn merken, wie sehr er an Wendy hing dass er sie über alles liebte und dass er sie um nichts in der Welt verlieren wollte, weswegen er mit zitternder Unterlippe und durch die Nase atmend auf die am Boden liegende Wendy zuging. Michael, der neben ihm stand, seinen Teddy noch immer am linken Bein haltend, schluchzte leise. Es wird schnell gehen, habt keine Sorge, meinte Peter, der den Dolch nun über den Kopf erhoben hielt, um ihn jeden Augenblick in Nips Brust zu stoßen. Deshalb sind wir doch nicht traurig, meinte John schluchzend. Verwundert hielt Peter inne. Auch die anderen verlorenen Jungen, die einen Kreis um den am Boden knienden Nips geschlossen hatten, schauten John jetzt mit vor Verwunderung weit aufgerissenen Augen an. Nicht? kam es bei ihnen wie aus einem Mund. Nein, sagte John und schüttelte den Kopf. Es geht um Wendy. Um Wendy? Peter nahm den Dolch herunter, schaute zu John und schien, wie es aussah, in seinen Gesichtszügen lesen zu wollen, was ihm aber nicht gelang. Erst sehr viel später, nachdem sich seine wie wild im Kreis drehenden Gedanken beruhigt und er sich wieder im Klaren darüber geworden war, wie merkwürdig verschwommen er alles um sich herum wahrgenommen hatte. So als würde er durch einen Nebel schauen, der es ihm nicht ermöglichte, die Dinge klar und fest umrissen zu sehen. Sie ist meine Schwester, antwortete John und kämpfte noch immer gegen die in ihm aufsteigenden Tränen an. Ich liebe sie. Bäh, riefen die verlorenen Jungs. Ich liebe sie auch, rief Michael schluchzend. Ganz toll sogar, mehr als meinen Teddy. Nun folgte Stille. Eine merkwürdige, belastende Stille. Etwas, das John noch niemals zuvor erlebt hatte. Natürlich wusste er, was Stille war, was es bedeutete, ruhig zu sein. Erst vor kurzem, als er im Park Verstecken gespielt hatte, war es ihm bewusst geworden. Aber da war er nur leise gewesen. Er hatte seinen Atem hinter den Zähnen halten wollen, aus Furcht, jemand könnte das Zischen und Rascheln hören, das aus seinen Lungen drang. Aber da waren noch die anderen Parkbesucher gewesen. Der Mann, der Lakritz und andere Süßigkeiten verkauft, die alte Dame, die immer mit ihren weißen Pudeln spazieren ging, und der Wachmann, der sich mit einem jungen Mann unterhielt, weil dieser es gewagt hatte, die ausgewiesenen Gehwege zu verlassen. Aber hier war alles still. Kein Geräusch war zu hören. Beinahe so, als würde man im Theater sitzen, wo man gespannt darauf wartete, dass die Vorstellung begann. Kein Sterbenswörtchen wurde mehr gesprochen, kein Rascheln von Papier. Selbst der letzte Huster, der einem so unangenehm im Hals kratzte und unbedingt heraus wollte, hielt sich zurück. So war es hier. Keiner sagte etwas, keiner tat etwas. Alle starrten nur John und Michael an und versuchten zu begreifen, wieso sie wegen eines Menschen so traurig waren. Denn was hier zählte, war doch auf jeden Fall in den Augen der verlorenen Jungen, dass ihnen die Chance genommen worden war, eine spannende Geschichte aus dem Mund von Wendy präsentiert zu bekommen. Und deshalb musste Nips bestraft werden. Es ging um die Geschichten, nicht um Wendy. Bis jetzt zumindest. Oh, rief Tootles als erstes und flüsterte: So habe ich meine Mama auch geliebt. Ich auch, meinte Slightly. Und wir erst, gaben die Zwillinge zu. Mir fehlt sie heute noch manchmal, flüsterte Curly und schaute dabei zu John, der die Hand gehoben hatte, sie zu seinen Augen führte und unter ihnen entlang wischte, um die Tränen aufzuhalten, die angefangen hatten, als kleine glitzernde Perlen an seinen Wangen hinabzulaufen. Was redet ihr denn da? fuhr Peter auf, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er schwebte plötzlich über ihnen, den Dolch von sich gestreckt, als wolle er irgendein Gefühl, das sich seiner bemächtigen wollte, abwehren. »Niemand vermisst hier seine Eltern, schon gar nicht seine Mutter. Mütter wollen einen doch immer nur zu dem machen, den sie gerne hätten. Jungs, kommt schon, hört auf, traurig zu sein. Das Leben ist viel zu schön, als dass wir uns die Laune trüben lassen dürfen.« »Aber Wendy ist meine Schwester,« wandte Michael ein, »und ich will sie nicht verlieren.« ich auch nicht, gab John zu. Ich will, dass sie für immer bei uns bleibt. Mit diesen Worten ging er neben ihr in die Knie, faßte nach ihrer Hand und drückte sie ganz sanft, so als wolle er Abschied von ihr nehmen. Plötzlich aber, zu seiner Verwunderung, drückte Wendy seine Hand. Verwirrt starrte er zu seiner noch immer regungslos und unnatürlich blass vor ihm liegenden Schwester und begriff nicht, was sie gerade mit seiner Hand gemacht hatte. Vor Staunen stand ihm der Mund offen. Und als er etwas sagen wollte, klang es fast so, als wäre er ein Elch, der oben im Norden von Schweden rührend versuchte, eine Gespielin zu finden. Wendy! rief Michael aufgeregt. Du lebst! Juhu, du lebst, Wendy! Haha, <laughs> du lebst! 17. Kapitel die nächsten Tage waren unbeschreiblich. John und Michael tobten ausgelassen mit den verlorenen Jungen, während Wendy ihnen jeden Abend spannende und abenteuerliche Geschichten erzählte, die die Jungen mit offenen Mündern im flackernden Kerzenschein dasitzen ließen. Peter saß während dieser Geschichten in seinem prachtvoll geschmückten Sessel, der schon beinahe aussah wie ein Thron. Ein Bärenfell war über ihn geworfen worden, Außerdem hatten einige der Jungen bunte Fäden an der Lehne und an die Beine gebunden und dazu noch dem Bären, dessen Maul weit aufgerissen war, eine Krone aus Holz auf den Kopf gesetzt. Auch so war das Versteck der Jungen ein Sammelsurium an ausgemachten Jungenphantasien. Da hingen Holzschwerter an den Wänden, auf dem Boden lag unendlich viel Unrat und dreckige Kleidung herum, während das Geschirr sich in einem Holzeimer stapelte, und vergeblich darauf wartete, abgewaschen zu werden. Hier fühlten sich die Jungen wohl. So sollte das Leben sein. Ab und zu, wenn die Jungen es zu wild trieben und ganz, ganz unordentlich waren, sprach Wendy ein Machtwort und befahl den Rabauken etwas Ordnung zu halten. Das tat sie aber nur ganz selten. Sie merkte nämlich selbst, dass sie gar nicht die strenge Mutter sein wollte, die sie manchmal hervorkehrte. Ihr tat das Schimpfen gleich wieder leid und sie versuchte dann immer, den Jungen am Abend eine Freude zu machen. Meistens in Form einer sehr aufregenden Geschichte, in der der betreffende Knabe dann die Hauptrolle spielte. Was dazu führte, dass die Jungen immer wieder versuchten, ausgeschimpft zu werden, denn jeder wollte der Held in einer der Geschichten sein, die Wendy sich ausdachte. So vergingen die Tage und allen ging es gut auch John und Michael, die sich mehr und mehr zu den verlorenen Jungs dazugehörig fühlten. Auch an dem frühen Morgen, als sie durch den tiefen, dunklen, voller Schatten hängenden Wald liefen, damit beschäftigt, Robin Hood zu spielen. Wobei John Robin Hood war und Michael mal wieder Bruder Tuck spielen musste. Michael liebte den gewöhnlichen Mönch, der so gerne aß und trank und hier und da mal eine ordentliche Backpfeife verteilte, wenn die Schergen des Sheriffs zu aufdringlich wurden. Sie vergaßen so alles um sich herum. Wirklich alles. Selbst die Erinnerungen an ihr früheres Leben verblassten mehr und mehr. Nur manchmal, meistens dann, wenn sie kurz vor dem Einschlafen waren, blitzte in ihren Erinnerungen etwas auf, das sie nachdenklich werden ließ. Dann hatten sie das Gefühl, wieder das liebevoll lächelnde Gesicht einer jungen Frau zu sehen, in dessen rechten Mundwinkel ein unverbrauchter Kuss darauf wartete, endlich entdeckt zu werden. Dann merkten sie, wie sie sich plötzlich ganz unwohl zu fühlen begann, dass sich etwas in ihnen regte, das sie bisher gar nicht gekannt hatten, nur um es im nächsten Moment wieder zu vergessen. Das erlebte John gerade. Er hatte sich hinter einem Baum versteckt, um so zu tun, als warte er auf die Männer des Sheriffs, um sie ordentlich in die Mangel zu nehmen, als er sich an eine Situation im Hyde erinnerte. Dort hatte er auch immer hinter so einem Baum gestanden, den Rücken fest an den Stamm gepresst, die Hände an die Oberschenkel gelegt, den Oberkörper gerade gemacht, als habe er ein Lineal verschluckt. Und das alles, weil er sich auch versteckt hatte. Vor seiner Mutter. Sie war durch den Park gelaufen, hatte ihn mit ihrer weichen, lieben Stimme gerufen, wo er denn sei, weil sie ihn nicht finden könne. John hatte nichts gesagt. Er war ganz still gewesen, ganz ruhig. So wie damals, als er sich im Park versteckt hatte, tauchte auch hier wieder plötzlich etwas auf, womit er nicht gerechnet hatte. Im Hyde Park war es seine Mama gewesen, die um den Baum herumgeschossen war und rief, Puh, hab' ich dich! Hier war es allerdings ein aus den Ästen fallendes Seil. Es legte sich um ihn wie eine Schlange und schnürte ihn ein. Er kam nicht einmal dazu, Pieps oder Hoppla zu rufen. Er wurde in die Höhe gezogen und baumelte in der Luft wie ein zum Räuchern aufgehängter Schinken. Was soll denn das? stieß er schließlich hervor, als er merkte, dass das Seil sich bewegte. Er schwebte wie von Geisterhand bewegt durch die Luft, baumelte dann still vor sich hin, als er sah, dass Michael ebenfalls gefesselt war. Das sieht nicht gut aus, meinte Michael und machte ein bekümmertes Gesicht. Lass uns sofort runter, schrie John. Das befehle ich dir, im Namen Englands, der Königin und ihrer treuen Untertanen. Wir sind Edelmänner und verdienen es, ehrenvoll im Kampf gestellt zu werden. Unter ihnen raschelte es jetzt im Unterholz. Johns Herz begann wie wild zu klopfen. So mutig und furchtlos seine Worte auch gewesen waren, so viel Angst und Furcht hatte er davor, dass ihn wirklich jemand zum Kampf auffordern würde. Natürlich hatte er schon gegen die Piraten gekämpft, einen davon sogar über die Reling gestoßen, aber da war ihm irgendwie klar gewesen, dass er den Kampf nicht verlieren konnte. Aber hier, wo er ganz alleine war, nur von Michael begleitet und keinen der verlorenen Jungs an seiner Seite, da wurde ihm schon ganz schön mulmig zumute. Besonders deshalb, weil er sich in diesem Teil von Nimmerland nicht auskannte. Das Rascheln wurde jetzt lauter, bis es schließlich zu einem Orkan aus Blätterrauschen wurde und ein Mädchen aus dem Unterholz trat. Langes, schwarzes Haar umrahmte ein scharf geschnittenes, mit den Kriegsfarben der Apachen bemaltes Gesicht, das selbst unter den ganz roten, blauen, schwarzen und weißen Farben noch ausgesprochen hübsch aussah. John hörte sich selbst ein Krumpf ausstoßen, gefolgt von einem wilden, lauten Klopfen seines Herzens. Was ihm aber an dem Mädchen am besten gefiel, waren die dunkelbraunen, vor Selbstvertrauen und Willensstarke glänzenden Augen. Es kam ihm so vor, als musterte ihn ihr Blick sanft und vergnügt, nicht ärgerlich und feindselig. Das Mädchen war in helles Leder gekleidet, das mit wilden und anarchistischen Stickereien verziert war. Neue verlorene Jungen. zischte das Mädchen, das ein unterarmlanges Jagdmesser in den Händen hielt und klang dabei alles andere als freundlich. Eher abgestoßen, verbittert und hasserfüllt. Für John war das kein Problem. In seinem vor Liebe umhüllten Verstand sah er nur die rothäutige, schwarzhaarige Schönheit, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Er sah sich schon mit ihr zusammen an der Flussmündung sitzen, die Füße im Wasser baumelnd, die Hände ineinander gelegt, hinüber zu der anderen Uferböschung schauend und die dort grasenden Rinder beobachtend. Wir sind echt nette Jungs, wimmerte Michael. Wir haben hier nur gespielt. Ihr seid jetzt Gefangene von Tigerlilly meinte das Mädchen und erschrak, als jetzt plötzlich ein Seil um sie geworfen wurde, ihre Arme fesselte und sie dazu verdammte, ebenso bewegungslos zu sein wie John und Michael. Und ihr drei seid ab sofort Gefangene von Captain Hook, meinte hinter ihnen jemand und lachte diabolisch. 18. Kapitel Peter hatte Wendy in eine kleine Bucht geführt. Schroffe Felsen ragten westwärts steil in den Himmel, während ostwärts ein weicher, gelbgoldener Strand zu einer Biegung lief, an der sich das Meer majestätisch weiterstreckte, im blauen Glanz seines Seins. Hinter ihnen, nach Norden laufend, erstreckte sich ein gewaltiger, dicht bewachsener Wald, in dem nicht nur Schatten zu Hause waren, sondern auch unaussprechliche Dunkelheit. Wendy hatte nur einen Blick in den Wald geworfen, um es mit der Angst zu tun zu bekommen. Sie hatte sich beklommen und verloren gefühlt, als sie die Schwärze gesehen hatte, die dazwischen den kahlen und blattlosen Ästen thronte, einem Monster gleich, das nur darauf wartete, unvorsichtige Wanderer verschlingen zu können. Was merkwürdigerweise sehr verlockend klang. Nicht das mit dem gefressen werden, das machte ihr wirklich Angst. Was sie verwunderte, war eher, dass der Wald sie gedanklich anzuregen begann dass sie jetzt schon, als sie am Ufer der Bucht saß und dem Rauschen des Meeres lauschte, darüber nachdachte, wie sie den Wald in ihre Geschichten einbauen konnte. Sie dachte an Kobolde, die Schatten woben, an dunkle Feen, die sich in der Dunkelheit verbargen, weil sie das Sonnenlicht zu Staub zerfallen ließ, und an von Finsternisdrachen bewachte Schätze, die den Besitzer unbesiegbar machen würden. Unendlicher Ideenreichtum breitete sich in ihr aus, wie eine reichlich gedeckte Tafel. Sie musste nur noch nach den einzelnen Köstlichkeiten greifen, um aus ihnen eine Geschichte zu formen, die es noch nie zuvor gegeben hatte. Sie seufzte zufrieden, während Peter auf den Zehenspitzen auf einem Felsenstück balancierte, das weit ins Wasser hineinragte. Immer wieder schlugen schäumende Wellen an dem Felsen hinauf und versprühten eine Wendy mitten ins Gesicht treffende Gischt. Sei vorsichtig, rief sie, wieder wie eine Mutter klingend, obwohl sie das gar nicht wollte. Nicht, dass dir etwas passiert. Ich falle schon nicht, versicherte ihr Peter. Mir passiert niemals etwas, nie. Dafür bin ich viel zu klug, zu geschickt und viel zu. Rede doch weiter, forderte ihn Wendy auf, weil sie wissen wollte, mit was für blumenreichten Worten Peter sich selbst noch beschreiben würde. Obwohl ihr Angeber bisher immer zuwider gewesen waren, musste sie ihre Meinung dazu jetzt überdenken, was Peter betraf. Ja, er war ein Großmaul, er nahm sich oft selbst viel zu wichtig, meinte immer der Mittelpunkt der Welt zu sein, was Wendy allerdings eher faszinierte als abstieß. Peter strahlte so viel Selbstbewusstsein aus, wie sie es noch bei keinem anderen Menschen jemals zuvor erlebt hatte. Sie wusste nichts damit anzufangen, merkte aber, dass es sie auf eine merkwürdige Art und Weise faszinierte. Nixon, meinte er plötzlich und löste in Wendy einen Schauer höchster Erregung damit aus. Sie hatte schon viel über die Meeresbewohner gelesen und Geschichten gehört, von dem Zauber und der Magie, die von ihnen ausging, so wie die Güte und die Hilfsbereitschaft. Lass dich nicht von ihnen verhexen, ermahnte sie Peter, und zerstörte ihre gerade begonnene Traumreise gleich wieder. Sie sind verschlagen und hinterhältig. Nixen? Gerade die Nixen hier ziehen einem immer mit großer Freude in die Tiefen des Meeres, um einen ertrinken zu lassen. Wendy war wie paralysiert. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese bezaubernden und liebenswerten Geschöpfe so etwas Boshaftes überhaupt in Erwägung ziehen konnten. Alleine deshalb schon, weil sie immer so liebevoll schauten. Da war keine Heimtücke und keine Niedertracht zu erkennen, nur eine unbändige, einen in den Bann schlagende Neugier, die Wendy einen vor Sehnsucht klingenden Seufzer ausstoßen ließ. Noch nie in ihrem Leben hatte sie solche Augen gesehen, Augen, die saphirgrün schimmerten und ihr geradewegs in den Kopf hineinzuschauen schienen. Erst als ihr die feingewebten, spinnengleichen Worte durch den Verstand schwebten, begriff sie, warum sie den Vergleich gewählt hatte, jemand könne ihr in den Kopf schauen. Denn jetzt, wo sie dachte, alleine mit ihren Phantasien zu sein, hörte sie die wispernden Worte Du kommst aus einer anderen Welt, nicht wahr? Du hast den Mond von der anderen Seite aus gesehen. Da drüben soll das Wasser viel klarer sein als hier, aber dafür nicht so rein hast du schon einmal so reines wasser gesehen wendy möchtest du nicht einmal darin eintauchen und einen schatz am grund der bucht entdecken sieh doch nur da unten schimmert ihr gold und juwelen verborgene träume die nur dann in erfüllung gehen wenn du ihnen neues leben gibst so gerne wendy auch geantwortet hätte das gelang ihr einfach nicht sie wusste nicht genau was es war was sie daran hinderte worte zu formen und sie auszusprechen Zuerst dachte sie, es wäre Ehrfurcht, die sie befallen hatte. Ehrfurcht vor einem magischen Geschöpf, das davor ihr bis zur Brust aus dem Wasser ragte und sie aus funkelnden grünen Augen anstarrte. Aber dann dachte sie, dass es die Verwirrung war, die von ihr Besitz ergriffen hatte. Verwirrung, weil sie noch immer die Worte in ihrem Kopf nachhallen hörte. Oder es ist die bleierne Frucht, die mich mehr und mehr durchdringt kam ihr jetzt der erschreckende Gedanke, der sie festhielt und nicht mehr losließ. So verrückt es auch klang und so albern sie es fand, besonders deshalb, weil die vor ihr schwimmende Nixe so bezaubernd schön war mit ihren ins Haar geflochtenen Muscheln, der Perlmutt schimmernden Perlenkette um den Hals und der weichen, zartgliedrigen Hand, die sie jetzt aus dem Wasser gehoben hatte und sie langsam nach Wendy ausstreckte. »Ja, ich fürchte mich.« gab sie sich selbst gegenüber zu. Ich fürchte mich vor ihr und ihrer Hand. Diese schwebte nun nur noch wenige Zentimeter vor Wendy und wollte, wie es schien, nach ihrem Handgelenk greifen. Wendy war wie erstarrt. Sie konnte sich weder rühren noch ihre Hand zurückziehen. Sie blieb regungslos sitzen, obwohl alles in ihr danach schrie, dass sie so schnell wie möglich ihr Heil in der Flucht suchen sollte. Aber es gelang ihr nicht. Ungenutzte Träume, Wendy. Sie warten da unten auf dich, nur auf dich, nur du kannst sie bergen und nutzen. Wendy beugte sich weiter vor. Nur noch wenige Millimeter, und sie würde das Gleichgewicht verlieren. So verrückt es auch klang und so paradox es sich für sie auch anfühlte, aber ihre Neugier war ebenso groß wie ihre Angst. Sie wollte nur einmal kurz einen Blick nach unten werfen, Hinunter auf den Grund, um die dort daliegenden Träume bewundern zu können, die sie durch ihre Geschichten Wirklichkeit werden lassen konnte. Wendy lächelte verträumt. Sie brauchte nur kurz mit den Fingerspitzen das Wasser zu berühren, nur kurz den Atem anhalten und dann eintauchen in das nasse Glück. Verschwinde, du hinterhältiges Stück! riss Peter Pan's Stimme Wendy aus ihren Gedanken. Wendy wird ganz bestimmt nicht mit dir tauchen gehen. Hau ab! Mach, dass du wegkommst! Wie wild fuchtelte Peter mit seinem Dolch durch die Luft und holte das wahre Ich der Nixe damit zum Vorschein. War sie eben noch schön gewesen, von bezaubernder und unbestechlicher Eleganz, so veränderte sich ihr Antlitz jetzt vollkommen und offenbarte eine Hässlichkeit, wie sie nur bei ganz boshaften Geschöpfen zutage trat. Lange, spitze, rasiermesserscharfe Zähne reihten sich wie Dolchspitzen aneinander. In den Augen glomm ein höllisch loderndes Feuer der Niedertracht, und in den sonst so glatten, eleganten und liebenswerten Gesichtszügen zeichneten sich jetzt tiefe Kerben und Falten der Bosheit ab. Mit einem zischenden Laut sprang die Nixe in die Höhe und überschlug sich mit einem Salto, um dann, ohne einen Spritzer zu verursachen, kopfüber im Wasser zu verschwinden. Zur Schädelgrotte! rief Peter und packte Wendy am Handgelenk. Los! Neunzehntes Kapitel. Smee grinste böse, als er seinen Blick über die schweren, schmiedeeisernen Ketten schweifen ließ, an denen bis gerade eben noch die bis auf die Knochen abgenagten Gerippe alter Kameraden gehangen hatten, die sich einst gegen Huck verschworen und ihren Verrat teuer bezahlt hatten. Dort, wo eben noch Skeletthände in eisernen Ringen festgeschnallt gewesen waren, bewegten sich nun die Finger von lebenden Kindern. Krampfhaft versuchten die Gören, sich gegen die Gefangenschaft zu wehren, was ihnen aber nicht gelang. Smee, der einäugige Bill und der zungenlose Brad hatten ihre Aufgabe erfüllt, genau so, wie der Kapitän es von ihnen verlangt hatte. Huck selbst saß noch immer in der ihm durch den aufziehenden Sturm in Bewegung geratenen Wasser liegenden Jolle und hielt den Eingang der Schädelgrotte unter Beobachtung. Ihr könnt uns doch hier nicht einfach anketten, jammerte der kleinere der Jungen und schaute sich panisch um. Das, das Wasser steigt doch bald. Das ist doch der Sinn der Sache, antwortete Smee und gackerte laut. Dass wir ertrinken? Bingo. Aber, aber ich will nicht ertrinken. Das ist doch scheußlich unangenehm und, und macht einen tot. Schlaues Kerlchen. Ich will aber nicht tot sein. Das will ich nicht. Ganz und gar nicht. Niemals nicht. Der kleine Bengel kämpfte jetzt mit den Tränen. Er war kurz davor zu weinen und löste damit etwas ins Mie aus, das er längst schon vergessen geglaubt hatte. Aber jetzt, wo er den Jungen dort im Wasser hängen sah, mit dem Rücken an die Felsen gekettet, glaubte er plötzlich sich selbst zu sehen. Wie er damals an die Wand gepresst dastand, den Kopf zur Seite gedreht, in ängstlicher Unwissenheit gefangen, wann ihn die Hand seines Vaters wieder treffen und ihm unsagbare Schmerzen zufügen würde. Smee schüttelte sich. Habt ihr etwas gesagt, Kapitän? Und ab, Smee, hallte Hucks Stimme von den Wänden wieder. Äh, was sagtet ihr denn, Kapitän? Was zum Kuckuck und zum verlausten Klabautermann ihr da gemacht habt? Äh, meinte Smee wieder, um dann zu antworten, das, was ihr uns befohlen habt, vermute ich mal. Das sehe ich aber anders. Anders? Anders, Smee. Die Kinder sollen doch nicht angekettet sein, dann ertrinken sie doch. Äh, nun ja, erwiderte Smee, der sich ganz schwindelig fühlte, während er den Kapitän reden hörte. Das war doch unser Plan, wenn Peter Pan nicht herkommt, um seine Freunde rechtzeitig zu retten. Binde ihn los, Smee, sofort. Andere Falle für Peter Pan geplant. So? Binde ihn los, verdammt nochmal. Smee gehorchte, so wie er immer gehorchte, und griff deshalb nach den eisernen Ketten, um die Kinder an diesen aus dem kalten, aufschäumenden Wasser zu ziehen. Was tust du denn da? erscholl Hucks Stimme nun wieder, und Smi schaute finstert reinblickend zu der Jolle, in der Huck saß. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht die Öffnung der Grotte beobachtete, sondern jetzt finstert reinblickend zu Smi schaute. Sie losmachen, wie ihr befohlen habt, Kapitän. Das habe ich nicht. Äh, doch, doch, das weiß ich ganz genau, sagte Smee. Dem es allmählich lästig wurde, immer zu tun, was andere von ihm verlangten. Niemals im Leben würde ich so unsinnige Befehle geben. Mit diesen Worten kam Huck bis auf wenige Pattelschläge an den Felsen heran, an denen bis gerade eben noch die Kinder gefesselt waren. Lass die Kinder frei! drang es nun wieder durch die Höhle, und Smee erstarrte nun komplett. Habt, habt, habt ihr das gehört? Fragte Smee mit zitternder Stimme und schaute sich suchend in der Höhle um. Natürlich habe ich das, knurrte Huck. Los, du Stockfisch, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, erklang die Stimme wieder, und Smee und Huck schauten sich entgeistert an. Oder besser gesagt, Smee schaute entgeistert, während Huck seine buschigen Augenbrauen argwöhnisch zusammenzog und zu ahnen begann, was sich hier gerade abspielte. Weshalb er hinterhältig klingend fragte: Wer wagt es, die Befehle von Captain Hook zu entkräften? Hook selbst, hallte es von den Wänden wieder. Ich habe nichts dergleichen von mir gegeben. Warum rede ich dann mit Smee? Hook grinste, und Smee erkannte, dass der Kapitän durch seine kurzen Bemerkungen und Fragen den anderen Sprecher genau dorthin geführt hatte, wohin er ihn haben wollte. Weshalb er nun mit einem gehässig klingenden Unterton in der Stimme fragte, Bist du vielleicht nur ein kleiner Niemand, der irgendwann einmal ebenso bedeutend und groß sein will wie der echte, wahrhaftige Captain Hook? Stockfisch! wurde Hook entgegengespuckt, und das Echo kam nun, da es böse klang, aus einer bestimmten Richtung von einem über ihnen gelegenen Felsvorsprung, der über eine in den Stein gehauene Wendeltreppe zu erreichen war. Oder kann es gar sein, dass du wirklich ich sein willst? Das bin ich schon. Ich glaube eher, du bist ein nichtssagender Mann. Ein bedeutender Knabe. Huck grinste und erwiderte. Du willst bestimmt erwachsen sein? Niemals. Donnerte der nun aus seinem versteck hervorschießende peter pan den dolch gezogen und auf huck gerichtet der wiederum hatte seinen säbel gezogen und schlug sofort nach dem verhaßten bengel der ihm damals die hand abgeschlagen hatte ihre rauferei begann jetzt sie wurde so verbissen und unendlich hart geführt daß Mieder der festen überzeugung war daß es hier und jetzt eine entscheidungsschlacht zwischen den beiden kontrahenten geben würde denn immer wieder stieß Peter auf Huck zu und schrie dabei Niemals werde ich erwachsen werden, niemals, nie, nie, nie. Huck hingegen lachte finster und sagte unablässig Du wirst irgendwann ein Pirat sein, du wirst meinen Dreimaster über die Meere lenken und jeden ehrlichen Reisenden in Angst und Schrecken versetzen. Nein! Beide kämpften sie unablässig miteinander. So lange, bis Huck an der Kante eines Felsvorsprungs stand, der aussah wie eine nach dem Wasser greifende Hand. Peter schwebte direkt über dem Wasser. Funken sprühen schlugen Säbel und Dolch aneinander. In dem Moment, als Huck zwei schnelle Drehungen mit dem Säbel machte und Peter damit den Dolch aus der Hand schlug, erstarrte er plötzlich. Tick, tack, tick, tack, tick, tak. Peter lachte und rief. Stockfisch! Das Krokodil! rief Fuck erschrocken, der seinen Kampf mit Peter darüber ganz vergaß. Er eilte, so schnell er konnte, die einzelnen vom Wasser ganz rutschig gewordenen Stufen hinab. Er wollte, so schnell es ging, zurück zu seiner Jolle. Diese aber zerbarst mit einem Krachen und Donnern, als der geschuppte, schwere Leib des Krokodils, einer Kanonenkugel gleich, das unglaublich große und gierige Maul weit aufgerissen, aus dem Wasser geschossen kam. Huck schrie mittlerweile wie am Spieß. Panik wallte in ihm auf, ließ ihn blass und klein werden. Ähnlich dem Jungen, der er einmal gewesen war. »Smee!« kreischte er. »Smee!« Das Krokodil fauchte nun und brummte. Immer wieder kam es aus dem Wasser, um nach Huck zu schnappen. Peter hingegen flog nun, begleitet von Wendy, Tigerlily, John und Michael hinaus aus der Schädelgrotte und zum Tannenwald. Dorthin, wo Tigerlilly und ihr Volk der Indianer ihr Lager aufgeschlagen hatten. 20. Kapitel Traurig saß Glöckchen am Strand. Ihr linkes Bein hatte sie angewinkelt und bis zu ihrer Brust herangezogen, während das Rechte über der Kante eines kleinen Steines baumelte und in einem unregelmäßigen Takt vor und zurückschwank. Sie seufzte nicht zum ersten Mal laut vor sich hin, und es klang so herzzerreißend, wie es hier beschrieben wurde, so traurig und verletzlich, dass es die umliegenden Blumen zum Zittern brachte. Fische, die bis an die immer flacher werdende Uferböschung heranschwammen, verharrten kurz, öffneten das Maul, ließen eine Luftblase aus den Kiemen entweichen und fragten sich betrübt, was Glöckchen nur hatte. Auch der in den Ästen sitzende Eisvogel, der eigentlich gerade nach einem leckeren Fisch Ausschau hielt, schüttelte das Gefieder, als er Glöckchen so seufzen und wimmern hörte. Er legte den Kopf schief, schaute auf die Fee nieder und war verwundert, daß das kleine, in einen goldenen Schein gehüllte Geschöpf nicht einmal aufblickte, als der hochgewachsene, in edle Kleidung gehüllte, schwarzhaarige Mann leise auf sie zukam und fragte: haben meine Worte dich so sehr verletzt? Kling. Das wollte ich nicht. Kling klang. Manchmal tut die Wahrheit eben weh, mein liebes Kind, so leid es mir tut, das zu sagen. So musste auch ich erfahren, was es heißt, in der Stunde des Sieges doch zum Verlierer zu werden. Kling? Oh ja, leider. Aber ich habe mir gesagt, James, da musst du durch. Egal, wie schwer es dir auch fällt, das hältst du durch. Und irgendwann wirst du gewinnen. Die letzten zwei Tage waren alles andere als leicht für mich, wenn man daran denkt, dass ich wieder einmal den Kürzeren gezogen habe und man hinter meiner verbliebenen Hand her war. Aber weißt du, Glöckchen, man darf niemals aufgeben, niemals seine eigenen Ziele aus den Augen verlieren. Klingeling, kling. Du würdest Wendy doch nichts Böses tun. Sie wäre dann für immer fort. Das musst du dir bewusst machen, sie wäre fort, und du hättest deinen Peter wieder ganz für dich. Klang? Ich verspreche es dir, Wendy wird nichts geschehen, solange sie an Bord des Dreimasters ist. Kling, kling? Ich stehe zu meinem Wort, so wahr ich Captain Hook bin. 21. Kapitel Wendy genoss die Zeit mit den verlorenen Jungen immer mehr. Sie liebte es, bei ihnen zu sein, ihnen Ratschläge zu geben, sie zu trösten oder ihnen dabei zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Besonders dann, wenn sie so verzweifelt waren, dass sie ihre Schultern hängen ließen und mutlos gegen den Gegenstand traten, den sie gerade bauen, reparieren oder in Position bringen sollten. Dann gesellte sie sich zu ihnen, legte ihnen die Hand auf die Schulter, und flüsterte ihnen aufmunternde und liebevolle Worte ins Ohr. So wie ihre... Wer? Nicht zum ersten Mal bemerkte Wendy, dass sie sich an etwas zu erinnern versuchte, das ganz weit weg in ihr war. Dass sie wollte, dass sie an etwas dachte, das sie dann doch nicht denken konnte. Es kam ihr so vor, als würde sie plötzlich mit den Gedanken gegen eine Wand prallen und keinen Weg finden, wie sie das Hindernis überwinden konnte. Und auch jetzt, wo sie am Essenstisch mit ihren verlorenen Jungen saß und diese sich mit Essen bewarfen, laut krakelten und sich damit drohten, sich gegenseitig ein blaues Auge zu hauen, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Bisher hatte es sie nie gestört, die Jungs bei ihren Tobereien zu beobachten. Sie saß immer würdevoll am Kopf der Tafel, hob vornehm den Löffel, führte diesen zu ihren Lippen und nahm dann einen Schluck. Nicht so wie die Jungen. Diese stopften alles in sich hinein und nahmen anschließend einfach vom Teller eines anderen, wenn sie noch mehr Röstkartoffeln oder etwas Schweinefleisch haben wollten. Sie saß da wie... wieder versuchte sie die innere Barriere zu überwinden, ohne dass es ihr gelang. Sie hatte schon mehrmals in der Nacht wachgelegen und darüber nachgegrübelt, was sie vermisste, oder besser gesagt, an was sie sich erinnern sollte, was sich dann wiederum mit dem Vermissen parte. Beides gehörte offenbar unzertrennlich zueinander und ließ sie nun in ihren Stuhl zurücksinken, den die Jungen extra für sie gebaut hatten bei dem Wendy sie ebenfalls ermutigt hatte weiterzumachen, nachdem sie nicht gewusst hatten, wie sie die Halterung für das Buch am besten anbringen sollten. Wendy räusperte sich nun. John, der gerade Nips Gesicht in den Pudding tauchte, hob den Kopf und schaute sie an. Michael tat es ihr gleich. Was hast du denn? wollte John wissen. Ich vermisse jemanden, meinte Wendy daraufhin. Mich? fragte Michael. Wendy lachte glockenhell, als sie sagte. Dich vermisse ich doch immer, Michael. Das weißt du doch. Michael senkte verlegen den Kopf, drehte den Fuß hin und her und spielte nervös mit den Fingerspitzen an der Pfote seines Teddys herum. Ich dich auch. Aber da ist noch jemand. Wer? Wendy hob die Schultern und schaute ihn traurig an. Peter, der die ganze Zeit über das Zähne geschwebt hatte, legte nun den Kopf schief. Bis eben hatte er sich noch köstlich darüber amüsiert, wie die Zwillinge aus zwei Löffeln und einer elastischen Sehne eine Zwille gebaut hatten und diese mit Klößen bestückten, um sie slightly um die Ohren zu pfeffern. Dieser wiederum hatte eine Schweinsachse in der Hand und wollte sie dem stoisch dasitzenden und nachdenklichen Curly über den Hinterkopf ziehen, damit dieser mit dem Gesicht voran in seinem Wackelpudding versank. Tutels hingegen schien der Einzige zu sein, der sich aus dem ganzen Durcheinander heraushielt. Er saß einfach nur da, an der hintersten Tischkante, den Löffel in der Hand, mit dem er bisher nur in seiner Kürbiskernsuppe herumgerührt hatte, anstatt ihn zum Mund zu führen. Und so wie er da saß, seufzte und die Augen starr gerade aushielt, schien es so, als würde sein Herz vor Kummer ganz schwer sein. Aber jetzt, als Peter Wendys Worte hörte, meinte er, Auf Nimmerland zählt nur das jetzt und nicht das, was gewesen ist. Aber unsere Vergangenheit hat uns doch erst zu dem gemacht, was wir heute sind, meinte Wendy melancholisch. Ich vermisse sie so sehr. Wen? wollte Peter wissen. Wendy hob wieder die Schultern und sagte, ich weiß es nicht. Dann war sie auch nicht wichtig. Doch, bekräftigte Wendy, hob die Hand und legte ihre Fingerkuppen in den Mundwinkel und strich dort entlang, als würde sie dort etwas fühlen. Etwas, das sie längst vergessen geglaubt hatte und das ihr jetzt, wo sie sich krampfhaft erinnern wollte, ganz schwer auf dem Herzen lag. Hier habe ich es ganz oft gesehen. Im Mundwinkel? Wendy lächelte und erwiderte: Da war's, ja. Da wolltest du mir mal einen Kuss hingeben, meinte Peter laut lachend, als wäre es das Lustigste, was er jemals in seinem Leben gehört hatte. Er drehte sich nun zweimal im Kreis, bevor er die Hände unter das Kinn legte und Wendy aus seinen strahlenden, vor Lebenslust schimmernden Augen anstarrte. Ein Kuss, wisperte Tootles. Mama, rief Wendy plötzlich, als ihre Erinnerungen hervorplatzten wie eine reife, gerade zu Boden gefallene Frucht. Wie das Fruchtfleisch, das in alle Himmelsrichtungen davonspritzte, waren auch ihre Erinnerungen wie Splitter, die in tausenden funkelnden Partikeln durch ihren Kopf flogen und sich ganz langsam zu einem Bild zusammensetzten. Mama? fragte John verwundert. Mami? wollte nun auch Michael wissen. Mama, bestätigte Wendy und fuhr dann erschrocken fort, als ihr bewusst wurde, was ihr da gerade beinahe entglitten wäre. Sie macht sich bestimmt schreckliche Sorgen um uns. Wir waren schließlich seit Tagen nicht mehr zu Hause. Was wollt ihr denn dort? fragte Peter erschrocken, als er begriff, dass sich seine Welt gerade begann, in eine von ihm unerwünschte Richtung zu drehen. Zu Hause ist doch langweilig, ihr seid nun in Nimmerland zu Hause. Mama deckt mich abends immer zu, flüsterte Michael und erhob sich von seinem Platz. Und dann gibt sie mir ein Küsschen, hierhin, genau hier. Und mir liest sie abends immer noch etwas vor, damit ich keine Albträume bekomme, erklärte John, der Nips sofort losließ und ein ganz betretenes Gesicht machte. Nimmerland lässt sie uns vergessen. Flüsterte Wendy erschrocken. Es will nicht, dass wir an unsere Eltern denken. Weil sie erwachsen sind, rief Peter. Deshalb. Ich vermisse meine Mutter auch, murmelte Tootles plötzlich und hob den Kopf, um zu Wendy zu schauen. Er schenkte ihr ein schüchternes Lächeln, so als würde er sich nicht trauen, zu seinen Gefühlen zu stehen. Als könnte es sein, dass Wendy etwas gegen seine Ehrlichkeit hatte. Lächerlich! schrie Peter. Wir unsere auch, gaben die Zwillinge plötzlich zu. Sie ließen die Zwille sinken und senkten traurig den Kopf. Ich hatte meine auch immer lieb, sagte nun Slightly. Sie hat mich immer im Arm gewiegt, wenn ich nicht schlafen konnte. Meine hat immer so lieb gelächelt, wenn sie mich gesehen hat, antwortete Nips und wischte sich die Soße aus dem Gesicht. Ich dachte immer, dass sie die schönste Frau ist, die ich jemals gesehen habe. Ich will nach Hause! rief Curly jetzt und sprach damit das aus, was die anderen verlorenen Jungen sich niemals getraut hätten zu sagen. Und das seit ich hier bin, Peter! Er schaute zu dem entsetzt in der Luft schwebenden Anführer. Lass uns bitte gehen! 22. Kapitel Wendy war noch immer ganz schwindelig, als sie aus dem kleinen, unterirdischen Versteck kletterte. Sie hatte so einen Zorn noch niemals im Leben gesehen, geschweige denn am eigenen Leib erfahren müssen. Selbst die Zornesausbrüche ihres Vaters waren gegen das Schimpfen, Zetern und Wüten von Peter Pan gar nichts gewesen. Er hatte die Einrichtung ebenso zerstört wie die einzelnen Waffen der verlorenen Jungen. Selbst vor dem Teddybär von Michael hatte er keinen Halt gemacht. Er hatte dem Kuscheltier das linke Ohr abgeschnitten und ihm gerade den mit Watte gefüllten Bauch aufschlitzen wollen, als Wendy sich vor ihn hingestellt hatte und rief, »Werde endlich erwachsen, Peter Pan, und benimm dich wie ein Mann und nicht wie ein quengelndes Baby, das seinen Schnuller nicht bekommt.« Da war alles ausgewiesen. »Erwachsen? Ich? Niemals!« hatte dieser wieder geschrien und energisch den Kopf geschüttelt. Lieber falle ich tot um, als mir auch nur ein Barthaar wachsen zu lassen. Sie hatten miteinander gestritten, Nasenspitze an Nasenspitze hatten sie sich gegenübergestanden und sich lauter unschöne Dinge an den Kopf geworfen. Erst als John Wendy an die Hand genommen und sie mit sich gezogen hatte, war die Wut von Peter abgeflaut. Er hatte sich auf seinen Thron niedergelassen, abgewunken und gerufen: Geht doch! Und werdet alle alt und runzlig. Das, was Nimmerland uns gibt, kann uns keine Mutter der Welt geben. Niemals. Damit hatten sie die letzten Worte miteinander gesprochen. Und jetzt, als sie aus dem kahlen Astloch kletterte, hatte sie das Gefühl, einerseits befreit, andererseits wie gelähmt zu sein. Befreit deshalb, weil sie nun wusste, wohin sie gehörte und mit wem sie reden lachen und ernste Themen besprechen konnte. Ihre Mutter war der wichtigste Mensch auf Erden. Es gab nichts, das zwischen sie passte. Sie war wie gelähmt, als sie begriff, dass Peter wie ihr Vater gewesen war, dass er es nicht hatte ertragen können, dass jemand anfing, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dass es jemanden gab, der sich gegen seine Vorstellungen und Wünsche stellte. Wen haben wir denn da? wurde sie plötzlich aus ihren Gedanken gerissen, als ihr die einschmeichelnde, liebenswert klingende Stimme von Huck an die Ohren drang. Wenn das mal nicht Wendy Darling ist, der Dorn in Glöckchens Fleisch. Wendy schaffte es gerade noch, protestierend, den Mund zu öffnen und wieder zu schließen, als sie von aus dem Gebüsch stürmenden Piraten gepackt und gefesselt wurde. Ach, meinte Huck lächelnd. Was kann das verletzte Herz seiner Frau einem doch Tür und Tor öffnen, um an das Ziel seiner Träume zu kommen? 23. Kapitel Peter wollte mit niemandem mehr reden, keinen mehr sehen. So etwas hatte er noch nie zuvor erlebt. Was fiel Wendy eigentlich ein, bei den verlorenen Jungs die Sehnsucht nach einer Mutter zu wecken? Das war doch ungeheuerlich, das war einfach nur frech und beschämend. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte er talentiertere, großherzigere und nach dem nächsten Abenteuer lechzende Jungen kennengelernt wie seine Freunde. Und niemals zuvor hatte er weinerlichere, jammernde und nach Muttermilch stinkende Bastarde kennengelernt. Hatte er ihnen denn nicht oft genug erzählt, wie schlecht Mütter zu einem waren? Hatte er ihnen nicht wieder und wieder seine Geschichte erzählt, wie er damals in dem Kinderwagen gelegen hatte, bei Wind und Wetter in den Park geschoben, von einer dicken Federdecke bedeckt? Hatte er. Wieder und wieder. Und er hatte den Jungen davon berichtet, was für eine Angst er empfunden hatte, als er seine Mutter hatte sagen hören, die gerade neben einer Freundin auf der Bank gesessen hatte. Wir werden ihn auf die Universität schicken, da wird er dann Jura studieren und ein ebenso angesehener Anwalt wie sein Vater werden. Ich weiß jetzt schon, wie das Schild in seinem Büro einmal aussehen wird, das er beziehen wird. Ach, eine schöne Vorstellung. Und genau diese Worte waren es gewesen, die ihn mit Angst erfüllt hatten, die ihn sich hatten wünschen lassen, so schnell wie möglich wegzukommen, von diesem Ort, wo Mütter und Väter anfingen, das Leben ihrer Kinder sofort zu verplanen. Die sich nichts Schöneres vorstellen konnten, als einen Blick in eine ungeschriebene Zukunft zu werfen und sich dabei auszumalen, wie ihre Zöglinge sie einst mit Stolz erfüllen würden. Stolz war aber etwas für einen selbst, für niemand anderen. Man durfte nicht in Fantasieketten gelegt werden. Kinder mussten frei sein, ungezügelt, ungehemmt, sie sollten keinen Regeln unterworfen werden. Ach, weg mit diesen Gedanken und der ganzen Wut! schimpfte Peter, der noch immer den Dolch in den Händen hielt und willenlos damit auf den Tisch eingestochen hatte, der seinem Thron gegenüberstand. Längst hatte er große Stücke aus dem Holz gekerbt und die Spitze hatte bereits angefangen, stumpf zu werden. Ich brauche diese Versager und Muttermilchtrinker nicht. Ich finde schon wieder neue Freunde, so wie immer. Ein Peter Pan ist niemals lange alleine. Niemals! So verging ein wenig Zeit, während er schmollte und mit sich selbst redete. Immer wieder hielt er den anderen vor, Versager zu sein, beleidigte sie und stampfte gelegentlich sogar mit dem Fuß auf. Aber schließlich, als er merkte, daß er müde wurde und seinen Plan, doch noch einmal hinaus in das abendliche Nimmerland zu fliegen, beiseite schob, erklang ein leises Rascheln und Schaben an seinen Ohren. Erst dachte er, dass es sich dabei um einen der vielen in den Wäldern lebenden Waschbären handeln könnte, der auf der Suche nach einer schnellen Mahlzeit glaubte, im Versteck der verlorenen Jungen fündig geworden zu sein. Aber dann, als Peter begriff, dass dies nie und nimmer ein Waschbär sein konnte, weil diese viel zu laut waren und man sie deshalb gar nicht überhören würde, begann er zu grinsen und rief nur, Ha, da kommen die feinen Herrschaften also wieder zurück zu Peter Pan gekrochen, um sich vor ihm in den Staub zu werfen und um Verzeihung zu bitten, damit er sie wieder in seine Dienste nimmt. Pustekuchen, das wird niemals geschehen, niemals. Er verschränkte gönnerhaft die Arme vor der Brust und schaute zum Eingang, der geradewegs in den Hauptraum des Verstecks führte. Als er mehr als fünf Minuten gewartet hatte, was ihm sehr leicht fiel, weil er sich sicher war, bald wieder über ein unterwürfiges Gefolge zu verfügen, beschlichen ihn langsam Zweifel, ob seine Freunde wirklich zurückgekommen waren. Nur um sich dann selbst zu sagen, Die haben nur Angst, hierher zu kommen und ihre Niederlage einzugestehen. Aber dabei werde ich Ihnen helfen, damit Sie begreifen, dass Sie mich niemals verärgern sollten. Niemals. Also erhob er sich von seinem Platz, schwebte zum Eingang und rief, Angst solltet ihr haben, bis euch die Gedärme aus den Ohren herauskommen. Fürchtet euch vor meinem Zorn und betet dafür, dass ich euch nicht allen meinen Dolch in die Nieren steche. Seine Rede der Furcht, wie er sie ganz stolz in Gedanken genannt hatte, brach abrupt zusammen, als er begriff, dass die verlorenen Jungs gar nicht zu ihm zurückgekommen waren, dass sie nicht einmal einen Fuß in das Innere des Verstecks gesetzt hatten, vielmehr hatten sie ein kleines Geschenk für ihn dagelassen, in grünes Papier eingeschlagen und mit einer roten, kunstvoll verzierten Schleife versehen. Aha, rief er. Dann wollen Sie sich also bei mir einschmeicheln und meinen Zorn damit besänftigen, indem Sie mich bestechen. Na schön. Will ich mich bestechen lassen? Mit diesen Worten hob er das ausgesprochen schwere Paket an, er ächzte kurz, weil er sich so sehr darüber wunderte, daß die verlorenen Jungen ihm ein so kostbares Geschenk gemacht hatten. Schließlich, überlegte er sich, muß es teuer gewesen sein, sonst wäre es nicht so unglaublich schwer. Peter wollte gerade an der Schleife zupfen, um das Papier, von dem das Band zusammengehalten wurde, abstreifen zu können, als ihm die kleine, an einem dunklen Faden baumelnde Karte auffiel. Sie war rosa und hatte die Form eines kleinen Herzens. In geschwungener Handschrift, die nur Wendy gehören konnte, stand darauf geschrieben Verzeihe mir, Peter, und sei so lieb und öffne das Paket erst um Mitternacht. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Auf unsere Freundschaft. Na gut, meinte Peter zu sich selbst, will ich Ihnen diesen Gefallen einmal tun und mich so verhalten, wie Sie es gerne hätten. Dabei überhörte er allerdings das aus der Schachtel kommende Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Geflissentlich und wusste nicht, dass dieses Geräusch für ihn tödlich enden sollte. 24. Kapitel Klingel-Klingeling Dem Wort von Captain Hook ist immer zu trauen, liebste Fee versicherte Huckglöckchen, die aufgeregt vor ihm hin und her schwebte, nachdem sie den Dreimaster erreicht hatten und die verlorenen Jungen, und auch Wendy und ihre Brüder, an den Mast gebunden vorfanden. In der Nacht funkelten die einzelnen Sterne über Nimmerland immer ganz hell. Der Mond war voll und blass und gab der ganzen Szenerie einen Anstrich von gespenstischem Zwielicht. Jetzt huschten die Piraten über das Deck, von dem weißen Schein des Mondes beschienen, und sahen dabei aus wie aus dem Nebel auftauchende Gespenster. Ihre Gesichter waren fahl und ihre Bewegungen ruckartig und abgehackt, beinahe so, als hingen sie an unsichtbaren Fäden und wurden von fremder Hand geführt. Kling-klang! Hucks Gesicht versteinerte. Was willst du damit sagen? Er machte eine kurze drohende Pause, bevor er weitersprach. Fee! Kling, klang, kling. Das wagst du mich ernsthaft zu fragen? Mich, den Mann, der dir Freundschaft geschenkt hat, als keiner mehr an dich geglaubt hat? Als alle dich als Verräterin gesehen haben, obwohl du doch nur eines im Sinn hattest, Peter Pan zu retten. Ich nenne das nicht vorsichtig, ich nenne das frech. Kling. Hucks Gesicht nahm jetzt keinen freundlichen Zug mehr an. Er presste die Lippen so fest aufeinander, dass sie nur noch wie blutleere weiße Striche wirkten und ihm etwas Verkniffenes verliehen. Niemandem wird etwas geschehen, solange er am Bord des Dreimasters ist, versicherte er Glöckchen noch einmal und packte die Federn blitzschnell am Flügel. Diese, überrascht von der plötzlichen Aggressivität des Piratenkapitäns, begann wild zu zappeln und sich zu wehren, ohne dass es ihr aber gelang, sich aus seinen Fängen zu befreien. Andererseits, Glöckchen, kleine Fee, sinnierte Huck, sind Piraten nicht gerade dafür bekannt, ihr Wort zu halten oder gar fair zu spielen? Er grinste. Deswegen bin ich dafür, dass ihr alle sterben werdet, einschließlich Peter Pan, der... Huck schaute hinauf zum Himmel und zu dem bleichen Mond, der kurz davor war, den höchsten Zenit zu erklimmen. Nur noch wenige Minuten hat, bevor er in der größten Explosion, die Nimmerland jemals gesehen hat, vernichtet wird. 25. Kapitel Sie alle waren gefangen. Nicht einer konnte sich noch bewegen. Glöckchen war in ein umgedrehtes Gurkenglas gesteckt worden, das ganz unangenehm roch und noch dazu fast trüb war. Wendy und die Jungen waren an den Mast gebunden worden, jeder einzeln für sich und dann noch einmal mit einem dicken Tau um alle herumgelegt, ohne eine Chance, jemals entkommen zu können. Wendy, die Huck am liebsten vor das Schienbein getreten hätte, nahm ihren ganzen Mut zusammen, als sie den an der Reling auf- und abgehenden Kapitän sah, der unentwegt zum Versteck der verlorenen Jungen starrte und darauf wartete, dass es gehörig knallte, und warf ihm dann wutentbrannt an den Kopf. Sie sind der niederträchtigste und gemeinste Mensch, der mir jemals im Leben begegnet ist. Danke für das Kompliment. Ihre Mutter muss sich doch in Grund und Boden schämen, so ein Kind in die Welt gesetzt zu haben. Meine Mutter, rief Huck, sich auf dem Absatz herumdrehend, den blitzenden Haken wie zum Schlag erhoben, hat mich immer dazu ermutigt, der zu werden, der ich sein wollte. Und Sie wollten Huck werden? Wendy merkte, wie sehr die Worte den eitlen, von sich selbst eingenommenen Kapitän trafen. Ich bin Huck rief er wütend und packte das Tau, das um Wendy und die verlorenen Jungen geschlungen war, löste es und riss Wendy, die noch immer mit ihrem eigenen Seil gefesselt war, nach vorne. Und Huck lässt sich von nichts und niemandem beleidigen, schon gar nicht von seinem frechen Gör wie dir. Smee, rief er im gleichen Atemzug. Kapitän, Meldete sich der untersetzte Gehilfe eingeschüchtert zu Wort und schaute von unten nach oben zu seinem Befehlsgeber. Ich brauche die Planke. Die, 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 stammelte Smee, der sich die Mütze vom Kopf riss, sie gegen die Brust preßte und ganz verlegen aussah, unsicher von einem Bein aufs andere tretend. Die Planke, versicherte ihm Huck. Jetzt. Aber. Sie ist doch noch ein Mädchen. In diesem Moment klirrte es hinter den Piraten auf der Reling, aber niemand beachtete das Geräusch. Niemanden interessierte es, daß Glöckchen es geschafft hatte aus ihrem Gefängnis zu entkommen und nun von Angst und ihrem schlechten Gewissen getrieben rasend schnell zum Versteck der verlorenen jungen flog. Ein freches Mädchen, knurrte Huck. Die Planke. Ja, ja antwortete smee und zuckte zusammen als der im mondschein blitzende haken pfeifend durch die luft fuhr und ihn nur deshalb nicht traf weil er den kopf zwischen die schulter genommen hatte los ihr söhne des klabautermanns ihr habt den kapitän gehört los 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 die planke holt schon die verfluchte planke emsige betriebsamkeit ergriff nun alle Niemand wollte Huck unter die Augen treten, wenn er so böse und niederträchtig war wie in diesem Augenblick. Nur Wendy, die sich selbst vorgenommen hatte, keine Angst vor Huck zu zeigen, schaute ihn trotzig und herausfordernd an. Selbst in dem Moment, als zwei Piraten die Planke zu ihnen trugen, blieb sie ganz ruhig. Huck hingegen grinste und schaute hinauf zum Himmel. Als er leise Bum! sagte, hörte man in der Ferne auf einmal eine gewaltige Explosion. Vögel stiegen kreischend auf, Waldtiere stießen rührende und ängstliche Schreie aus, und die verlorenen Jungen begannen zu zittern und zu weinen. Bye bye, Peter Pan, und bye bye, rief der Kapitän erfreut, als sie blank über die Reling hinweggehieft wurde und scheppernd und krachend, in die für sie vorgesehene Verankerung fiel. Wendy, darling! 26. Kapitel Was ist schon eine Minute? sagte Peter zu sich selbst, während er das auf seinem Schoß liegende Paket betrachtete und es von einer Seite auf die andere drehte. Er wollte unbedingt wissen, was Wendy und die verlorenen Jungen ihm zur Versöhnung geschenkt hatten. Doch in dem Moment, als er mit spitzen Fingern nach der grünen Schleife griff, um sie zu öffnen, hörte er das vertraute Klingeln von Glöckchen und verzog daraufhin angesäuert den Mund. Du kleine, missgünstige Fee! rief er, als Glöckchen ihm das Paket vom Schoß riss und damit quer durch das Versteck flog, hin zu dem von Sträuchern und Blättern verdeckten Fenster. So schnell wie ein Lichtstrahl flog sie damit hinaus und wurde im nächsten Moment nicht mehr gesehen und gehört. Was folgte, war eine Explosion, wie Peter sie noch nie zuvor im Leben gehört hatte. Die Druckwelle, die das ganze Versteck verwüstete, Tische entzwei brach und Stühle zerschmetterte, als wären sie von einer Riesenfaust getroffen worden, schleuderte ihn quer durch den ganzen Raum. Er prallte schließlich mit dem Kopf gegen die Wand, fühlte sich für einen kurzen Moment wie benommen und war dann wieder hellwach. Glöckchen! rief er panisch, die Hand zum Fenster ausgestreckt, durch das sie gerade eben noch geflogen war. So schwer es ihm auch fiel, es zuzugeben. Er war traurig, traurig, weil seine beste Freundin nun nicht mehr lebte. Und er wusste genau, wem er das zu verdanken hatte. Huck. 27. Kapitel Wendy stand am Rand der Planke. Ihre Zehenspitzen ragten schon über das Brett hinweg, und sie konnte das im Mondlicht unter ihr schimmernde, tiefschwarze, leise gurgelnde und plätschernde Meer sehen. Sie hörte die in ihren Kopf dringenden, Stimmen der Nixen, die ihr versprachen, dass alles gut werden würde, wenn sie nur sprang, dass sie ihr helfen würden, alles zu vergessen, was Huck ihnen angetan hatte. Und sie hörte das leise Wehen des Windes, der einen angenehmen Geruch in sich trug, der an frisch aufgeworfene Bettwäsche erinnerte und sie glauben ließ, unendlich tief in Federn einzusinken. Spring! befahl Huck nun. Aber Wendy dachte nicht im Traum daran. Sie wäre doch verrückt gewesen, wäre sie gesprungen. Wer wollte denn schon ertrinken? Du sollst springen! befahl er ihr und trat dann heftig auf die Planke und versetzte sie damit so sehr in Bewegung, dass Wendy, deren Hände ja immer noch auf dem Rücken gefesselt waren, nicht die Balance halten konnte. Sie kam ins Schwanken und bewegte die Hüfte kreisend hin und her, um die schwingende Bewegung unter ihren Füßen auszugleichen. Hinter ihr schrien die verlorenen Jungen laut auf. Huck lachte bissig und feuerte das Schicksal an, Wendy endlich über die Planke hinunter ins Meer zu schicken. Doch das Schicksal hatte an diesem Tag offenbar gute Laune. Es fand, dass es gar nicht nett wäre, wenn ein so junges und freundliches Mädchen in den tödlichen Fluten des sich unter ihr ausbreitenden Meeres ertrinken würde. Deshalb trug das Schicksal Peter Pan auf seinen Schwingen heran. Dieser flog unterhalb der Planke entlang, machte einen großen Bogen und trat dann Huck entgegen. Vorher aber hielt Glöckchen Wendy mit dem Zeigefinger auf der Planke fest und lächelte ihr, das erste Mal seit sie sich kannten, zu. Klingel, klingel, klingeling. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Glöckchen. Du! kreischte Huck und schlug sofort aufgebracht mit dem Haken nach Peter Pan. Ich! grinste der niemals erwachsen werdende Junge. Das ist aber doch unmöglich! In Nimmerland sterben die Helden nie, rief Peter und wich den wütend geführten Schlägen Hucks leichtfüßig aus. Wie schade, dass du nur ein Ochsenfrosch bist! Stockfisch heißt das, rief Peter und kämpfte nun wieder so verbissen mit Huck wie vor wenigen Tagen, als sie sich in der Schädelgrotte gegenübergestanden hatten. Erneut schlugen ihre Waffen aneinander. Wieder stoben Funken und Flüche schwebten durch die Nacht. Glöckchen schnitt jetzt mit ihrem Messer die Fesseln der verlorenen Jungen durch, diese stürzten im gleichen Moment auf die verdutzt dastehenden Piraten und trieben sie Schritt für Schritt zurück. Die ersten bösen Männer gingen jetzt über die Reling. Platschend schlugen sie ins Wasser. Sie gurgelten und wimmerten und wollten wieder an Bord geholt werden, aber niemand erhörte sie. Der Einzige, der auf ihr Leiden aufmerksam wurde, war das Krokodil. Es hatte sich schon seit einigen Tagen nicht mehr in der Nähe des Dreimasters gezeigt, es war der festen Überzeugung, dass man der Beute, die man jagte, auch mal eine Ruhepause gönnen sollte. Ruhe und das Gefühl von Sicherheit. Jetzt, wo das Wasser unruhig wurde, die Nixen wild durcheinander schwammen, sie sich nicht verkneifen konnten, einige der im Wasser zappelnden Piraten zu bezirzen und ihnen zu erzählen, wie schön es auf dem Meeresgrund war, fand das Krokodil, dass es lange genug gewartet hatte. Es durfte jetzt ruhig ein weiterer Versuch unternommen werden, um Hucks habhaft zu werden. Dieser wiederum hatte es geschafft, Peter Pan in die Enge zu treiben. Dessen Dolch lag meilenweit und unerreichbar für ihn mitten auf dem Deck. Huck hatte Peter die Klinge seines Säbels gegen das Kinn gepresst und atmete so schwer, dass man meinen konnte, er habe gerade einen Hundert-Meter-Sprint hinter sich gebracht. Ich sagte doch, dass du kein Held bist, Anwaltssohn, zischte Huck. Du bist nur eine weitere Karbe im Holz derer, die Huck aufs Nimmerwiedersehen ins Jenseits geschickt hat. Peter versuchte der Situation zu entkommen, aber vergebens. Er würde hier sterben. Wäre da nicht das immer lauter werdende Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack tick, tick, gewesen. So wie das noch immer wütende Glöckchen. Diese hatte mit den verlorenen Jungen alle sich noch an Bord befindlichen Piraten in die Enge getrieben. Als sie sah, was Huck tun wollte, fuhr sie dazwischen und wehrte den alles entscheidenden Hieb ab, der Peter die Kehle aufgeschnitten hätte. Du? fragte Huck verwundert. Kling! Und so wurde er zurückgetrieben. Er kämpfte jetzt mit allen Tricks und Mitteln, um die wütende Fee von sich fernzuhalten. Es gelang ihm schließlich, Glöckchen mit einem gezogenen Dolch an die Reling zu heften. Die Spitze seiner Waffe hatte sich durch ihr schönes Kleid gebohrt und war tief ins Holz des Schiffes eingedrungen. Lasse dich niemals mit Versagern ein, höhnte Huck, der sich gleich darauf zu Peter Pan umdrehte. Und du schau lieber, wo du dich hingestellt hast, meinte Peter und genoss es, wie Hucks Augen sich vor Schreck weiteten. Die Blanke! Hauchte er. Auf ihrer Kante, verbesserte ihn Peter und trat dann, als das Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack tick, tick, so laut war, dass es niemand mehr überhören konnte, fest auf das Brett. Huck tanzte nun ähnlich wie Wendy vor kurzem. Er ruderte wild mit den Armen, weil er nicht hinunterfallen wollte. Aber er schaffte es nicht, sich zu halten. Unter den jubelnden Schreien der verlorenen Jungs, und der applaudierenden Wendy fiel Huck rücklings in Richtung Wasser, was er aber niemals erreichte, denn in dem Moment, als er von der Planke fiel, stieß das Krokodil aus dem Wasser, schnappte sich den Kapitän und verschwand mit seiner Beute in den Tiefen des Meeres. 28. Kapitel Ihr wollt wirklich nicht bleiben? fragte Peter, nachdem sich alle daran gemacht hatten, zur Erde zurückzukehren. Wir vermissen unsere Eltern, meinte Nips. Das tun wir wirklich. Dann eine gute Reise, wünschte Peter ihnen allen und stand schließlich genau vor Wendy. Dir habe ich nur eines zu geben. Und das wäre? Einen Kuss. Und damit gab er ihr ihren ersten, zärtlichsten und wohlschmeckendsten Kuss, den sie jemals in ihrem Leben bekommen sollte. Mach's gut, sagte er und flog dann zurück nach Nimmerland, gefolgt von einem glücklichen und über das ganze Gesicht strahlenden Glöckchen. Und so kehrten alle wieder heim, jeder zu seinen Eltern und Verwandten. Manchmal, meistens dann, wenn sie ganz still waren, und da nichts anderes mehr dachten als an sich selbst, waren sie der Meinung, aus weiter Ferne das laute Krähen eines Hahns zu hören. Der nur zu gerne gesehen hätte, wie Tutel sich gegen die Bienen zur Wehr gesetzt hätte. Nicht, dass irgendjemand hier plötzlich dachte, dass die verlorenen Jungs grausam waren, verschlagen oder hinterhältig. Nein, das waren sie ganz bestimmt nicht. Sie probierten einfach nur gerne Sachen aus. Oder besser gesagt, sie ließen sie ausprobieren. Unsere Erfindung geht so, sagte der hochgewachsene, dunkelhäutige Zwilling. Man steckt seine Hand hier in den Baumstumpf und... In diesem Moment kam Glöckchen auf sie zugeflogen. Sie wedelte aufgeregt mit ihren Flügeln, fuchtelte mit den Händen und klimperte in so einem herzzerreißenden Ton, dass die Jungen allesamt ein betrübtes Gesicht machten. Ein hässlicher Wendy Vogel, sagst du?, fragte Tootles. Und er verfolgt dich?, wollte Slightly wissen. Er zieht kreisende Bahnen am Himmel?, fragte der kleine hellhäutige Zwilling. Du willst, dass wir etwas unternehmen? Curly klang alles andere als begeistert. Nips aber konnte Glöckchens Einwände durchaus verstehen. Schließlich waren große, gefährliche. Und noch dazu hässliche und absolut brutale Vögel, ein Hindernis für Peter. Was, überlegte er sich, wenn Peter gerade auf dem Rückweg zu uns ist, schwer mit Beute beladen? Dann kann er sich nicht wehren, und der Wendy-Vogel kann ihn packen und verschleppen. Der Wendy-Vogel würde ihn mit sich nehmen, in seinen Horst und niemals wieder rauslassen. Nein, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Deshalb straffte Nips seine Brust gab seiner Stimme einen energischen Klang, oder besser gesagt, ließ sie so klingen, wie er glaubte, dass sie klingen musste, wenn man energisch war, und sagte Reicht mir Pfeil und Bogen. Was hast du denn vor? fragte Tutels, ehrfürchtig. Wir werden uns alle vor einem schrecklichen Ungeheuer bewahren, also wo ist der Pfeil? Dort. Der Zwilling reichte ihn hinüber. Und der Bogen? Hier? Slightly gab ihn Nips. Nun seht, was für ein wunderbarer Anführer und Bogenschütze ich bin. Ich ziele ganz genau, murmelte er, als er seinen Kopf aus dem Wipfel der Bäume streckte und den gar nicht so hässlich und gefährlich am Himmel entlangfliegenden, einen bogenschlagenden Wendy Vogel sah. Er zuckte mit den Schultern. Auftrag war Auftrag, und Peter Pan musste um alles auf der Welt beschützt werden. Deshalb legte er den Pfeil auf die Sehne, spannte sie, kniff das rechte Auge zu und fixierte den wirklich harmlos aussehenden Wendy-Vogel. Der Pfeil schoss geradewegs auf sein Ziel zu und traf. 13. Kapitel Ich hasse dich, Peter Pan! rief Huck dem laut lachenden, am Himmel fliegenden Peter hinterher, während er seinen Haken schwang und einen Fluch nach dem anderen ausstieß. Peter aber kümmerte das nicht. Er hatte mit Michael und John das erreicht, was er erreichen wollte. Die dicke Bertha kam erst einmal nicht mehr zum Einsatz. Wie auch, denn er hatte sie mit John zusammen von ihrem Halteseil getrennt und mit einem wuchtigen Stoß in Bewegung gesetzt, sodass die Piraten sie nicht mehr aufhalten konnten. Krachend und berstend war sie durch die Reling gebrochen und hinab in das Wasser gestürzt. Wenn ich dich an meinen Haken bekomme, rief Huck und verstummte plötzlich. War da nicht ein Ticken gewesen? Ein ekelhaftes Angstschweiß auf die Stirn treibendes Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Smi! jammerte er daraufhin, schaute unter seinem Schlapphut zu dem dicken, immer herumhopsenden Mann und vergaß dabei Peter Pan. Captain? Tick-Tack, Tick-Tack, rief Huck und legte den Arm mit dem Haken auf die Reling und später auf das langsam in Aufruhr geratene Wasser. Oh, erwiderte Smee, das klingt überhaupt nicht gut, überhaupt nicht. In diesem Moment stob es aus dem Wasser. Ein grünes, mit Schuppen bedecktes Ungetüm, das mit einem weit aufgerissenen Maul versuchte an der Bordwand hinaufzuspringen. Huck stieß einen erschrockenen Schrei aus. Da ist es! Erneut brüllte das Monstrum, und wieder schnappte es nach dem vor Angst bibbernden Kapitän, der er sonst vor nichts und niemandem Angst hatte, der nicht einmal den Teufel der Hölle fürchtete, wenn er ihn heimzusuchen versuchte, um seine Seele in die Abgründe des Fegefeuers zu zerren. Aber das, was da gerade aus dem Wasser sprang und mit seinen krallenbesetzten Pfoten Halt an dem nassen Holz des Dreimasters suchte, war in Hucks Augen das personifizierte Böse. Das Krokodil. Es hatte einst seine Hand verschluckt, nachdem Peter Pan sie ihm abgeschlagen hatte, und seitdem machte es Jagd auf Huck. Es wollte ihn fressen. Weil das Böse so verlockend ist, hat es Mie einmal gewagt zu sagen. Und seine Äußerung nur deshalb nicht mit dem Leben bezahlt, weil Huck in diesem Moment nicht schnell genug an seine Pistole herangekommen war. Diese hatte eine Handbreit neben ihm auf dem Schreibtisch gelegen, auseinandergebaut, weil er das Schießrohr gereinigt hatte. Zwar hatte der Kapitän die Pistole erhoben und ohne mit der Wimper zu zucken abgedrückt, aber zum Glück nichts Schlimmes damit angerichtet. Nun, als das Krokodil die Bordwand hinaufsprang und damit die kalte Gischt auf das Deck spülte, Tatsmi, das Einzige, was er gut konnte. Huck, beruhigen. Habt keine Angst, Kapitän, macht ganz ruhig. Das Krokodil kann nicht hier hinaufkommen, das tut es doch nie. Sehen Sie es doch einmal aus dieser Warte: Was hätten die Kinder denn davon, wenn sie jetzt schon gefressen werden würden? Dann wäre die Geschichte doch sehr kurz und das will doch keiner, oder? Das will keiner, stammelte auch Huck. Deshalb sollten sie einfach ruhig bleiben. Wir müssen doch die verlorenen Jungs jagen, vielleicht Tigerlili gefangen nehmen und sie hinüberbringen zur Felsenhöhle. Dort, wo sie erst letzte Woche zwei Piraten an die nassen glitschigen Felsen fesseln ließen, weil sie meinten, sie würden beim Kartenspiel betrügen. Da sind das keine tröstenden Aussichten. Tick, tack, tick, tick, tick. Noch immer umkreiste das Krokodil den Dreimaster, und noch immer sehnte es einen weiteren Bissen von dem von Bosheit durchzogenen Fleisch herbei. Aber das bekam es nicht. Huck zeigte sich nicht mehr an Deck. Er grübelte schon wieder über einen neuen Plan nach. Einen Plan, der es endgültig schaffen sollte, den lästigen, krähenden und durch die Luft fliegenden Peter Pan zu besiegen. Und so grinste er, als ihm bewusst wurde, dass er endlich den richtigen Weg gefunden hatte. Tigerlilly! murmelte er. Was für ein guter Einfall von mir! Und dann kicherte er. Er kicherte so böse, dass Smee misstrauisch die Augenbrauen zusammenzog und genau wusste, dass das alles nichts Gutes bedeuten konnte. Vierzehntes Kapitel. Wendy, Wendy! rief John während er durch das Blätterdach geschossen kam, wie von einer Zwille abgefeuert. Wir haben es den Piraten richtig gezeigt. Du glaubst gar nicht, was für ein hervorragender Kämpfer ich. Er verstummte. Auch Michael, der neben ihm hergeflogen war und dessen Augen vor Aufregung und Freude leuchteten, hörte sofort auf zu plappern. Er hatte Peter wieder und wieder erzählt, wie er den dicken Piraten erst eine links, dann eine rechts verpasst und ihm schließlich einen Schlag mitten auf die Nase gegeben hatte. Er hielt ebenso inne wie sein Bruder. Was habt ihr getan? hörte John Peter wie aus weiter Ferne rufen. Hat etwa jemand auf Wendy geschossen? Der böse Wendy-Vogel wollte dich aus der Luft ergreifen und dich in tausend Stücke reißen. Sagt wer? wollte Peter wissen. Er schwebte langsam, beinahe ängstlich auf die regungslos am Boden liegende Wendy zu, als habe er Angst davor, etwas zu sehen zu bekommen, das er um alles auf der Welt verhindern wollte. Peter setzte schließlich auf den Boden auf und schaute dann auf Glöckchen, die auf einem Blütenblatt saß, das sich unter ihrem Gewicht bog. Du, grollte Peter. Du schon wieder. Kling, kling, klang, kling. Was hast du dir schon wieder ausgedacht? fuhr Peter auf. Wendy ist doch nicht gefährlich, weder für dich noch für die Jungen, und schon gar nicht für jemanden wie Peter Pan. Klingeling. Das will ich gar nicht hören, rief er aufgebracht. Gar nichts will ich mehr von dir hören. Ich beende hiermit unsere Freundschaft. Aus, vorbei, für immer gestorben. Mach, dass du wegkommst, du bitterböses Biest. Glöckchen war nun von ihrem Platz aufgesprungen. Sie flog in hektischen Bahnen, Feenstaub hinter sich herziehend, der herrlich golden funkelte im aufgehenden Sonnenlicht, genau auf Peter zu. Sie fasste ihn flehend an der Hand und schluchzte bitterlich, als sie zurückgezogen wurde. Da geht es lang, schimpfte Peter. Da gehen die Feinde von Peter Pan hin. Glöckchen ließ traurig die Flügel hängen verstand er denn gar nicht, warum sie getan hatte, was sie getan hatte? War es ihm denn nicht möglich, das Ganze zu begreifen? John, da eine dumpfe Ahnung in sich aufsteigen fühlte, erinnerte sich auf einmal an einen Spruch, den seine Tante einmal gesagt hatte, als sie darüber berichtet hatte, wie die Ehe eines befreundeten Pärchens zerbrochen war. Einer gekränkten Frau muß man alles zutrauen. War Glöckchen gekränkt worden, als Peter Wendy mit ins Nimmerland genommen hatte. Hatte sie geglaubt, dass sie nun von einer anderen Frau ausgetauscht wurde? Andererseits durfte man nie, egal wie eifersüchtig oder verletzt man war, einem anderen ein Leid zufügen. Das hatte Glöckchen aber getan, wohlwissend und absichtlich. Ist sie... Ist, ist sie tot? fragte Michael wimmernd hinter John. »Ich glaube, ja«, schluchzte John. »Oh nein!« »Das ist alles nur meine Schuld«, rief Nips, der ja den Pfeil abgeschossen und damit das Leid über die Gruppe gebracht hatte. »Hätte ich doch nur auf meinen Verstand anstatt auf Glöckchen gehört.« »Für deine Einsicht ist es jetzt zu spät«, bemerkte Peter traurig. »Dann richte mich hin, hier und jetzt.« bat Nips ihm die blanke Brust an, nachdem er in die Knie gegangen und sein verlaustes und schmutziges Hemd aufgerissen hatte, um Peter die Stelle zu zeigen, wohin dieser seinen Dolch stoßen sollte. Peter nahm den Dolch tatsächlich in die Hand und ging mit finsterer Miene auf Nips zu, zum Zustoßen bereit. 15. Kapitel Der Kampf gegen die Piraten. Hucks Angst war jetzt verflogen. Nun, wo das unangenehme Tick-Tack-Tick-Tack tick, tack nicht mehr zu hören war und sich das ekelhafte Krokodil maulend, brummend und übel gelaunt zurückgezogen hatte, straffte er sich wieder. Seine Haltung wurde nun würdevoll, sein Blick herablassend, und um seinen Mundwinkel herum zeigte sich ein gönnerhaftes, niederträchtiges Lächeln, das daher rührte, weil in seinem eben noch vor Furcht erstarrten Gehirn ein Plan Gestalt angenommen hatte. So war es immer bei ihm. In einem hohen Grad menschlicher Erregung hielt ein klitzekleiner Funke Verstand die Balance und arbeitete fieberhaft an dem, was die übliche Gefühlswelt in Huck vernachlässigte. Und jetzt, wo er genau wusste, was er wollte und was er schaffen musste, rief er laut. Smee! Ja, Kapitän! Sein persönlicher Gehilfe kam in die Kajüte gestürmt, seine Mütze schief auf dem Kopf. Ich habe einen Plan. Oh. Smee machte große Augen. Welchen denn? Was glaubst du denn? Nun ja, da es noch kein Frühstück gegeben hat, hoffe ich natürlich, dass ihr euch überlegt habt, dass die Mannschaft mal wieder Rührei, Speck und Toast serviert bekommt. Du bist ein Nichtsnutz, Smee, brummte Huck. Aber ein Hungriger. Wohin sind die Kinder geflogen, als sie dachten, uns besiegt zu haben? Hinüber zur Insel, wieso fragt ihr? Huck stand, seinen kleinen Schnurrbart streichelnd, am Fenster seiner Kapitänskajüte und ließ seinen Blick über das weiße blaue Meer streifen, auf dessen oberen Wellenkämmen weiße kleine Luftblasen tanzten. Weil wir sie finden werden. Wen? Smee hatte ordentlich Probleme beim Denken, was wohl daran lag, dass sein persönlicher Gehilfe unfassbaren Hunger hatte und sich deshalb auf nichts anderes mal konzentrieren konnte, als auf seinen knurrenden Magen. Die Kinder! Wir haben Peter Pan und dessen Versteck doch schon so oft vergeblich gesucht, dass ich nicht glaube, dass. Huck wirbelte herum. Er packte Smee mit seinem Haken am Kragen, von seinem speckigen und ausgefransten gestreiften Shirt und zog ihn dicht an sich heran. So dicht, dass er dessen Furcht riechen konnte. Nicht diese Kinder! Nicht diese? Smee zitterte am ganzen Leib. Welche denn dann? Ist dir denn nicht aufgefallen, dass es neue Freunde waren, die Peter begleitet haben? Neue Freunde? Smee schüttelte den Kopf. Oh ja, meinte Huck grinsend, Smee wieder absetzend. Zwei Jungen, unbändig und ungestüm, darauf aus, Abenteuer zu erleben, von nichts und niemandem zu zügeln und zu halten. Wahljungen gleich, übermütig und frei, Smee. Ja, die Jungs werden Nimmerland erkunden, es erforschen, und da kommen wir ins Spiel. Weil wir es auch erkunden und erforschen werden? Weil wir eine Falle bauen und diese zuschnappen lassen, Smee. 16. Kapitel noch nie zuvor hatte John sich so alleine gefühlt wie in dem Moment, als er begriff, dass seine Schwester, von einem Pfeil niedergestreckt, tot vor ihm auf dem Boden lag. Es kam ihm so vor, als wären alle Ängste, die er jemals in seinem Leben erfahren hatte, mit einem Schlag wie weggewischt. So albern es im ersten Moment auch klang, aber so fühlte er sich. Es war wirklich so, als ob alle Befürchtungen, Zweifel, alle selbsterdachten und ausgemalten Schreckensszenarien plötzlich ihre Wirkung verloren und einem neuen, bisher unbekannten Gefühl Platz gemacht hätten. Verlust. In seinem bisher so wohlgeordneten und von strikten Regeln bestimmten Leben hatte es viele Dinge gegeben, die ihn ängstigten. Wenn seine Lehrerin die Hausaufgaben kontrollierte, zum Beispiel, die strengen Blicke seines Vaters, wenn John mal wieder zu sehr Kind gewesen war und sich erdreistet hatte, laut zu lachen oder sich vorzustellen, ein Ritter in strahlender Rüstung zu sein, der mit einer Lanze auf einen Drachen zugaloppierte, um aus dessen Klauen die Schwester zu befreien. Das alles war für ihn irgendwie normal geworden. Was er aber hier zu sehen bekam, ließ ihn merken, wie sehr er an Wendy hing dass er sie über alles liebte und dass er sie um nichts in der Welt verlieren wollte, weswegen er mit zitternder Unterlippe und durch die Nase atmend auf die am Boden liegende Wendy zuging. Michael, der neben ihm stand, seinen Teddy noch immer am linken Bein haltend, schluchzte leise. Es wird schnell gehen, habt keine Sorge, meinte Peter, der den Dolch nun über den Kopf erhoben hielt, um ihn jeden Augenblick in Nips Brust zu stoßen. Deshalb sind wir doch nicht traurig, meinte John schluchzend. Verwundert hielt Peter inne. Auch die anderen verlorenen Jungen, die einen Kreis um den am Boden knienden Nips geschlossen hatten, schauten John jetzt mit vor Verwunderung weit aufgerissenen Augen an. Nicht? kam es bei ihnen wie aus einem Mund. Nein, sagte John und schüttelte den Kopf. Es geht um Wendy. Um Wendy? Peter nahm den Dolch herunter, schaute zu John und schien, wie es aussah, in seinen Gesichtszügen lesen zu wollen, was ihm aber nicht gelang. Erst sehr viel später, nachdem sich seine wie wild im Kreis drehenden Gedanken beruhigt und er sich wieder im Klaren darüber geworden war, wie merkwürdig verschwommen er alles um sich herum wahrgenommen hatte, so als würde er durch einen Nebel schauen, der es ihm nicht ermöglichte, die Dinge klar und fest umrissen zu sehen. Sie ist meine Schwester, antwortete John und kämpfte noch immer gegen die in ihm aufsteigenden Tränen an. Ich liebe sie. Bäh, riefen die verlorenen Jungs. Ich liebe sie auch, rief Michael schluchzend. Ganz toll sogar. Peter Pan von Thomas Tippner. Nach Motiven von James Matthew Barry. Gelesen von Matthias Ernst Holzmann. Die Reise nach Nimmerland. Erstes Kapitel. Das Faszinierendste an Mrs. Darling war der kleine, versteckt in ihrem Mundwinkel liegende Kuss. Ein Kuss so herrlich frei, so unverbraucht und echt. Dass Wendy sich manchmal fragte, wann ihre Mutter den Kuss dort versteckt hatte. Sie selbst malte es sich in ihrer übersprudelnden Fantasie immer so aus, dass ihre Mutter ihn für sich ganz alleine behalten wollte. Dass sie nicht gewillt war, diesen ersten reinen Kuss herzugeben. Sie bewahrte sich damit einen Hauch von Unschuld, der bei Erwachsenen leider immer so schnell verloren ging, wie Wendy bedauernd feststellen musste. Was ihr immer öfter auffiel, was sie erschreckte und veränderte, sie, die immer geglaubt hatte, dass das unbeschwerte, fröhliche und leichte Leben niemals mit dem Ernst ihres Vaters in Berührung kommen würde. Und doch, anders als vor ungefähr einem Jahr, als noch alles gut gewesen war, weil ihre Gedanken nichts anderes gekannt hatten, als auf Wanderschaft zu gehen und sich mit Abenteuern, Piraten, Räubern und Banditen zu beschäftigen, drangen jetzt immer merkwürdigere Ideen und Einfälle in ihren Geist. Sie erwischte sich dabei, dass sie immer öfter an dem großen Rundfenster saß, durch das das Licht der Sterne so schön in ihr Zimmer fiel, und sich selbst fragte, wie es wohl sein würde, selbst Mutter zu sein. Wie wäre es, jemanden an die Hand zu nehmen und mit ihm durch den in der Nähe ihres Hauses liegenden Heidpark zu schlendern? sich darüber zu unterhalten, wie die Zukunft aussehen würde. Ihr wurde ganz übel, wenn ihr auffiel, was sie gerade gedacht und gefühlt hatte. Über so etwas wollte sie nicht nachdenken. Sie wollte Abenteuer erleben und Geschichten erzählen, das Leben dort packen, wo es vor Phantasie überschäumte und sie glauben ließ, auf einer Welle der Freude dahin zu gleiten, auf ein fernes Land zu, das ihr verbot, jemals erwachsen zu werden. Weg mit allen Sorgen, hinfort mit allen Ermahnungen und dem sie in ein Korsett zwängenden Regelwerk. Sie wollte nur frei sein, niemals so enden wie ihr immer in Sorgen gefangener Vater, der nichts anderes mehr im Kopf hatte als seine Arbeit und die Hoffnung darauf, einmal so weit in der Hierarchie aufgestiegen zu sein, dass er unbeschwert leben und seiner Familie ein glückliches und ungezwungenes Leben schenken konnte. Merkte er denn nicht, dass sie dies schon alles hatten, dass sie gar nichts anderes mehr brauchten. Wendy seufzte bei solchen Gedanken und begriff dann, wie sehr sie sich dem Erwachsensein näherte, dass sie anfing, ebenfalls daran zu denken, was die Zukunft ihr außer Spiel, Spaß und Leichtigkeit bringen würde. Verfluchter Papa! murmelte sie, während sie einen Blick hinaus in den sich langsam verdunkelnden Himmel warf. Und Schritte auf der Treppe hörte. Ich will nicht so sein wie du. Liebling, erscholl plötzlich die Stimme ihrer Mutter. Willst du uns nicht noch auf Wiedersehen sagen, bevor wir gehen? Doch, Mama, liebend gerne, rief sie. Wendy erhob sich von ihrem Platz und schaute noch einmal zu dem blassen Mond am Himmel. Dort in der Ferne verlor sich ihre Fantasie. Sie sah sie als einen hellen, leuchtenden Punkt und wünschte sich nichts sehnlicher als bei ihr zu sein nur einmal ihren gedanken die hand reichen zu können mit ihnen zu reden und ihnen versprechen zu können niemals wirklich niemals so zu werden wie ihr vater dann komm her rief ihre mutter die die tür zu wendys zimmer aufgestoßen hatte und da stand wie ein weißgekleideter engel sie war die schönste frau die wendy jemals in ihrem leben gesehen hatte eine Frau von so berauschender Eleganz, dass Wendy hoffte, nur einen Hauch von dem zu bekommen, was ihre Mutter besaß. Und da war er wieder, dieser eine verlorene, aufgesparte Kuss. Dort im linken Mundwinkel ganz fein und ganz zart, einem schüchternen Kind gleich, das sich hinter dem Bein seiner Eltern versteckte, weil es Angst davor hatte, von den anderen Erwachsenen angesprochen zu werden. Langweile dich nicht, bat Wendy ihre Mutter, als sie sich in ihren Arm fallen ließ. Halte du die Jungen nicht wach. Niemals. Mrs. Darling ging nun in die Knie, lächelte das Lächeln einer wissenden Frau und strich ihrer Tochter eine rotblond schimmernde Haarlocke aus der Stirn hinter das Ohr und flüsterte: Ich liebe dich, Wendy. Ich dich auch, Mama. Sie umarmten sich gerade, als von unten der Ruf erscholl. Liebes, wir müssen jetzt los. Die Kutsche ist bereits vorgefahren. Ich sage den Kindern gerade Auf Wiedersehen, rief sie herunter. Möchtest du ihnen denn keine gute Nacht wünschen? Die Kutsche wartet doch schon. Wendy verdrehte die Augen. So war es immer. Ein Termin jagte den nächsten. Eine Aufgabe nach der anderen musste erfüllt werden, damit die Treppe, die in ihren Augen nur ein Hamsterrad war, weiter hinaufgestiegen werden konnte. Dinge, die wichtig waren, die dafür bestimmt waren, getan zu werden, um sich gut zu fühlen, waren nebensächlich. Wendy seufzte, als sie den traurigen Schatten über das Gesicht ihrer Mutter huschen sah. Sie fühlte sich verpflichtet, zu sagen: Er muss mir nicht gute Nacht sagen. Ich träume schon durch dich gut. Mit diesen Worten strich sie nun ihrerseits ihre Mutter mit den Fingern über die Stirn und strich eine imaginäre Locke hinter ihr Ohr. Du wirst langsam zu einer Dame, sagte ihre Mutter traurig. Lass dir doch Zeit damit. Ein Bellen erklang plötzlich. Nana, der Bernhardiner und der liebste Spielgefährte der Darlingkinder, kam jetzt ins Zimmer getrottet. Die Schnauze stolz erhoben, dahinschwebend, als wäre er die personifizierte Höflichkeit. Sanft stieß er Miss Darling an und forderte sie, mit einem treuen Blick aus seinen kullerrunden braunen Augen, dazu auf, hinunterzugehen. Bis morgen früh, verabschiedete sich ihre Mutter von Wendy. Langweile dich nicht, sagte Wendy noch einmal und winkte ihrer davonschwebenden Mutter hinterher als diese ihr noch einen Blick über die Schulter zuwarf und ihr ein Lächeln schenkte. Zweites Kapitel. Der Piratenkapitän hob sein Entermesser, erzählte Wendy gerade, während ihre Brüder, John und Michael, wie verrückt über die Betten sprangen. Das Bellen von Nana ignorierten sie ebenso wie die umgeworfenen Spielzeuge, Lampen und die Kommode. Sie riefen wieder und wieder Nieder mit dem Kapitän Nieder mit dem Kapitän Nieder mit dem Kapitän. Sie wurden erst stumm, als Wendy sagte Unser Held stand nun vor seiner Angebeteten. Pfui Teufel fluchte John, der einen Zylinder auf dem Kopf trug, den Regenschirm in der Hand, als wäre es ein Säbel, mit dem er alle Attacken der Piraten abwehren konnte. Was soll das denn? Küssen, das ist doch Mädchenkram, krähte Michael, der bereits in seinen Schlafanzug geschlüpft war und aussah wie ein viel zu groß geratenes Baby. Es soll sehr schön sein, verteidigte sich Wendy, die sich die Öllampe unter das Gesicht hielt und aus den dunklen Schatten des Zimmers auftauchte wie ein Geisterschiff aus den aufschäumenden Fluten des Meeres. Das ist ja ekelhaft. Nur Mamas Küsse schmecken, rief Michael, der plötzlich auf die Knie gesunken war, seinen Teddy an die Brust gedrückt hatte und die Augen verklärt zum großen Rundfenster gerichtet hatte. Alles andere ist wie Schimmel auf Käse. Wie Haare auf Schimmelkäse, stimmte John mit ein. Wie nasse Haare auf Schimmelkäse, wie... Ich habe schon verstanden, antwortete Wendy kichernd, die die Öllampe ein wenig herunterdämmte und mit bedrohlich klingender Stimme fortfuhr. Unser Held hatte geglaubt, den Kapitän besiegt zu haben, dieser aber hatte sich von dessen Faustschlag bereits erholt und kam nun drohend, das Entermesser über den Kopf erhoben, auf unseren Helden zu. Die Jungen starrten sie mit weit aufgerissenen Augen an. Michael, dem man immer schneller Angst einjagen konnte, als seinem zwei Jahre älteren Bruder, presste seinen Teddy immer fester an sich und schaute zwischen dessen Ohren zu seiner diabolisch grinsenden Schwester auf. John hingegen, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, erhob sich langsam von seinem Platz, den Regenschirm in der Hand, als wolle er sich ebenfalls dem Kapitän entgegenstellen. Wendy, die diese Augenblicke, wenn ihre Brüder still wurden, ihr lauschten und zuhörten, sehr genoss, blickte plötzlich verwirrt auf, Nana, die eben noch versucht hatte, die Kinder zu beruhigen, als sie über Betten und Möbel gesprungen waren, stand nun am Fenster und knurrte drohend. Was hast du? Fragte Wendy. Nana knurrte weiter und legte die Pfote auf die weiß gestrichene Fensterbank, auf der ein kleines aus Holz geschnitztes Schiff stand, dessen beide Masten längst gebrochen und im Müll gelandet waren. Ist da jemand? Wendy warf einen Blick aus dem Fenster hinunter in den Hof. Die ersten frostigen Grüße des nahenden Winters hatten sich bereits auf der Rasenfläche und auf der Hundehütte niedergelassen, in der Nana normalerweise die Nacht verbrachte. Da ist doch nichts. Nana aber knurrte noch einmal, drehte sich herum und verschwand dann schnellen Schrittes aus dem Kinderzimmer, in dem John gerade angefangen hatte, mit seinem Schatten zu kämpfen, weil es ihn nicht interessierte, was Nana hatte. Das gebe ich dir, du ruchloser Pirat, und das hier, und dies, und diesen Hieb auf den Kopf. Ha. Wendy, die sich gerade wieder hingesetzt hatte, wollte etwas sagen, als ihr bewusst wurde, dass sie sich nicht getäuscht hatte. Eben als sie am Fenster gestanden und hinunter auf den im Frost daliegenden Hof geschaut hatte, war sie der Meinung gewesen, dass sie am linken Simsrand jemanden hatte stehen sehen. Das Merkwürdige aber war, daß ihr diese Beobachtung gar keine Angst gemacht hatte. Da war jemand gewesen, ja, aber bedrohlich hatte er nicht auf sie gewirkt. Eher wie jemand, der gebannt lauschte und darum bemüht war, nicht entdeckt zu werden. Als Nana geknurrt hatte, war Wendy sich erst gar nicht sicher gewesen, ob ihre Ohren sie nicht vielleicht täuschten, dass ihre überschäumende Fantasie ihr womöglich einen Streich gespielt hatte. Aber jetzt, wo sie wieder in ihrem Sessel saß und die Öllampe anhob, um sie sich unter das Gesicht zu halten, war sie sich sicher, dass sie ein glockenhelles, unschuldiges und herzeroberndes Kichern gehört hatte. Erzähl doch endlich weiter! rief Michael plötzlich, um sie aus ihren Gedanken zu reißen. Wie wird der Kapitän besiegt? Moment! sagte sie und ging noch einmal zum Fenster. Nana war nun draußen angekommen. Sie schlich geduckt, so als würde sie sich auf der Jagd befinden. Michael, der bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte, war ebenfalls aufgestanden und zum Fenster gegangen. Der Einzige, der sich an der ganzen Sache gar nicht störte, war John. Der focht noch immer mit dem eingebildeten Piratenkapitän und schlug diesen mehr und mehr zurück. Plötzlich, als John zum finalen Stoß ansetzte, um den bösen Kerl über die Reling zu schicken, setzte Nana zu einem gewaltigen Sprung an. Sie kläffte und knurrte und bekam irgendetwas zu fassen, was Wendy aber nicht erkennen konnte. Es sah aus, als würde Nana für einen kurzen Augenblick in der Luft schweben. Etwas Schwarzes zuckte plötzlich nach vorne und ein heiserer Ruf erklang. »Lass mich los!« Und dann riss etwas. So, als würde Stoff mit Gewalt entzweigetrennt. Drittes Kapitel. Nana! riefen die Kinder, als sie auf den Bernardiner zueilten. Dieser trottete, zufrieden mit sich und der Welt, den Schwanz wedelnd erhoben, Wendy entgegen. Er hechelte und hielt das Maul festgeschlossen, so, als würde er etwas darin festhalten. Wendys Gehirn begriff nicht sofort, was ihre Augen offenbarten. Sie musste sich konzentrieren, um zu begreifen, was Nana da im Maul hatte. Ist das etwa ein? fragte sie, ohne es aussprechen zu können. Die Angst davor, ihre Brüder könnten mitbekommen, was sie da gerade entdeckt hatte, ließ sie zurückschnellen und sich auf dem Absatz umdrehen. Jungs, befahl sie John und Michael, mit der ich lasse keine Widerrede zustimme und zeigte die Treppe hinauf, die die Jungen gerade heruntereilen wollten. Geht in eure Zimmer, ich komme gleich zu euch und decke euch zu. Du redest schon wie Mama, stieß John angewidert hervor. Was soll das denn? rief Michael und stellte sich stur, die Arme vor der Brust verschränkt. Du bist nicht Mama. Nie und nimmer. Rauf jetzt mit euch. Nana, du bleibst hier. Wendy wusste, dass ihre Brüder nur einen kurzen Sturm im Wasserglas produzieren würden. Sie hatten viel zu viel Angst davor, dass Wendy zu ihrer Mutter gehen und ihr erzählen könnte, wie sich die beiden waschechten Kerle verhalten hatten. Diese wiederum würde das ganze Mister Darling erzählen, und der kannte bei Fehlverhalten keinerlei Gnade. Nur wer anständig ist, hat es verdient, geehrt und gelobt zu werden, sagte er immer, wenn er mit seinen Kindern schimpfte, und merkte dabei gar nicht, wie sehr sie sich nach einem Wort von ihm sehnten, das ihm niemals über die Lippen kam. Niemals. So bitter es auch war, Wendy glaubte sich daran gewöhnt zu haben, dass ihr Vater niemals zu ihr ans Bett kam, während sie schon die Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen hatte und darauf wartete, von ihm ein Küsschen zu bekommen. Es schmerzte sie, das gab sie zu. Aber es brachte auch nichts deswegen zu weinen. Nicht mehr weinen, dachte sie und wollte sich nicht mehr daran erinnern, wie oft sie nachts wach gelegen und sich gefragt hatte, was sie nur falsch gemacht hatte, dass ihr Vater stets so lieblos zu ihr war. Und so wie sie sich fühlte, erging es auch ihren Brüdern. Sie wollten nicht in die kalten, vor Wut schäumenden Augen ihres Vaters blicken, wollten sich nicht daran erinnern, wie es war, wenn er auf sie niederschaute. Anschauen sollte er sie, ja. Wenigstens glanzlos, denn das tat weniger weh. Geht ihr jetzt endlich? Ja, ja, maulte John. Wenn es denn sein muss, knurrte Michael. Mit diesen Worten waren die beiden verschwunden und schafften es, dass Wendy nicht mehr länger an ihren Vater denken musste. Die Erinnerungen an die dunklen Abende, das vergebliche Warten und die Hoffnung, dass sich das Ganze irgendwann einmal bessern würde, trat plötzlich in den Hintergrund. Sie seufzte erleichtert auf, als sie sich zu Nana umdrehte. Diese hatte sich gehorsam wie sie nun einmal war, auf die Hinterläufe gesetzt und hielt den dunklen Stofffetzen noch immer im Maul gefangen. Dieser zuckte zu Wendys Verwunderung, als wäre er ein lebendes Geschöpf. Nana aber hielt ihn eisern fest, ohne große Anstrengungen. Ihre Idee, dass Nana dem, der am Fenster gelauscht hatte, ein Stück Hosenstoff abgerissen hatte, hatte sie zuerst ganz lustig gefunden, es war eine gute Idee gewesen, das musste sie, ohne hochnäsig klingen zu wollen, zugeben. Aber jetzt, wo sie sich niederkniete und die Hand nach dem Schwarzen etwas ausstreckte, kam es ihr so vor, als würde sie in feuchten Nebel greifen, ähnlich dem, der morgens immer über der Themse schwebte und die Welt in ein düsteres, verzerrtes Grau hüllte. So als würde er verhindern wollen, dass man die Wirklichkeit als das sah, was sie wirklich war. Was ist das? fragte sie und gab sich selbst eine erschrockene Antwort, als ihr Daumen- und Zeigefinger durch die Schwärze rieben und das Geschöpf plötzlich in die Höhe schnellte und entstellte Konturen präsentierte, die Wendy einen kurzen Ruf des Schreckens entlockten. Ein Schatten! Nana, du hast jemanden den Schatten abgebissen! Viertes Kapitel nur wer anständig ist, hat es verdient, geehrt und gelobt zu werden, hatte Mr. Darling gesagt, als er Wendy ein Dokument unter die Nase gehalten hatte. Sie, eben noch tief in Gedanken versunken, mit einem Kohlestift eine Zeichnung auf ein Blatt malend, saß auf einem Hocker vor ihrem Sekretär und schaute hinauf zu der bedrohlich wirkenden Gestalt ihres Vaters. Und du hast weder Ehre noch Lob verdient, mein Kind. Mehr als meinen Teddy. Nun folgte Stille. Eine merkwürdige, belastende Stille. Etwas, das John noch niemals zuvor erlebt hatte. Natürlich wusste er, was Stille war, was es bedeutete, ruhig zu sein. Erst vor kurzem, als er im Park Verstecken gespielt hatte, war es ihm bewusst geworden. Aber da war er nur leise gewesen. Er hatte seinen Atem hinter den Zähnen halten wollen, aus Furcht, jemand könnte das Zischen und Rascheln hören, das aus seinen Lungen drang. Aber da waren noch die anderen Parkbesucher gewesen. Der Mann, der Lakritz und andere Süßigkeiten verkauft, die alte Dame, die immer mit ihren weißen Pudeln spazieren ging, und der Wachmann, der sich mit einem jungen Mann unterhielt, weil dieser es gewagt hatte, die ausgewiesenen Gehwege zu verlassen. Aber hier war alles still. Kein Geräusch war zu hören. Beinahe so, als würde man im Theater sitzen, wo man gespannt darauf wartete, daß die Vorstellung begann. Kein Sterbenswörtchen wurde mehr gesprochen, kein Rascheln von Papier. Selbst der letzte Huster, der einem so unangenehm im Hals kratzte und unbedingt heraus wollte, hielt sich zurück. So war es hier. Keiner sagte etwas, keiner tat etwas. Alle starrten nur John und Michael an. Und versuchten zu begreifen, wieso sie wegen eines Menschen so traurig waren. Denn was hier zählte, war doch, auf jeden Fall in den Augen der verlorenen Jungen, dass ihnen die Chance genommen worden war, eine spannende Geschichte aus dem Mund von Wendy präsentiert zu bekommen. Und deshalb musste Nips bestraft werden. Es ging um die Geschichten, nicht um Wendy. Bis jetzt zumindest. Oh! rief Tutels als erstes und flüsterte So habe ich meine Mama auch geliebt. Ich auch, meinte Slightly. Und wir erst, gaben die Zwillinge zu. Mir fehlt sie heute noch manchmal, flüsterte Curly und schaute dabei zu John, der die Hand gehoben hatte, sie zu seinen Augen führte und unter ihnen entlang wischte, um die Tränen aufzuhalten. Die angefangen hatten, als kleine, glitzernde Perlen an seinen Wangen hinabzulaufen. Was redet ihr denn da? fuhr Peter auf, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er schwebte plötzlich über ihnen, den Dolch von sich gestreckt, als wolle er irgendein Gefühl, das sich seiner bemächtigen wollte, abwehren. Niemand vermisst hier seine Eltern, schon gar nicht seine Mutter. Mütter wollen einen doch immer nur zu dem machen, den sie gerne hätten. Jungs, kommt schon, hört auf traurig zu sein. Das Leben ist viel zu schön, als dass wir uns die Laune trüben lassen dürfen. Aber Wendy ist meine Schwester, wandte Michael ein. Und ich will sie nicht verlieren. Ich auch nicht, gab John zu. Ich will, dass sie für immer bei uns bleibt. Mit diesen Worten ging er neben ihr in die Knie, fasste nach ihrer Hand und drückte sie ganz sanft, so als wolle er Abschied von ihr nehmen. Plötzlich aber, zu seiner Verwunderung, drückte Wendy seine Hand. Verwirrt starrte er zu seiner noch immer regungslos und unnatürlich blass vor ihm liegenden Schwester und begriff nicht, was sie gerade mit seiner Hand gemacht hatte. Vor Staunen stand ihm der Mund offen. Und als er etwas sagen wollte, klang es fast so, als wäre er ein Elch, der oben im Norden von Schweden rührend versuchte, eine Gespielin zu finden. Wendy! Rief Michael aufgeregt: Du lebst! Juhu, du lebst, Wendy! Haha, <laughs> du lebst! 17. Kapitel: Die nächsten Tage waren unbeschreiblich. John und Michael tobten ausgelassen mit den verlorenen Jungen, während Wendy ihnen jeden Abend spannende und abenteuerliche Geschichten erzählte, die die Jungen mit offenen Mündern im flackernden Kerzenschein dasitzen ließen. Peter saß während dieser Geschichten in seinem prachtvoll geschmückten Sessel, der schon beinahe aussah wie ein Thron. Ein Bärenfell war über ihn geworfen worden, außerdem hatten einige der Jungen bunte Fäden an der Lehne und an die Beine gebunden und dazu noch dem Bären, dessen Maul weit aufgerissen war, eine Krone aus Holz auf den Kopf gesetzt. Auch so war das Versteck der Jungen ein Sammelsurium an ausgemachten jungen Da hingen Holzschwerter an den Wänden, auf dem Boden lag unendlich viel Unrat und dreckige Kleidung herum, während das Geschirr sich in einem Holzeimer stapelte und vergeblich darauf wartete, abgewaschen zu werden. Hier fühlten sich die Jungen wohl. So sollte das Leben sein. Ab und zu, wenn die Jungen es zu wild trieben und ganz, ganz unordentlich waren, sprach Wendy ein Machtwort und befahl den Rabauken, etwas Ordnung zu halten. Das tat sie aber nur ganz selten. Sie merkte nämlich selbst, dass sie gar nicht die strenge Mutter sein wollte, die sie manchmal hervorkehrte. Ihr tat das Schimpfen gleich wieder leid und sie versuchte dann immer, den Jungen am Abend eine Freude zu machen. Meistens in Form einer sehr aufregenden Geschichte, in der der betreffende Knabe dann die Hauptrolle spielte. Was dazu führte, dass die Jungen immer wieder versuchten, ausgeschimpft zu werden, denn jeder wollte der Held in einer der Geschichten sein, die Wendy sich ausdachte. So vergingen die Tage und allen ging es gut. Auch John und Michael, die sich mehr und mehr zu den verlorenen Jungs dazugehörig fühlten. Auch an dem frühen Morgen, als sie durch den tiefen, dunklen, voller Schatten hängenden Wald liefen, damit beschäftigt, Robin Hood zu spielen, wobei John Robin Hood war und Michael mal wieder Bruder Tuck spielen musste. Michael liebte den gewöhnlichen Mönch, der so gerne aß und trank und hier und da mal eine ordentliche Backpfeife verteilte, wenn die Schergen des Sheriffs zu aufdringlich wurden. Sie vergaßen so alles um sich herum. Wirklich alles. Selbst die Erinnerungen an ihr früheres Leben verblassten mehr und mehr. Nur manchmal, meistens dann, wenn sie kurz vor dem Einschlafen waren, blitzte in ihren Erinnerungen etwas auf, das sie nachdenklich werden ließ. Dann hatten sie das Gefühl, wieder das liebevoll lächelnde Gesicht einer jungen Frau zu sehen, in dessen rechten Mundwinkel ein unverbrauchter Kuss darauf wartete, endlich entdeckt zu werden. Dann merkten sie, wie sie sich plötzlich ganz unwohl zu fühlen begannen, dass sich etwas in ihnen regte, das sie bisher gar nicht gekannt hatten, nur um es im nächsten Moment wieder zu vergessen. Das erlebte John gerade. Er hatte sich hinter einem Baum versteckt, um so zu tun, als warte er auf die Männer des Sheriffs, um sie ordentlich in die Mangel zu nehmen, als er sich an eine Situation im Hyde Park erinnerte. Dort hatte er auch immer hinter so einem Baum gestanden. Den Rücken fest an den Stamm gepresst, die Hände an die Oberschenkel gelegt, den Oberkörper gerade gemacht, als habe er ein Lineal verschluckt. Und das alles, weil er sich auch versteckt hatte. Vor seiner Mutter. Sie war durch den Park gelaufen, hatte ihn mit ihrer weichen, lieben Stimme gerufen, wo er denn sei, weil sie ihn nicht finden könne. John hatte nichts gesagt. Er war ganz still gewesen. Ganz ruhig, so wie damals, als er sich im Park versteckt hatte, tauchte auch hier wieder plötzlich etwas auf, womit er nicht gerechnet hatte. Im Hyde Park war es seine Mama gewesen, die um den Baum herumgeschossen war und rief: "Puh, hab ich dich!" Hier war es allerdings ein aus den Ästen fallendes Seil. Es legte sich um ihn wie eine Schlange und schnürte ihn ein. Er kam nicht einmal dazu, Pieps oder Hoppla zu rufen. Er wurde in die Höhe gezogen und baumelte in der Luft wie ein zum Räuchern aufgehängter Schinken. Was soll denn das? stieß er schließlich hervor, als er merkte, dass das Seil sich bewegte. Er schwebte wie von Geisterhand bewegt durch die Luft, baumelte dann still vor sich hin, als er sah, dass Michael ebenfalls gefesselt war. Das sieht nicht gut aus, meinte Michael und machte ein bekümmertes Gesicht. Lass uns sofort runter, schrie John. Das befehle ich dir, im Namen Englands, der Königin und ihrer treuen Untertanen. Wir sind Edelmänner und verdienen es, ehrenvoll im Kampf gestellt zu werden. Unter ihnen raschelte es jetzt im Unterholz. Johns Herz begann wie wild zu klopfen. So mutig und furchtlos seine Worte auch gewesen waren, so viel Angst und Furcht hatte er davor, dass ihn wirklich jemand zum Kampf auffordern würde. Natürlich hatte er schon gegen die Piraten gekämpft. Einen davon sogar über die Reling gestoßen, aber da war ihm irgendwie klar gewesen, dass er den Kampf nicht verlieren konnte. Aber hier, wo er ganz alleine war, nur von Michael begleitet und keinen der verlorenen Jungs an seiner Seite, da wurde ihm schon ganz schön mulmig zumute. Besonders deshalb, weil er sich in diesem Teil von Nimmerland nicht auskannte. Das Rascheln wurde jetzt lauter, bis es schließlich zu einem Orkan aus Blätterrauschen wurde, und ein Mädchen aus dem Unterholz trat. Langes schwarzes Haar umrahmte ein scharf geschnittenes, mit den Kriegsfarben der Apachen bemaltes Gesicht, das selbst unter den ganz roten, blauen, schwarzen und weißen Farben noch ausgesprochen hübsch aussah. John hörte sich selbst ein Krumpf? ausstoßen, gefolgt von einem wilden, lauten Klopfen seines Herzens. Was ihm aber an dem Mädchen am besten gefiel, waren die dunkelbraunen, vor Selbstvertrauen und Willensstärke glänzenden Augen. Es kam ihm so vor, als musterte ihn ihr Blick sanft und vergnügt, nicht ärgerlich und feindselig. Das Mädchen war in helles Leder gekleidet, das mit wilden und anarchistischen Stickereien verziert war. Neue verlorene Jungen, zischte das Mädchen, das ein unterarmlanges Jagdmesser in den Händen hielt. Und klang dabei alles andere als freundlich, eher abgestoßen, verbittert und hasserfüllt. Für John war das kein Problem, in seinem vor Liebe umhüllten Verstand sah er nur die rothäutige, schwarzhaarige Schönheit, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Er sah sich schon mit ihr zusammen an der Flussmündung sitzen, die Füße im Wasser baumelnd, die Hände ineinander gelegt, hinüber zu der anderen Uferböschung schauend und die dort grasenden Rinder beobachtend. »Wir sind echt nette Jungs«, wimmerte Michael. »Wir haben hier nur gespielt.« »Ihr seid jetzt Gefangene von Tigerlilly, meinte das Mädchen und erschrak, als jetzt plötzlich ein Seil um sie geworfen wurde, ihre Arme fesselte und sie dazu verdammte, ebenso bewegungslos zu sein wie John und Michael und ihr drei seid ab sofort Gefangene von Captain Hook", meinte hinter ihnen jemand und lachte diabolisch. 18. Kapitel. Peter hatte Wendy in eine kleine Bucht geführt. Schroffe Felsen ragten westwärts steil in den Himmel, während ostwärts ein weicher, gelbgoldener Strand zu einer Biegung lief, an der sich das Meer majestätisch weiter streckte, im blauen Glanz seines Seins. Hinter ihnen, nach Norden laufend, erstreckte sich ein gewaltiger, dicht bewachsener Wald, in dem nicht nur Schatten zu Hause waren, sondern auch unaussprechliche Dunkelheit. Wendy hatte nur einen Blick in den Wald geworfen, um es mit der Angst zu tun zu bekommen. Sie hatte sich beklommen und verloren gefühlt, als sie die Schwärze gesehen hatte, die dazwischen den kahlen und blattlosen Ästen thronte, einem Monster gleich, das nur darauf wartete, unvorsichtige Wanderer verschlingen zu können. Was merkwürdigerweise sehr verlockend klang. Nicht das mit dem gefressen werden, das machte ihr wirklich Angst. Was sie verwunderte, war eher, dass der Wald sie gedanklich anzuregen begann dass sie jetzt schon, als sie am Ufer der Bucht saß und dem Rauschen des Meeres lauschte, darüber nachdachte, wie sie den Wald in ihre Geschichten einbauen konnte. Sie dachte an Kobolde, die Schatten woben, an dunkle Feen, die sich in der Dunkelheit verbargen, weil sie das Sonnenlicht zu Staub zerfallen ließ, und an von Finsternisdrachen bewachte Schätze, die den Besitzer unbesiegbar machen würden. Unendlicher Ideenreichtum breitete sich in ihr aus, wie eine reichlich gedeckte Tafel. Sie musste nur noch nach den einzelnen Köstlichkeiten greifen, um aus ihnen eine Geschichte zu formen, die es noch nie zuvor gegeben hatte. Sie seufzte zufrieden, während Peter auf den Zehenspitzen auf einem Felsenstück balancierte, das weit ins Wasser hineinragte. Immer wieder schlugen schäumende Wellen an dem Felsen hinauf und versprühten eine Wendy mitten ins Gesicht treffende Gischt. Sei vorsichtig, rief sie, wieder wie eine Mutter klingend, obwohl sie das gar nicht wollte. Nicht, dass dir etwas passiert. Ich falle schon nicht, versicherte ihr Peter. Mir passiert niemals etwas, nie. Dafür bin ich viel zu klug, zu geschickt und viel zu. Rede doch weiter, forderte ihn Wendy auf, weil sie wissen wollte, mit was für blumenreichten Worten Peter sich selbst noch beschreiben würde. Obwohl ihr Angeber bisher immer zuwider gewesen waren, musste sie ihre Meinung dazu jetzt überdenken, was Peter betraf. Ja, er war ein Großmaul, er nahm sich oft selbst viel zu wichtig, meinte immer der Mittelpunkt der Welt zu sein. Was Wendy allerdings eher faszinierte als abstieß. Peter strahlte so viel Selbstbewusstsein aus, wie sie es noch bei keinem anderen Menschen jemals zuvor erlebt hatte. Sie wusste nichts damit anzufangen, merkte aber, dass es sie auf eine merkwürdige Art und Weise faszinierte. Nixen, meinte er plötzlich und löste in Wendy einen Schauer höchster Erregung damit aus. Sie hatte schon viel über die Meeresbewohner gelesen und Geschichten gehört, von dem Zauber und der Magie, die von ihnen ausging, so wie die Güte und die Hilfsbereitschaft. Lass dich nicht von ihnen verhexen, ermahnte sie Peter, und zerstörte ihre gerade begonnene Traumreise gleich wieder. Sie sind verschlagen und hinterhältig. Nixen? Gerade die Nixen hier ziehen einem immer mit großer Freude in die Tiefen des Meeres, um einen ertrinken zu lassen. Wendy war wie paralysiert. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese bezaubernden und liebenswerten Geschöpfe so etwas Boshaftes überhaupt in Erwägung ziehen konnten. Alleine deshalb schon, weil sie immer so liebevoll schauten. Da war keine Heimtücke und keine Niedertracht zu erkennen, nur eine unbändige, einen in den Bann schlagende Neugier, die Wendy einen vor Sehnsucht klingenden Seufzer ausstoßen ließ. Noch nie in ihrem Leben hatte sie solche Augen gesehen, Augen, die Saphirgrün schimmerten und ihr geradewegs in den Kopf hineinzuschauen schienen. Erst als ihr die fein gewebten, spinnengleichen Worte durch den Verstand schwebten, begriff sie, warum sie den Vergleich gewählt hatte, jemand könne ihr in den Kopf schauen. Denn jetzt, wo sie dachte, alleine mit ihren Fantasien zu sein, hörte sie die wispernden Worte. Du kommst aus einer anderen Welt, nicht wahr? Du hast den Mond von der anderen Seite aus gesehen. Da drüben soll das Wasser viel klarer sein als hier, aber dafür nicht so rein. Hast du schon einmal so reines Wasser gesehen, Wendy? Möchtest du nicht einmal darin eintauchen und einen Schatz am Grund der Bucht entdecken? Sieh doch nur da unten schimmert ihr Gold und Juwelen, verborgene Träume, die nur dann in Erfüllung gehen, wenn du ihnen neues Leben gibst. So gerne Wendy auch geantwortet hätte, das gelang ihr einfach nicht. Sie wusste nicht genau, was es war, was sie daran hinderte, Worte zu formen und sie auszusprechen. Zuerst dachte sie, es wäre Ehrfurcht, die sie befallen hatte. Ehrfurcht vor einem magischen Geschöpf, das davor ihr bis zur Brust aus dem Wasser ragte und sie aus funkelnden grünen Augen anstarrte. Aber dann dachte sie, dass es die Verwirrung war, die von ihr Besitz ergriffen hatte. Verwirrung, weil sie noch immer die Worte in ihrem Kopf nachhallen hörte. Oder es ist die bleierne Frucht, die mich mehr und mehr durchdringt kam ihr jetzt der erschreckende Gedanke, der sie festhielt und nicht mehr losließ. So verrückt es auch klang und so albern sie es fand, besonders deshalb, weil die vor ihr schwimmende Nixe so bezaubernd schön war, mit ihren ins Haar geflochtenen Muscheln, der perlmuttschimmernden Perlenkette um den Hals und der weichen, zartgliedrigen Hand, die sie jetzt aus dem Wasser gehoben hatte und sie langsam nach Wendy ausstreckte. Ja, ich fürchte mich gab sie sich selbst gegenüber zu. Ich fürchte mich vor ihr und ihrer Hand. Diese schwebte nun nur noch wenige Zentimeter vor Wendy und wollte, wie es schien, nach ihrem Handgelenk greifen. Wendy war wie erstarrt. Sie konnte sich weder rühren noch ihre Hand zurückziehen. Sie blieb regungslos sitzen, obwohl alles in ihr danach schrie, dass sie so schnell wie möglich ihr Heil in der Flucht suchen sollte. Aber es gelang ihr nicht. Ungenutzte Träume, Wendy. Sie warten da unten auf dich. Nur auf dich. Nur du kannst sie bergen und nutzen. Wendy beugte sich weiter vor. Nur noch wenige Millimeter, und sie würde das Gleichgewicht verlieren. So verrückt es auch klang und so paradox es sich für sie auch anfühlte, aber ihre Neugier war ebenso groß wie ihre Angst. Sie wollte nur einmal kurz einen Blick nach unten werfen, hinunter auf den Grund, um die dort daliegenden Träume bewundern zu können, die sie durch ihre Geschichten Wirklichkeit werden lassen konnte. Wendy lächelte verträumt. Sie brauchte nur kurz mit den Fingerspitzen das Wasser zu berühren. Nur Neuntes Kapitel Wendy war noch nie so frei gewesen in ihrem Leben. Ihre Gedanken schienen plötzlich Flügel zu besitzen, Ihre Fantasie überschlug sich, und alle Hoffnungen, die sie sich einmal gemacht hatte, waren nun in Erfüllung gegangen. Das unter ihr im nächtlichen Schimmer einiger flackernder und blinkender Petroleumlampen liegende Städtchen verschwamm mehr und mehr. Hatte sie, als sie losgeflogen war, noch Nana bellen und die Nachbarn streiten gehört, so gab es jetzt nur noch das weiche Summen des sich in ihr Gesicht schneidenden Windes. Nicht kalt, nicht so wie es war, wenn man bei Temperaturen im Minusbereich vor die Tür trat und von einer eisigen Hand eine Ohrfeige bekam. Nein, hier kam es ihr so vor, als mischten sich Wärme, Zuneigung und bedingungslose Liebe miteinander, um sie wohlig in ihren Schoß zu nehmen. Neben ihr, ebenso begeistert und übermütig, flogen ihre Brüder. Sie stießen jubelnde Schreie aus, flogen Bögen und machten Loopings. Es schien so, als löste sich alle Anspannung von ihnen. Sie ertappte sich gerade dabei, dass sie John ermahnen wollte, nicht zu dicht an Peter heranzufliegen, weil er ihn sonst vielleicht störte. Aber dann, als sie ihren Mund öffnen wollte, kam ihr ein befreiender, sie kurz schüttelnder Gedanke, der ihr zuflüsterte: Wofür soll ich mich an Regeln halten? Lass ihn doch einfach fliegen. Peter wird schon etwas sagen, wenn es ihn stört. Sei doch einmal Kind, kleine Wendy, nur einmal! Sie nickte sich selbst zu. Ja, das wollte sie. Selbst übermütig, sich selbst noch einmal wie ein kleines Mädchen darüber freuen, in Pfützen zu springen und dem nach allen Seiten wegspritzenden Wasser lachend hinterherzurufen: Gute Reise! So flog sie an John vorbei. Stupste ihn mit dem Ellenbogen an und musste darüber lachen, wie dieser daraufhin aus der Bahn geriet, drudelte und sich den Zylinder fest auf den Kopf presste. Hey! rief er empört. Das macht man aber nicht. Manchmal muss man eben über seinen Schatten springen, rief Wendy lachend. So will ich dich hören, spornte Peter sie an und krähte wieder wie ein Hahn, als er sah, wie Wendy auf Michael zuflog und ihn mit dem Hintern anstieß und in eine dicke Wolke voller Schnee schubste. Dieser flog mit einem lauten Ruf auf den Lippen in die Wolke hinein und stieß auf der anderen Seite, wie ein Schneemann aussehend, wieder aus ihr heraus. Er zitterte am ganzen Leib. Wendy lachte. Das ist nicht lustig, jammerte Michael. Glöckchen wischte ihm Wendy einen finsteren Blick zuwerfend, den Schnee von den Schultern und aus dem Gesicht. Na, warte! hörte Wendy Michael knurren, als dieser sich straffte und ihr dann hinterherjagte. So begann ein wildes Spiel, das Peter lachend verfolgte und manchmal sogar selbst mitspielte. Dann, als Wendy ihm hinterherjagte und ihn fast am Saum seines grünen Hemdes gepackt bekommen hätte, spürte sie, wie ein Windstoß von der Seite kam und sie an der Schulter traf. Sie rief ein erschrockenes Au! aus und verlor das Gleichgewicht. Nicht nur das Gleichgewicht, wie sie erschrocken feststellte, sondern auch ihre Konzentration. Der schöne Gedanke, der Kuss im Mundwinkel ihrer Mutter, zerfaserte auf einmal und wurde von einer Furcht bestimmt abstürzen zu können, hinabzufallen auf die Kilometer unter ihr liegende Welt, um dort zu zerschellen und als matschiger Menschenbrei irgendwo in den Bergen verloren zu gehen. Der Feenstaub hielt plötzlich nicht mehr. Sie fiel. Sie stürzte zu Boden. Panik machte sich in ihr breit. Denk an etwas Schönes, rief Peter ihr hinterher. Verliere deinen herrlichen Gedanken nicht. Halte dich an ihm fest. Wendy versuchte es ja. Wieder und wieder, aber es gelang ihr einfach nicht. Der unangenehme Schmerz in ihrer Schulter, die Angst vor dem Zerschellen auf der Erde, das Wissen, wenn sie tot wäre, niemals wieder in den Armen ihrer Mutter liegen zu können, nahm sie so sehr in Beschlag, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte. Da war nur eine dunkle, ihre Gedanken in Schatten hüllende Furcht, dass sie nicht mehr dazu in der Lage wäre, die Arme auszubreiten, um wieder mit dem Fliegen zu beginnen. Das Merkwürdige aber war, und daran erinnerte sich Wendy später immer wieder, dass sie begriff, dass sie weder in die Stadt fiel noch in die Berge. Sie sah das im Nebel daliegende Meer unter sich auftauchen. Wellen, hoch wie Häuser, schienen gierig nach ihr zu greifen, um sie in die Tiefen der Fluten zu ziehen. Sie wusste später noch, dass sie blinzelte und dass sie dachte, das Wasser wird bestimmt schrecklich kalt sein. Ich werde wie ein Stein ins Wasser fallen und dann von eisigen Händen umfasst werden, die mich niemals wieder loslassen werden. Niemals wieder werde ich auch nur eine Sekunde atmen können, nur das langsam zerfasernde Licht des Mondes aus meinen sich langsam schließenden Augen sehen. Schon hörte sie das Rauschen der aufschäumenden See. Sie konnte sogar das Brechen der Wellen hören, das Schäumen der aus den Tiefen an die Oberfläche des Meeres steigenden Luftblasen. In dem Moment, wo sie bereits mit dem Leben abschloß und John und Michael viel Spaß in Nimmerland wünschte, Wurde sie gepackt und in rasender Geschwindigkeit wieder in die Höhe getragen. Das anklagende, Schöne Gedanken solltest du dir machen, tönte ihr ebenso in die Ohren wie das Erleichterte. Aber jetzt habe ich dich ja. Niemand wird dir etwas Böses tun, solange ich hier bin. Und in der Ferne, da war sie sich ganz sicher, sah sie einen hellen kleinen Lichtschein, aus dem eine wütende Faust hervorschoss und bedauernd in die ausgestreckte Handfläche schlug, so als wäre jemand traurig darüber, dass sie nicht ins Meer gestürzt war. Zehntes Kapitel Wendy atmete erleichtert aus. Peter hatte sie jetzt auf einer Wolke abgesetzt und winkte die anderen herbei, damit sie ebenfalls eine kurze Pause einlegen konnten. Johns, geht's dir gut? drang wie aus weiter Ferne an ihre Ohren. Und Michaels leises Wimmern ließ sie bedrückt hochsehen und ihren vorhin gefassten Gedanken, sie könne doch auch mal wieder aus sich herauskommen, in den Hintergrund schieben. Auch wenn es ihr nicht gut ging, der Schrecken, der sie noch immer am ganzen Körper zittern ließ, war nicht so groß wie ihre Sorge, Michael könnte weinen. Sie erhob sich und stand, zu ihrer Verwunderung, plötzlich auf der Wolke. Michael, rief sie und breitete die Arme aus. Komm her, alles ist gut. Nichts ist geschehen. Du bist abgestürzt, wimmerte der kleine Junge, dessen Teddy er nur am linken Bein festhielt. Du hast deinen schönsten Gedanken verloren. Du darfst Mami aber nicht vergessen, Wendy. Niemals. Mami liebt uns doch. Eltern wollen einen doch immer nur bevormunden, warf Peter ein und winkte mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck ab wollen bestimmen, wohin es mit einem geht. Sie planen das Leben und vergessen dabei immer, dass man noch ein Kind ist. So merkwürdig es auch klang, Wendy verstand, was Peter damit meinte. Dieser hatte sich, im Schneidersitz, neben sie auf die Wolke gesetzt und trug ein finsteres Gesicht zur Schau. Er redete von sich, das wusste sie, traf dabei aber auch bei ihr einen Nerv. War ihr Vater nicht ganz genauso? Hatte er nicht auch angefangen, ihr Leben zu planen und zu ordnen? Geriet er nicht in Wut, wenn sie sich kindlichen Fantasien hingab? Wendy nickte sich selbst zu, während sie sich diese Frage stellte, und schnaufte, als sie zu Michael schaute, und ihm sagte: Manchmal muss man auch loslassen können. Aber was ist denn das da unten? rief John plötzlich. Er hatte den Kopf durch die Wolke hindurchgesteckt, und hinunter auf den riesigen Kompass geschaut, dessen lange spitze Nadel geradewegs auf ein sich unter ihnen abzeichnendes Eiland zeigte. Das ist Nimmerland, rief Peter stolz. Da werdet ihr für immer glücklich sein. Wow, stieß John hervor und zeigte dann auf einen sanft auf den weichen Wellen schaukelnden Dreimaster, der am frühen Morgen noch ganz mit Eis bedeckt war. Ach das, meinte Peter und winkte ab. Das ist nur die alte Schaluppe vom Ollenhook. Die schlafen aber bestimmt noch alle da unten. Ich finde, es sieht aus, als wären da Ameisen am Herumwuseln, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich? fragte Peter erstaunt. Er rutschte zu John heran, schaute ebenfalls durch die Wolken und kicherte dann. Die tanzen. Wirklich? Sieh doch, meinte Peter und zeigte auf den Dreimaster, wo sich die nur kaum zu erkennenden Umrisse der Piraten wie schwarze Punkte zeigten. Sie führen so ein seltsames Piratenritual auf, die beten ihren Mastern oder so etwas, damit sie ordentlich Wind bekommen, um weitersegeln zu können. Mir sieht das eher nach Ärger aus, was sie da unten treiben. Apropos Ärger, sagte Peter und senkte die Stimme, während er über die Schulter hinweg zu Glöckchen schaute, die sich neben Michael auf die Wolkenkante gesetzt hatte, ihre kleinen schlanken Beine übereinander geschlagen, die Arme vor der Brust verschränkt. Hatte sie bis eben noch gemault, weiteten sich ihre großen runden Augen jetzt erschrocken, als sie Peters Blicke bemerkte. Klingel. Tu nicht so unschuldig, meinte Peter, den Dolch in der Hand, die Spitze auf Glöckchen gerichtet, ich habe genau gesehen, was du getan hast. Kling. Pah, das war nicht aus Versehen. Kling, kling. Niemand flunkert so gut wie Feen, schimpfte Peter und zeigte auf Wendy, die den Kopf gedreht hatte und zu der kleinen Fee schaute, die ihre glitzernden Flügel nun schuldbewusst hängen ließ. Und du bist ein wahrer Meister im Flunkern, Glöckchen. Ich glaube eher meinen Augen als deinen Worten. Gib schon zu, was du getan hast. Los, gib es zu, oder. oder. Kling, klang. Das meinst du, aber ich werde es wahr machen. Ich verbanne dich, wenn du noch einmal so einen Unsinn machst. Wendy ist eine Freundin, und Freunde behandelt man gut. Kling. Schäm dich. Klang. Noch einmal, und du bist nicht mehr meine Freundin, Glöckchen. In diesem Moment krachte es unten beim Dreimaster. Aber keiner der auf den Wolken sitzenden Kinder konnte mit dem Geräusch etwas anfangen. Natürlich, sie hatten es irgendwann einmal in ihrer Fantasie gehört, es sich in unzähligen selbsterdachten Schlachten erzählt, aber es jetzt echt und hautnah zu hören, war tausendmal beeindruckender. Was war das? wollte Michael aufgeregt wissen. Zur Seite! rief Peter und packte John beim Kragen und Michael am Bein. Die dicke Berta! In diesem Augenblick zerstob die Wolke, auf der sie saßen, von einer Kanonenkugel auseinandergerissen. Schöne Gedanken, befahl Peter, als sie alle plötzlich in der Luft hingen. Schöne Gedanken. Wir greifen sie an, rief John aufgeregt, den Regenschirm vor sich gestreckt, in der Luft schwebend, als wäre er der älteste aller Nimmerlandskinder, und freute sich unglaublich. Das ist mein schöner Gedanke. Michael tat es ihm gleich und stieß einen Schrei aus, der entfernt an Peters Hahnenruf erinnerte, aber irgendwie eine Mischung aus Muhen und Jodeln war. Was Michael aber egal war, er wirbelte seinen Teddy über den Kopf und machte dabei ein grimmiges Gesicht. Peter hingegen rief über die Schulter: Glöckchen, bring Wendy zu den verlorenen Jungs, schnell! Sie muss in Sicherheit gebracht werden. Wir Jungs lenken in der Zeit Huck und die dicke Bertha ab. Erneut krachte die Kanone, und wieder sauste die Kugel auf die Kinder zu, schoss durch ihre Mitte und riss John einige Meter mit sich, bevor dieser sich fing, seinen Zylinder auf den Kopf pressend. Michael drehte sich mehrmals um sich selbst, ihm war noch später ganz schwindelig davon, aber die Aussicht auf einen Kampf mit echten Piraten ließ ihn wieder muhen und jodeln. Kling, kling, klang. Folge ihr, befahl Peter, und hielt wieder seinen Dolch in der Hand. Dann richtete er ihn auf den Dreimaster und rief Auf sie! Mit Gebrüll! Elftes Kapitel Aber Wendy wollte gar nicht wegfliegen. Sie wollte viel lieber bei den Jungs bleiben. Aber als Glöckchen sie am Ärmel zupfte und sie mit sich zog, als die dritte Kanonenkugel auf sie abgeschossen wurde, sah sie ein, dass sie den Jungs nicht helfen konnte. Sie war noch nie als ausgesprochen gute Kämpferin in Erscheinung getreten. Das hatten bisher immer ihre Brüder erledigt. Außerdem musste sie zugeben, dass sie sich ausgesprochen unwohl bei dem Gedanken fühlte, einen Säbel, ein Messer oder gar eine Pistole in den Händen zu halten. Ihre Stärke waren eher ihre Worte und die mit ihnen in Verbindung gebrachten Phantasien. Deshalb entschied sie sich dazu, dass es besser war, hinunter auf die Insel zu fliegen. Außerdem fühlte sie sich nach ihrem beinahe Absturz noch immer ausgesprochen erschöpft und müde. Das wurde ihr erst jetzt bewusst, als sie der auf Nimmerland zufliegenden Fee kaum noch folgen konnte. So sehr Wendy sich auch anstrengte, sie konnte einfach nicht mit Glöckchen mithalten. Na gut, dachte sie, ihren Flug verlangsamend lieber ruhig und gemächlich ans Ziel kommen, als gehetzt und am Ende meiner Kräfte. Wer weiß, was mich noch alles erwartet. Während ihre Gedanken durch ihren Kopf kreisten, das Grün des vor ihr liegenden Waldes immer deutlicher zum Vorschein kam und der goldene Schein, der Glöckchen umgab, allmählich zwischen den Baumwipfeln verschwand, fühlte sie sich schon viel wohler mit ihrem Rückzug. Natürlich machte sie sich Sorgen und hoffte, dass ihren Brüdern, und Peter, nichts geschah. Andererseits konnte sie sich einfach nicht vorstellen, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren würde. Schließlich war das hier Nimmerland. Und mir kann auch nichts passieren, dachte sie, als sie einen langen, krumm geschnitzten Holzstock auf sich zufliegen sah, der geradewegs aus dem Baumwipfel geflogen kam, in dem Glöckchen verschwunden war. Zwölftes Kapitel Nips war der Anführer. Er gab die Befehle. Niemand durfte sich ihm widersetzen. Niemand. Nicht einmal seine Freunde. Sie mussten stramm stehen, wenn er es wollte. Und wenn er Lust darauf hatte, dass sie Liegestütze machten, sagte er es ihnen, äh, dann taten sie es nicht. Na gut, dann hatten sie eben keine Lust. Trotzdem war er ihr Chef, ihr Boss, ihr Zampano. Sie mussten tun, was er wollte. Du spielst dich ja nur auf, weil Peter nicht hier ist, sagte Tootles verärgert, der die Arme vor der Brust verschränkte und sein dickes, rundliches Kinn vorschob, als wollte er Snips anbieten, damit dieser mit der Faust darauf schlagen konnte. Ich bin der Befehlshaber und du hast zu tun, was ich dir sage. Ich springe aber nicht in das Schlammloch. Ich befehle es dir aber. Niemals! Das ist echt ein ganz blöder Befehl, maulte auch Slightly, der auf dem Ast neben Nips saß, das linke Bein baumeln ließ und mit seinen Fingern zwischen den Zähnen herumspielte. Das bringt doch gar nichts. Spring doch hinterher. Warum sollte ich das? Weil ich es dir befehle. Curly, der jüngste der verlorenen Jungen und der, der immer am stillsten von allen war, Bedachte Nips mit einem durchdringenden Blick. Er schaffte es, wie auch immer er das tat, Nips unsicher werden zu lassen. Obwohl Nips eigentlich nichts und niemand Angst machen konnte, der kleine Curly schaffte es ohne Weiteres. Ob es an seinen Augen lag, dem starren Blick oder den immer fest aufeinander gepressten und nie zu einem Lächeln verzogenen Lippen, konnte der rothaarige, ungekämmte und über und über mit Dreck und Schmutz bedeckte Nips nicht sagen. Er wusste nur, dass er ganz froh war, wenn Curly mit etwas anderem als mit Starren und Beobachten beschäftigt war. »Na gut, na gut, Tuttle's muss nicht ins Schlammloch springen. Dafür aber in das Astloch greifen und schauen, ob die Bienen genügend Honig gesammelt haben. Ich habe nämlich einen Bärenhunger.« »Die stechen mich doch.« »Befehl ist Befehl.« das ist ein blöder Befehl. Widersetzt du dich mir etwa? Braucht er gar nicht, rief einer der Zwillinge, die gar nicht wie Zwillinge aussahen und doch wie welche auftraten. Beide trugen das gleiche Hemd, die gleiche Hose, beide hatten sie eine Leopardenmütze auf dem Kopf und waren doch unterschiedlich wie Tag und Nacht. War der eine dunkelhäutig und hatte schwarze lockige Haare, war der andere mehr als einen Kopf kleiner, Hellhäutig und hatte rotes, glattes Haar. Trotzdem waren sie unzertrennlich. Und so merkwürdig es auch war, sie waren Zwillinge. Irgendwie zumindest. Nips hatte das nie ganz verstanden, fand aber, dass ihr Zwischenruf jetzt gerade ungeheuer störte und überhaupt nicht zielgerichtet war. Weshalb er schnaubend meinte, Nicht jetzt. Aber wir haben etwas erfunden, damit niemand mehr von Bienen gestochen wird. Was für ein Glück! rief Tutels und klatschte vor Freude in die Hände. Dann muss ich mich nicht stechen und quälen lassen. Wunderbar! knurrte Nips. Papa? fragte sie verwirrt. Tränen standen ihr in den Augen, als sie ihren Vater so dastehen sah, den Blick voller Zorn, den Mund voller Verachtung verzogen. Liebling! rief ihre Mutter von der Kinderzimmertür hinüber zu ihrem Mann. Sie ist noch ein Kind. Sie hat erwachsen zu werden und nicht so einen Mist zu verfassen. Mit diesen Worten warf er ihr die Dokumente entgegen, die auseinanderstoben und wie ein ausgebreiteter Fächer auf sie zugeflogen kam. Mit einem erschreckenden Gefühl der Scham wusste sie sofort, was ihr Vater ihrer gerade wutschnaubend entgegenwarf. Aber bevor Wendy etwas sagen konnte, entgegnete Mr. Darling, Ich schäme mich so für dich. Papa, Papa, entfuhr es ihr getroffen. George, rief ihre Mutter von der Tür aus und machte einen Schritt ins Zimmer hinein. Etwas, was sie bisher niemals getan hatte. Immer war sie zurückhaltend gewesen, wenn die Kinder sich die Standbauken ihres Vaters hatten anhören müssen. Einem Engel gleich war sie nach dem Schelten zu ihren Kindern gegangen, um ihnen über den Kopf zu streicheln und ihnen zuzuflüstern. Er meint es nicht so. Er will nur euer Bestes. Jetzt stieg sie aus ihrem Himmelreich herab, ihren Kuss im Mundwinkel versteckend, um zu fragen, was redest du denn da? Das, was Wendy unbedingt hören muss. Sie soll endlich den Kopf aus den Wolken nehmen und verstehen, worum es auf der Welt wirklich geht. Geschichten? Dass ich nicht lache. Schatten, die von Nana gefangen werden und die sie anschließend in ihrer Kommode versteckt? Wer denkt sich denn so etwas Absurdes aus? Kinder, antwortete Mrs. Darling sanft. Kinder tun so etwas. Kinder sind dafür da, um irgendwann erwachsen zu werden und nicht um ewig Kinder zu bleiben. In diesem Moment, als der Schock sie so tief getroffen hatte, als habe man ihr in den Magen geschlagen, rüttelte es in ihrer Kommode. So als versuche der dort eingesperrte Schatten zu entkommen. Ihre Hand presste sich auf die Schublade. Was hast du denn da? Nichts. Ihr Vater aber ließ sich nicht beirren. Er griff nach dem Knauf, zog an ihm und riss die Schublade mit einem Ruck auf. Das ist nicht das, was du denkst, stieß Wendy hervor und suchte mit verzweifelten Blicken nach dem Schatten, der aus der Schublade gesprungen sein musste, als sie sich geöffnet hatte. Ich denke an gar nichts. Schnaufte Mr Darling und spähte in das Dunkel der Kommodenöffnung und schob sie dann energisch wieder zu. "Lass das und rüttle nicht mehr an deinen Einrichtungsgegenständen. Davon gehen sie irgendwann kaputt und entschuldige dich gefälligst für deine Schmierereien bei deiner Lehrerin. Sie war vollkommen entsetzt, genauso wie ich." Mit diesen Worten drehte sich ihr Vater herum und verließ das Zimmer. Ihre Mutter kniete sich neben sie, nahm ihre Hand und streichelte mit dem Daumen sanft über ihren Handrücken. Es tut mir so leid. Das muss es nicht. Mrs. Darling lächelte und entgegnete: Du bist ein Engel. Wendy lächelte, konnte sich aber auf die Liebe ihrer Mutter nicht konzentrieren. Ihre Aufmerksamkeit lag auf dem in der Schublade versteckten Schatten. Der Schatten, der versucht hatte, auszubrechen und nun, zusammengekrümmt wie ein kleiner schwarzer Ball, in der hintersten Ecke der Schublade versteckt war, und zitterte, als habe er Angst, entdeckt zu werden. Von einem Erwachsenen entdeckt zu werden, dachte Wendy, als sich der Schatten wieder entfaltete, nachdem Vater und Mutter den Raum verlassen hatten. Einem zornigen Erwachsenen, der keinerlei Fantasie hat. Fünftes Kapitel Das Abendessen war unerträglich schweigsam gewesen. Alle Versuche, die Mrs. Darling unternommen hatte, um etwas heimelige Atmosphäre zu schaffen, waren fehlgeschlagen. Mr. Darling hatte sich einfach nicht erweichen lassen. Kalt hatte er nach dem Salz gefragt, abweisend auf die Bitte Wendys reagiert, als sie noch etwas Soße zu ihrem Braten haben wollte. Schließlich, als es Zeit war, um ins Bett zu gehen, hatte sie nur vom Weiten gesagt, Schlaf gut, Papa, aber keine Antwort von ihm bekommen. Er hatte weiterhin die Nase in die Zeitung gesteckt und geräuschvoll umgeblättert, als er Wendys Stimme gehört hatte. Jetzt, wo sie im Bett lag und nicht wusste, was sie denken oder fühlen sollte, hörte sie plötzlich das leise Quietschen eines zurückgleitenden Fensterverschlusses. Wendy richtete sich auf. Könnte es sein, dass. Ihre Aufregung wischte die trüben Gedanken, denen sie die ganze Zeit hinterhergehangen hatte, zwar nicht weg, aber sie wischen sie so weit zurück, dass sie ihr vor Aufregung schlagendes Herz ganz genau hören konnte. Das Pochen und die ihr entgegenhallenden, aus den Tiefen ihrer fantasiereichen Gedankenwelt dringenden Worte Da ist er! Er kommt! Er kommt, um seinen Schatten zu holen! Das Quietschen stoppte abrupt. So, als habe der, der ins Zimmer eindringen wollte, ihre Gedanken gehört und nun abwog, ob es sich lohnte, weiterzumachen und gegebenenfalls entdeckt zu werden. Wendy hielt den Atem an, als sie das letzte, energisch klingende Quietschen hörte, gefolgt von einem Pling, als der Verschluss auf die Halterung fiel. Im gleichen Moment wurde der Schatten in ihrer verschlossenen Kommode aktiv. Er rückte und rumpelte im Inneren der Schublade hin und her und wurde dabei so wild, dass Wendy dachte, die Kommode würde gleich umfallen. Sie hielt weiter den Atem an. Und dann wurde sie ganz steif, als sie hörte, wie das Fenster langsam aufgeschoben wurde und der eisige Hauch des immer deutlicher in den Vordergrund tretenden Winters sie streifte. Psst Glöckchen. Wisperte jemand und stieß dabei einen zischenden Laut aus. Wir wollen doch niemanden wecken! Nun erklang das helle Klingeln einer Schelle, wurde lauter und dann wieder leiser, begleitet von einem immerwährenden, schimmernden Lichtschein, der die im Zimmer liegenden Schatten vertrieb. Du suchst da drüben, ich hier! Als die weiche, kindlich freche Stimme an Wendy's Ohren drang, wackelte die Kommode erneut. Da, ich habe ihn. Oh, doch nicht. Im gleichen Moment brach das pure Chaos aus. Die Kommodenschublade flog im hohen Bogen durch das Zimmer, krachte gegen die Wand und zerbrach dort. Die Kommode selbst fiel um, und der, der ins Zimmer gekommen war, stieß einen Schrei aus, der an das Krähen eines Hahnes erinnerte. Du kommst sofort hierher, rief er aufgebracht. Und nun klingelte und schellte es wieder glockenhell und riss einen ins grüne Leinen gehüllten Jungen aus der Dunkelheit, der seinem davonhuschenden Schatten nachjagte. Als wäre er ein Insekt, klebte er an der Wand und lauerte wie eine Spinne in ihrem Netz. Hab ich dich! Mit einem langen Satz sprang der Junge nach vorne und bekam seinen Schatten endlich zu packen. Der Geruch nach frischem, eine Sommerbrise in sich tragenden Windes stieg Wendy in die Nase und ließ sie den Geruch tief einatmen. Nun begann die Rangelei von neuem. Der Junge kämpfte mit seinem Schatten, musste zwei Fußtritte hinnehmen, und blieb dann aber doch als Sieger, als der Schatten versuchte ihm zu entkommen. Sie schläft noch, los! zischte der Knabe, dessen rotes Haar wild und vom Wind durchgewühlt von seinem Kopf abstand. Wir können unbemerkt gehen. Ich bin wach hörte Wendy sich selbst sagen und erntete dafür einen erschrockenen, tiefen Atemzug. Das Klingeln der Glocken wurde nun so laut, dass man meinte, Big Ben würde zum Mittag schlagen. Sechstes Kapitel Und du kommst woher? fragte Wendy schüchtern, nachdem sie es geschafft hatte, den Jungen davon abzuhalten, wegzufliegen. So verrückt es auch klang, aber er hatte wirklich vor ihr in der Luft gehangen, einem vereisten Wassertropfen gleich, den man daran hinderte, auf die Erde zu fallen. Und jetzt, wo sie sich an ihn, seinen Geruch und seinen wilden, ungezügelten Geist ein wenig gewöhnt hatte und damit angefangen hatte, seinen Schatten an seinen Fuß zu nähen, begann sie sich zu trauen, ihn auszufragen. Aus Nimmerland, antwortete der Junge. Ein herrlicher Ort, voller Abenteuer und Gefahren. Er wollte aufspringen, sich spielerisch in der Luft um die eigene Hüfte drehen und seinen Dolch ziehen, der in einer kleinen hölzernen Scheide steckte, die wiederum an seinem ledernen Gürtel befestigt war. Aber Wendy hielt ihn mit einem gezischten Halt still! zurück und war überrascht, dass er ihr sofort Folge leistete. Warum bist du denn so mürrisch? wollte der Junge wissen. Weil ich erwachsen werden soll. Pfui und Spinnenspucke! rief er und schüttelte sich. Wer will denn so etwas? Ich nicht. Wie wahr! rief er. Ich kenne auch niemanden, der so etwas erleben will. Wir sind Kinder und bleiben Kinder, immer da. Wendy machte ein betrübtes Gesicht, als sie seine Rede hörte, und sagte: Leider ist das der Lauf der Dinge. Was? Dass man erwachsen wird? Nein! Erwiderte der Junge und schüttelte den Kopf. Nicht im Nimmerland. Niemand wird dort erwachsen. Nur Piraten. Wendy hob den Kopf und fragte: Piraten? Angeführt von dem schrecklichen Huck. Der Junge richtete sich auf. Tim ist nur mit dem Schwert Einhalt zu gebieten. Ha, und das tue ich. Jeden Tag. Das ist ein Spaß. Nun riss er sich doch los. Erhob sich in die Luft, zog sein kleines Messer und kämpfte mit seinem nur lose an seinem Fuß hängenden Schatten. Er hatte plötzlich wie aus dem Nichts einen langen, breiten Schlapphut auf dem schwarzen Kopf, auf dessen oberster Spitze eine Pfauenfeder saß. Beide kämpften sie wieder miteinander, und der Junge sprach mit einer dumpfen, grollenden Stimme: Ich hasse, ich hasse, ich hasse Peter Pan und duckte sich dabei unter einem Hieb weg, den der Schatten gerade ausführte. Bist du das? wollte Wendy daraufhin wissen. Wer? Peter Pan. Oh ja, antwortete er und strahlte über sein mit Sommersprossen bedecktes Gesicht. Der bin ich, mit Haut und Haaren, so wie ich hier vor dir schwebe. Ich bin Wendy Darling. Ich weiß, die Mutter aller Geschichten. Ich kenne sie alle. Alle sag ich dir. Du kennst mich? Besser als du dir denken kannst, sagte Peter und schwebte auf sie zu, so dicht, daß ihre Nasenspitzen sich zu berühren drohten. Ich liebe deine Geschichten. Ich liebe alles an dir. Ich, ich, ich ja? so verrückt es auch klang und so paradox es sich auch anfühlte, aber sie hatte plötzlich das Gefühl, einen Schritt aus ihrer Kindheit hinaus und doch wieder hineinzutun. So als werfe sie einen Blick in ein vor ihr liegendes Zimmer. Ein Raum, der angereichert war mit seltsamen und fremdwirkenden Gegenständen, die doch etwas Vertrautes und Heimisches besaßen. Danke, flüsterte sie, sich nicht trauend ihren Wunsch auszusprechen, der ihr plötzlich schwer und wärmend zugleich auf dem Herzen lag. Wie kann ich mich bei dir bedanken? baute Peter ihr eine Brücke, über die sie sich aber nicht traute zu gehen. Erst als er nachschob, ich erfülle dir jeden Wunsch, nickte sie und meinte, ich hätte gerne einen Kuss. Peter verzog das Gesicht. Er schüttelte den Kopf, glitt hinauf zur Decke, und blieb dort oben in der Luft stehen und blinzelte verwirrt. So bedankt man sich hier bei uns, flüsterte Wendy. Aha. Du musst aber nicht, wenn du nicht willst. Doch, doch, das will ich. Er schwebte auf sie zu, kam ihr ganz nahe und schaute sie dann, als sie die Lippen spitzte, verwundert an. Es kam ihm plötzlich so vor, als dränge etwas in seinen von kindlichen Fantasien beherrschten Verstand und ließ ihn an Dinge denken, die eigentlich gar keinen Platz dort hatten. So schloss er die Augen, spitzte ebenfalls die Lippen und berührte beinahe die von Wendy. Diese, ihrem Herzklopfen lauschend, sehnte den Kuss herbei. Nichts anderes wollte sie mehr, bekam aber plötzlich einen Dolch gegen die Nasenspitze gepikst. Verwundert schüttelte Wendy den Kopf, als das leuchtende, wie ein Glöckchen klingende etwas vor ihr schimpfend und meckernd auf und abschwebte und ihr mit der freien Hand drohte. Peter lachte laut. Glöckchen, rief er, Wendy verführt mich doch nicht! Was für ein Blödsinn! erwiderte er lachend, als der helle Schein wieder klingelte und klimperte. Davon werde ich doch nicht erwachsen! Küsse gibt es immer und überall, in jeder Geschichte. Außerdem ist sie eine Freundin, eine Geschichtenerzählerin. Du liebst ihre Geschichten doch auch. Wieder klingelte und bimmelte es. Ach, du schon wieder! winkte Peter ab. Klingeling, das ist eine gute Idee. Was ist eine gute Idee? Dass ich dich mitnehme. Wohin? Nach Nimmerland. Nimmerland? Gibt es hier ein Echo? Ja, nach Nimmerland! Um dann laut zu lachen. Obwohl Glöckchen das bestimmt nicht gewollt hat, als sie gemeint hat, ich solle bloß nicht auf den Gedanken kommen, dich mitzunehmen nach Nimmerland. Glöckchen, ein kleines, zartgliedriges Geschöpf, mit schnell schlagenden, in den Farben des Regenbogens leuchtenden Flügeln, stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte heftigst den Kopf. Was wollte sie denn dann? dass ich dich zur Turmuhr mitnehme und dann hinunterstoße. Lustig, oder? Als ob ich so etwas mit meiner Wendy tun würde. Siebtes Kapitel Du brauchst nur einen wunderbaren Gedanken und schon fliegst du, erklärte ihr Peter, nachdem er Wendy mit Feenstaub besprenkelt hatte. Hoch und höher, deinen Träumen entgegen, hui! Mit diesen Worten drehte Peter zwei Runden unter der Decke, bevor er sich, die Hände in die Hüfte stemmend, breitbeinig dastehend, am offenen Fenster positionierte und dann laut lachte. Komm, brechen wir auf. Meine Brüder, warf Wendy mit einem heißen Schrecken im Bauch ein, der sie glauben ließ, sich gleich übergeben zu müssen. Was ist mit ihnen? Die können wir doch nicht einfach hier lassen, das geht doch nicht. Sie würden viel zu schnell erwachsen werden. Dann nehmen Sie mit, sagte Peter und lachte wieder. In Immerland ist für jeden genügend Platz. Warte, ich wecke Sie auf. Tu das. Peter schwebte jetzt auf Wendy zu und begrüßte den gähnenden John und den sich regelnden Michael. Beide blinzelten verwirrt gegen ihre Müdigkeit an und waren dann, nachdem Wendy ihnen erklärt hatte, wohin ihre Reise gehen sollte, Sofort Feuer und Flamme für das Abenteuer. Auf, auf! rief Peter, nachdem er auch die beiden Jungen mit Feenstaub besprüht hatte. Wo müssen wir denn hin? Immer dem Abenteuer nach. Siehst du die Sterne? Den hell leuchtenden, den müssen wir erreichen und dann nach links abbiegen. Klingelingeling. Peter freute sich. Stimmt Glöckchen, immer der Nase nach dorthin, wo es besser als in einer Bäckerei riecht, dorthin, wo man den riesigen Kompass im Meer sieht und dorthin, wo Huck sein hässliches Schiff in die Bucht von Nimmerland gelenkt hat. Achtes Kapitel Huck schlief, unruhig wie immer, aber er schlief und bei jedem Schritt, den Smee auf die fein polierten und glatt gehobelten Bohlen setzte, zuckte der fein gezwirbelte Bart des Piratenkapitäns. »Captain!« wisperte der erste Mat und wackelte auf seinen kurzen Beinchen dichter an das weich aufgeschlagene Bett heran, in dem Huck förmlich zu versinken drohte. Federkissen, Federbettdecken, einen Baldachin, der sein Bett wie bei einem König überspannte, ließ Mie manchmal denken, es mit einem Märchenprinzen zu tun zu haben. "Sie müssen aufstehen." Das muss ich nicht, Smee. Doch, doch, das müssen Sie. Sag mir, du Produkt einer Naturkatastrophe, wieso ich das sollte. Man hat ihn gesehen. Ihn? fragte Huck, noch immer die Augen geschlossen, um den immer verkniffenen Mund einen neugierigen Zug. Ja, er fliegt gerade hierher. Er? Ja, Kapitän. Peter Pan ist wieder in Nimmerland. Was sollen wir jetzt tun? Ihn töten! schrie Huck außer sich. Ihr sollt ihn töten! packte Smi am Kragen seines gestreiften Hemdes und zog ihn dicht an sich heran. Ich will, daß ihr die dicke Bertha auf ihn richtet und ihn vom Himmel pustet!